habe ich jetzt extra gemacht, damit es später einfacher ist zu sinken. Wir haben den 5. Februar 2024. Es ist 17.51 Uhr. 51. Max Kamera macht, was sie will, denn sie ist schon Karnevalsstimmung. Es geht nämlich wieder los. Leute <laughs> brechen, brechen aus aus ihren gewohnten Umgebungen, kleiden sich und sind, wer sie sind, aber nur für fünf Tage. Dann geht es wieder weiter. Zieht die Masken wieder auf und lebt ihr Leben. Wieder weiter. <laughs> Was meint er? Ranten Sie jetzt später die ganze Zeit über Karneval diese Folge? Vermutlich nicht. Vermutlich reden wir über Apple Vision Pro oder andere Sachen. mal schauen, was wird. <laughs> was wird? Ähm, ja, ich wollte gerade schon einsteigen und sagen: Ja, die Technik wird mittlerweile immer so menschlich, dass sie selbst die Technik Karneval feiert. Weil hat nicht jeder ein Recht auf Karneval. Was ist, wenn die AI jetzt auch Karneval feiern will? Und damit sind wir schon wieder. Drin. Letztens <laughs> einen richtig witzigen äh, Screenshot gesehen, ich weiß nicht, ob es echt ist oder nicht, da hat jemand so ChatGPT äh, gefragt, ob es eine Tabelle formatieren kann und mhm. irgendwie Sachen und hat ChatGPT gesagt, ey Bro, sinngemäß also ich habe gerade nicht so viel Rechenkapazitäten und eigentlich ist es gar nicht so schwierig, hier ist eine Anleitung, wie du es selber machen kannst. Nein, <lacht> geil <lacht> <lacht> ist ein bisschen zu menschlich ist zu viel von Menschen gelernt ich möchte das nicht. <laughs> Bitte stell mir nicht mehr so unangenehme Fragen. <laughs> genau. ja. Ja. Ähm, ja, ich, ähm, du hast, wir haben gerade kurz davor gesagt, ne, wie sieht es mit der Wohnung aus? Und äh, ich ähm, kann nur sagen, dass ich hoffe, dass wir nach Karneval wieder in der Bude sind. Ähm, das heißt, es ist noch eine Woche wahrscheinlich, ist zumindest prognostiziert. Wir haben Ach, was mit ist passiert auf den letzten Metern? Das hieß doch eigentlich ready, oder? <laughs> Bro. Also an dem Tag, wo es hieß, eigentlich ready, ihr könnt in drei Tagen wahrscheinlich rein, sind wir in die Wohnung gegangen und sie sah genauso aus wie vor drei Wochen. Deswegen, oh. ähm. Bodo verwechselt? <laughs> vielleicht. Nee, also muss schon sagen, also es ist jetzt quasi nur noch der Boden, streichen und Fliesen im kleinen Bad. Mhm. Und die Fliesen mhm. im kleinen Bad... Die sind wohl gerade nicht lieferbar. Deswegen haben die uns jetzt gestern auch am, heute Morgen am Telefon gesagt: yo, ihr könnt nach Karne mal rein, aber das Bad wird noch nicht gemacht sein. So. Okay. Ja. ja, kann irgendwie keiner was für. Ist dann nun mal so. Ist halt egal. machst die Tür zu dem Bad zu, lässt die irgendwann im Monat noch mal rein und dann machen die halt das Bad. Ja. Das ist mich nicht so richtig. Kerl, ist noch ein bisschen. Ist ja nervt, eh bei euch so Abstellkamera, äh, okay. Abstellkamera, oder? Genau. Ja. Deswegen ist irgendwie wohl klar, es nervt jetzt schon irgendwann wieder, die nochmal Urlaub nehmen muss, damit irgendwer da rein kann und so. Das ist halt einfach nervig, aber es ist voll okay, wenn wir in der Bude wohnen können. Und ähm, das heißt, es soll jetzt innerhalb dieser Woche ähm, gestrichen werden, ach, hab gerade schon gesagt, <laughs> gestrichen werden und äh, der Boden gemacht werden. Mein Boden ist jetzt wohl so, ja, dass, sie sich, ja. ähm, dass sie sich jetzt relativ sicher sind, dass sie nicht ähm, den gesamten Boden in der Bude abschleifen, was ich mir oder was wir uns beide auch schon so dachten, dass nicht zwingend irgendwie notwendig ist, wahrscheinlich. Hm, hm. Keine Ahnung, die wollen es probieren, wie, ob man das Sehen kann oder nicht, ähm, also ob man es einigermaßen gut hinkriegt oder nicht. Ähm, es juckt mich nicht. Also ich glaube, es wird funktionieren und ich glaube, es wird nicht, nicht blöd aussehen. Mhm. Ich glaube mhm. nur noch irgendwie nicht daran, dass es nach Karneval jetzt soweit ist sofort, weil er ähm, ja, meinte, wir können nach Karneval rein, aber er meldet sich versprochen am, am Rosenmontag. Also dann quasi einen Tag, bevor wir dann theoretisch rein könnten. Und es ist so, ich würde schon ganz gerne auch planen, ob ich da rein kann oder nicht mhm. oder wie auch immer, aber. Vor allem wäre es richtig geil, über Karneval reinziehen zu können, auch wenn wir in Hamburg sind, aber in Dienstag haben wir immer noch beide frei. Hm. Wäre halt mega rein einfach ziehen zu können wieder. Aber ja. ich glaube nicht so richtig dran. Ähm, irgendwie ist noch ein neues Loch jetzt im Badezimmer gekommen, also eine neue, die haben die Wand nochmal ganz neu aufgemacht da im Badezimmer, wo um man so einen okay. Schacht zu kommen. Ähm, ich kann es natürlich nicht sagen, inwiefern das ähm, irgendwie äh, schnell geht oder nicht, aber das sind einfach noch also so auf, aufgesägte Wände. Und ich weiß nicht, wie schnell das irgendwie zu blicken ist und so, aber es werden wir ja, sehen. Ja. Ähm, wir haben noch mal so ein bisschen eine, eine, eine ehrliche, aber auch ein bisschen, ein bisschen genervte Mail mal geschrieben an Vermieter mhm. und äh, an, diesen, an, den, an den Vertreter von denen, so nach dem Motto, ey yo, wir haben jetzt seit zweieinhalb Monaten nichts von euch gehört. Wir kriegen von euch nur irgendwie eine Info, wenn wir euch schreiben. Und dann sagt ihr, redet mit den Gewerken. Dann reden wir mit den Gewerken, die versprechen uns irgendwelche Fristen, die sie nicht einhalten. Dann fragen ja, wir die, ob es ja. dann irgendeinen Plan gibt, irgendeine, Konkrete, irgendeine Priorisierung, irgendwas. Und dann sagen die, nee, wir haben einfach den Auftrag, so schnell es geht, alle Wohnungen fertig zu machen, was ja vollkommen okay ist. Das heißt, niemand kann einem so richtig sagen, was abgeht. Und ähm, auch mit deren Versicherung wollten sie sich ja mal melden, was jetzt ist. ne? Also ob die jetzt irgendwie dieses Rohr da irgendwie nachweisen können, dass es ein Baumangel ist oder nicht. Und dann war ja am Anfang, ja, wenn ich ja. mich erinnere, so keine Ahnung, wahrscheinlich jetzt so Neuen Folgen. dieses Es gibt diese Versicherung, die aber angeblich nur diesen einen Beitrag für alle Wohnungen ausschüttet. Mhm. Ähm, und wenn wir uns schnell melden, dann kriegen wir da vielleicht was von. Ja, ich, äh, weiß kein Mensch was von. Mhm. Wir haben mittlerweile irgendwie Weirded 2000 Euro von unserer Hausratsversicherung bekommen, was schon mal cool ist. Aber wissen nicht, wofür. Und sie antworten ja, einfach nicht, ja. wofür das jetzt ist. <laughs> das ist dann so: Ja, okay, das ist ja nett, aber <laughs> ist das jetzt alles? Das wäre ein bisschen doof. Mhm. Oder ist das jetzt. Irgendwie nur für das Hotel, was mega krass wäre, weil dann hätten wir das Hotel quasi wirklich komplett bezahlt bekommen, was super cool wäre. Mhm. Ähm, da ist einfach so vieles nicht. Mal gucken, mal gucken. Aber wir sind fleißig am Dokumentieren, da finden so echt diese gescherten Notizen voll geil, dass man dann immer, wenn man mit dem telefoniert, packen wir ein kleines Mini-Protokoll da rein, die E-Mails sind da drin und du kannst immer die Rechnung darin sammeln und so weiter, so dass wir ja. im Zweifel, falls ja. sich einfach gar nichts tut, und das irgendwie super der hessel ist, können wir dann eben in, keine Ahnung, einem Monat, wenn das alles mal so ein bisschen durch ist, gesammelt irgendwie zum Mieterschutzbund und können mal sagen, yo, ihr habt ja irgendwie einen Anwalt am Start. Könnt ihr mal, könnt ihr mal drüber gucken lassen und sagen, hm. ist das alles cool so oder nicht? Können wir irgendwas machen? Fertig. So. Ja. Genau, das ist so ein bisschen der Plan. Aber deswegen gibt es eigentlich keine Neuentwicklung, Außer irgendwann muss es halt fertig sein. <laughs> das wird schon passieren. Und alles andere ist okay. Die Finanzguru. Typen da, die, dieser Makler, äh, wie heißt er? Ja, Doch ist er quasi der Makler. Der ist immer noch cool, also sind immer noch super, mhm. dass sie halt immer instant zurückschreiben und so. Aber wir können nichts machen, wenn die Versicherung sich quasi nicht meldet. Und spannend fand ich sogar, die Versicherung sagt: Machen Sie das bitte über Ihren Makler. Man so: Hey, warum wünscht sich die Versicherung, dass man das über eine Zwischeninstanz macht? Wenn ich doch selber direkt da anrufen könnte, dann könnte man direkt alles besprechen. Dann sagen die: Nein, nein, wir haben gerade keine Kapazitäten, Machen Sie das bitte über Ihren Makler. Und denkt so, hey, aber dann ist es ja über so drei Ecken und dann müssen wir wieder dem schreiben und schreibt er wieder den. Ist doch total unnötig. Aber irgendwie. Ich haben die für so Makler so spezielle Tools gebaut, wo die halt möglichst viel selber ausführen ah. können, sodass halt die Schadensaufnahme halt für die Versicherung halt relativ schlank ist, dass sie einfach so sagen: ich guck's mir einmal kurz an, mhm. statt eben mit dir zu reden und dir die Frage zu stellen. Du weißt das also, ja, ich weiß gar nicht so genau, was heißt mhm. das denn? Vielleicht einfach von der vor allem Prozess her einfach schlanker für, weil die sagen: die Makler wissen halt schon, das mhm. krümmste irgendwie. Das könnte wirklich sein. Also das Ding ist, wir reichen jetzt ja gerade gar nicht so viel ein, weil es einfach nur, ist einfach nur die Miete, die wir einreichen, gar nicht irgendwie jetzt so viele Sachen noch eintragen müsste. Sonst eher so Fragen zu Beträgen. Also wir brauchen immer noch diese komische äh, Kostenübernahme von der oh. Versicherung, diese Beschädigung von denen für den Vermieter, damit er es irgendwie deren Versicherung geben kann. I don't know. Ähm, und irgendwie kommt die nicht. Und da frage ich mich immer, warum kann ich nicht einfach anrufen und sagen gibt noch bitte diese Kostenübernahme. Stattdessen müssen wir den Makler sagen, schreibt den bitte mal, dass wir immer noch die Kostenübernahme brauchen, bla bla bla. I don't ja. know. Aber es könnte wirklich schlimmer sein, es ist so einmal die Woche eine Viertelstunde nervig und der Rest ist okay. In mir ist mhm. eher gerade oder in uns ist gerade eher so ein bisschen die Vorfreude, weil über Karneval sind wir eh nicht da. Das heißt irgendwie, keine Ahnung, ist die nächsten von den vier Tagen sind wir eh nicht da. Ähm, Wenn es jetzt wirklich nur noch eine Woche ist, so also bis es zumindest ziemlich fertig ist. und wäre es schon cool. Ja, ja. Ja. Das ist echt gut. Ich meine, gut, hm. dass ihr jetzt noch so quasi flexibel seid, weil ihr einen Monat extra gebucht habt. Yes. Sonst wäre es jetzt richtig ätzend geworden. Yes. Ah. Ja, dann wären wir einfach wieder im Hotel und müssten hoffen, dass sie uns das Hotel bezahlen. Ja. Also, weil du kriegst auch gar keine Wohnung für ähm, einen Monat. Also weil die ganzen Zwischenwohnungen, die vermieten nicht unter drei Monaten, das lohnt sich für die nicht. Das ist so wie Zwischen Klar. also es ist ja, die wollen ja in dieser Zeit auch in der Regel was machen, die vermieten das ja nicht. Zum Spaß als Zwischenmiete. Mhm. Sonst würden die ja einfach das generell vermieten, wenn es immer frei wäre und so. Deswegen ja, ähm, ja. würde es quasi nicht anders gehen. Und ähm, ja, manchmal zwischendurch denke ich mir noch manchmal so, ah, was ist eigentlich mit diesen ganzen Minikosten? Also, es ist zum Beispiel immer noch weird, ähm, dass wir unseren Stellplatz weiter bezahlen müssen. Habe ich in die Mail mhm. auch noch nochmal geschrieben, so, wir haben jetzt irgendwie 240 Euro für vier Monate den Stellplatz bezahlt, auf dem wir nicht parken konnten, ist das irgendwie rechtens? Niemals? Also, das ist so, macht gar keinen Sinn. Auch wenn es ein anderer Mietvertrag aber ist. Aber um streng genommen konntet ihr auf dem Ding parken. Das ist halt das blöde Argument, was die halt haben. Also Absolut. Bin, das könnt ihr doch benutzen, da gibt es zwar keinen Sinn, aber könnt ihr. Ja, aber irgendwie habe ich das ja. Gefühl, also was, was ich auch von dir so ein bisschen gelernt habe, wenn ich das mal übertrage, von Arbeitnehmer sind schon immer krass geschützt. Ich könnte mir vorstellen, dass Mieter auch in der Regel immer krass geschützt sind, so vom Gesetz, dass die eigentlich relativ viel auf ihrer Seite sozusagen haben. Ja, Und wenn ja, man dann denen ja, ja. sagt, ey, yo, die Wohnung ist nicht betretbar, wir haben in der Tiefgarage einen Stellplatz von der Wohnung. Natürlich wohnen wir nicht in der Wohnung, also können wir nicht benutzen. Also hey, ja, ja. Das macht gar keinen Sinn. Ähm, ja, I don't know. Aber das sind so Sachen, das schreibe ich dann immer schön in die Mails, damit die wissen, damit ich das irgendwann für mich so protokolliert habe. Genauso wie was ist mit dem fucking Internet, so dass das die ganze Zeit bezahlt wird. Das sind auch wieder keine Ahnung, dass es irgendwie 100 Euro in vier Monaten sein oder was auch immer. Ne, das sind halt irgendwie mhm. so kleine Beträge, wo man dann so denkt, ja, wäre cool, wenn die irgendwann mal wiederkommen. Ähm, mag schauen. Ich, ja, irgendwie gehe ich davon aus, dass es halt dauert, aber irgendwann irgendwie alles, so, also fast alles irgendwie da sein wird und deswegen ist es irgendwie okay. Vielleicht bin ich da auch naiv und das ist ähm, nicht Niemand so. Niemand weiß, was jetzt passiert ist in diesem Moment. Max ist äh, weg, aber vielleicht redet er weiter. Ja, das heißt, tschüss, ihr hört Franz, ihn ganz normal nee, vielleicht redet er gleichzeitig. Wir werden sehen. Jetzt ist da die wir, wir gucken gleich mal. mich zurück. De, 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 de. Da sind wir. Ich glaube, ich war es. Jetzt sehen wir uns wieder. <laughs> ja. Das ist witzig. Jetzt haben wir, glaube ich, auf den Tonspuren äh, zwei unterschiedliche. Also jetzt haben wir quasi, einmal hast du den Zuschauern was erzählt und ich. Mal gucken, was am Ende da erzählt wurde. Äh, wahrscheinlich haben wir einfach aufeinander drauf geredet. Ja. Ein, ein Gerede. <laughs> Vollknoll. Hm. Hm. Ja, das jedenfalls <laughs> zur Wohnung. Also nichts. Also lange ja. Rede. Nichts wirkliches Neues, aber weiterhin vielleicht ein einigermaßen interessanter Prozess, den man mal so mitverfolgen kann, weil man das ja sonst nicht unbedingt selber so oft erlebt und was man auch keinem wünscht, dass das irgendjemand erlebt. Da merkt man echt, wie fies so ein Wasserschaden sein kann. Am Ende ist es ja ein Wasserschaden, aber ja. dass es halt überall dann einregen kann und überall ja. Schaden verursacht. Ja. Eine witzige Information vielleicht noch, die haben auch klar gesagt, durch diese Nicht-Priorisierung, es gibt halt auch Wohnungen, die quasi keinen Schaden haben, wo nur so zwei Wände betroffen sind mhm. und die müssen mhm. im Zweifel auch dreieinhalb Monate aus ihrer Wohnung raus, obwohl nur zwei Wände betroffen sind. Also, weil die einfach nicht priorisieren und einfach so alles so ein bisschen abarbeiten und dann so erstmal die schweren, also die, natürlich fangen die früher in den Wohnungen an mit schweren Schäden, weil die einfach dafür länger brauchen, das macht ja Sinn. Und dann haben die halt die Aufgabe, nebenbei, also zwischendurch, dann diese kleineren Schäden sozusagen zu machen. Mm, aber es mm. gibt jetzt wohl Leute, die jetzt gerade wegen irgendwie so zwei Wänden, zwei, äh, dreieinhalb Monate irgendwie aus ihrer Wohnung raus müssen. Das, also Ach, das ja. ist ja noch absurder. Aber, aber ja, also ich unterstelle da keinem, dass er da irgendwie dumm ist oder das blöd macht. Ich vermute, sie würden es auch gerne schnell und effizient gelöst haben. Deswegen wird es irgendwie Gründe geben, warum es so ist, wie es ist. Ja, oder ein Learning, das ich tatsächlich im Leben hatte, ist. Äh... Alle Menschen oft unterstellt dumm. man, nee, nee, gar nicht, aber okay. oft unterstellt man Leuten, dass die sich so voll Sachen, so, so richtig krassen Plan haben, dass es so, man selbst als Laie sieht nicht den Gedankengang und kann es nicht nachvollziehen und oft war es auch so, dass ich einfach dann im Nachdenken gemerkt habe, da gab es gar keinen Gedankengang, es einfach, ja, wäre zwar smart, aber kein Bock, das zu organisieren, mm. <laughs> so oft schlägt so Faulheit oder halt so, Sie das heißt, sagen so, so Arbeit so ein bisschen einfach dann die. Ne? Mm. Das ich, hat so ein bisschen mein, 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 mein Traum zerstört von diesem: Oh, Leute sind so smart und machen sich mm. das dank <laughs> Ja. Leider nicht. Ich habe es ja auch bei mir heute im Unterricht gemerkt, zum Beispiel. Es geht ja, glaube ich, jedem Beruf so, ne? dass man, wenn du jemanden vor dir sagst, dann unterstellst du ihm vielleicht erstmal, dass das irgendwie ein Experte in seinem Gebiet sozusagen ist. Ne? Und dann merke ich ja. auf einmal so: Ich, ich kann ich dir gleich von erzählen, komme gerade von der SV-Fahrt, bin super übermüdet. Und stehe halt heute vor der Klasse und vor meinem LK und merke so, fuck, die Wortfindung ist echt schwierig. Also ich merke ich, also da ist wenig Spontanes, ich kann das aufgreifen und das übergeben und cool verbinden und so. Und wenn ich jetzt nicht transparent mache, hey yo, ich bin super müde, wir kriegen das mhm. heute hin, keine Sorge. Aber Bestleistung wird das heute wahrscheinlich nicht. Wenn ich das nicht sagen würde, dann würden die auch denken, hä? Der, der Pelzer denkt sich bestimmt irgendwie was dabei. Der also, ne, der wird ja schon irgendwie einen Grund haben und so. Und nee, es ist einfach nur Müdigkeit, die dann irgendwie dafür sorgt, dass man nicht so auf der Höhe ist. Und genau solche Alltagsthemen mm. oder keine Ahnung, was kommt wahrscheinlich dieser Firma eben auch rein und wie bei jedem Menschen in jedem Beruf. Außer bei dir. Das ist Alltag. <laughs> was? Ich finde, mittlerweile ist das Label Experte eher mit Vorsicht zu genießen. Weil das ja oft bedeutet, dass jemand sehr viel Erfahrung in einem Bereich hat. Mhm. Und gerade in Bereichen, wo ein Wandel stattfindet, ist das oft hinderlich, weil die, wie soll ich sagen, die, die Erfahrung quasi so eine Art Bias repräsentiert, der, der dich daran hindern kann, dir den nächsten Schritt quasi zu sehen. Und ähm, deswegen, ja, äh, bin ich so ein bisschen äh, wie, wie Descartes. Mhm. Zweifel alles an, selbst dich selbst. Ja, ist ja, ja auch so. Man ist ja auch der Experte für sich selber und trotzdem macht man Schabernack die ganze Zeit und isst Chips und so Quatsch. wo man weiß, es ist eigentlich nicht gut. Was ist ich meine? ich. Nicht. Chips. Die sind immer so schnell weg, ich kann mir gar nicht durchlesen, was in der Packung steht. <laughs> ich rede mir jetzt ein, dass die gesündeste, der gesündeste Snack auf der Welt ist immer noch Eis. Deswegen kann ich immer Eis konsumieren, ohne schlechtes Gewissen. Ich, sind wir wieder in der Wassereisphase? Noch nicht. Wir sind aktuell okay. noch in der Milcheisphase. Oh. <laughs> mein aktueller Favorite ist von, ich mache kurz eine Werbung, von Ja, das Sandwich-Eis. Oh. Wo oben halt so dieses ne, Schokoding ist und dann, und dann unten die Waffel. Und dann meinst du das, Domino. Domino -Eis? Domino. das ist Domino-Eis. sandwich ist das andere, das bunte. Ah, das mögen wir gar nicht. Ich finde es voll mach verrückt, dass man einfach drei Sorten ineinander packt. Und ich mein, es quillt auch immer aus allen Ecken raus und so. Das ist einfach richtig kacke zu essen. Ja. Ja, das, wobei den Teil finde ich beim Sandwich-Eis wiederum geil, weil da kannst du mal so, gibt es verschiedene Methoden, wie du das ja, hacken so rund, kannst. Also das ist <laughs> nicht so ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall Sandwich-Eis, großer Chips. Kann ich mir empfehlen. Okay, wenn Ernährungs- und Sportwissenschaftler Willi Wiedergold das sagt, dann glaube ich da dran. Ich glaube da auch dran. Ich <laughs> habe jetzt um, <laughs> äh, ich das letzte, letzte schon erzählt? Ja, ich glaube schon. Ich habe jetzt ähm, am Mittwoch meine erste Physio. Ich bin sehr mhm. gespannt, äh, da, was ich davon berichten kann. Ähm, habe ich, hab ich davon erzählt? Du hast davon erzählt, ja, ja. Ich ja, ne? wusste jetzt noch nicht, wann genau die ja, erste ja. Session ist. So. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich fand es witzig, weil Chiara mal gesagt hat: mit ihrem Fuß hat sie immer nur so 20 Minuten verschrieben bekommen. Mhm. Äh, und dann hat sie so gesagt: ja, die scheiß privaten. Die, haben halt einfach dann die zahlen einfach 80 Minuten. Ich bin mal gespannt. ob also Ich, also ich habe mir halt gedacht, dass liegt daran, weil Clara einfach nicht viel belasten durfte. Und deswegen so 20 Minuten auch einfach reichen. Ein bisschen rummassieren und so weiter und so fort. Und bei hm. mir geht es ja gerade eher um Muskelaufbautraining. Und wenn die jetzt mit 20 Minuten irgendwas so schreiben würden, würde es keinen Sinn machen. Aber äh, mal gucken. Ich freue mich, den ganzen Fragen zu stellen. Ach so, habe ich ja schon erzählt, genau. Ich frage als erstes, behandelt ihr mich anders, nur weil ich privatversichert bin? Auf jeden Fall. <laughs> Ich werde die alles ehrlich fragen und werde alles äh, für mich dokumentieren, damit ich hier es dann nächste Woche erzählen kann. <laughs> hatte ich eigentlich jemals davon erzählt, ich hatte einmal so einen richtig weirden Call. Und zwar, das ist schon was länger her, und ähm, da habe ich, hab ich, hab ich mal wieder mir selbst bewiesen, was für ein geiler Typ ich bin. Es <laughs> war nämlich wie folgt. Ich hatte, ähm, <laughs> ich glaube, es war Clark oder irgendein so ein Versicherungsdenken. Oh. Ich habe mich da angemeldet. Ich glaube, die hatten irgendwie so 30 Euro Prämie und ich habe dann gesagt: Ja, komm, wollte ich eh mal ausprobieren, 30 ja. Euro irgendwie Neukundenprämie, whatever. Ich habe es so auf jeden Fall gemacht, habe da so meine Versicherung eingetragen. Das war aber nicht in dem Kontext, wo die bei uns werben wollten, oder? War das nee, es nee, nee, die? Das nee, es war, das war was anderes, es war irgendwie das nee, Doch, Marken die, doch, die das wollten uns, Okay. Ja, ja. Aber wir haben gesagt: Wir machen keine Werbung, wir sind Sorry. nicht Verkäufer, es gibt keinen Preis für den Fame. <laughs> Jedenfalls äh, <laughs> ähm, hat mich dann einer von Clark angerufen und meinte so: Ja, ähm, würde dich voll gerne zu was Krankenversicherung beraten. Ich so, was gibt's denn da zu beraten? Habe ich einen schlechten Tarif? Nee, 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 aber es gibt so ein paar Infos, die du wissen solltest. Und dann ging es über dieses Dubiose, dieses: Ich kann dir eigentlich nicht sagen, warum ich mit dir telefonieren möchte, aber ich will mit dir telefonieren. Und ich war dann so: Okay, fuck it, tu es einfach. Ja? Ich sag, so, Okay, dann, ich habe jetzt keine Zeit, aber wir können gerne, weiß ich, morgen um 18 Uhr telefonieren. War. Dann rief mich also der Typ an, meinte: Ja, haben wir ja geguckt, du bist ja bei. Versicherung XY. Ich weiß nicht, ich das sage, das ist egal. Klar, scheißegal. Scheißegal. Also ich bin bei so einer Versicherung, die ist relativ neu, heißt Otto Nova. Ist halt so eine Krankenversicherung halt, aber halt erst irgendwie so ein paar Jahre alt. Der neue dachte, Otto komm, halt. Support den Otto, ne? Support hier die kleinen, so bei Local und so. Hab ich gemacht. Und ähm, dann hat er mir sowas angefangen zu erzählen, von wegen, ja, dass Clark ja die Geschäftszahlen der Versicherung analysiert. Und die haben festgestellt, dass die Versicherung irgendwie so irgendein, in irgendeinem Quotienten, wo die irgendwelche Geschäftszahlen gegeneinander abwiegen, sagt, ja, die sind da echt schlecht, so sinngemäß. Ach, die die zahlen zu viel an ihre Patienten aus. Und deswegen ist die Versicherung, hat das Risiko, dass das vielleicht das Geschäftsmodell, das nicht dauerhaft aushält. Und ich so, mh, mh, und, und jetzt, ich so, okay, danke für die Info. Und jetzt ja, wir empfehlen dir zu wechseln. Ich so, okay, und wieso? Also ihr sagt ja quasi gerade, meine Versicherung zahlt hier zu viel. Zu viel. War voll geil. Und dann, ja, aber es wäre halt sinnvoll zu wechseln, weil die könnten ich ja pleite früher. gehen. Du woanders einsteigst, desto besser ist es quasi, oder was ja. meinen die? Ja. ja, ja, so nach dem Wort, genau, steig halt woanders hm. lieber ein, die irgendwo wo bis es stabiler ist. Dann meine ich ja, aber Leute, die sind halt, die haben ja vor ein paar Jahren angefangen, natürlich haben die jetzt keine geilen Zahlen. Die, die haben, denen fehlt wahrscheinlich, das Risikomodell, den fehlt irgendwie so ein bisschen. Die wachsen gerade wie verrückt, natürlich werden die noch nicht geil sein ja das stimmt ja aber es geht ja um sie persönlich und sie würden ja davon profitieren wenn sie ne, irgendwo sind wo es stabiler ist und dann mache ich so klug da gesagt okay spielen wir mal beide Szenarien durch ich wechsle heute was passiert ja du machst dann kannst du deinen Gesundheitsstatus irgendwie mitnehmen und bla bla, bla. Und das wird eins zu eins quasi nein es wird anders das wird heute geprüft wie gesund oder krank du bist und dann wirst du halt übertragen okay was passiert wenn ich jetzt drei Jahre warte die gehen pleite und ich wechsle dann ja exakt selbiges so okay also es ist eigentlich nur mein Risiko, werde ich jetzt kranker oder werde ich krank oder nicht krank? Und dann meinte, ja. Vor allem chronisch genau krank das und so. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie Schnupfen kriegst, sondern es geht darum, dass du jetzt irgendeine Krankheit kriegst, weswegen deine Versicherung super teuer wird. Genau. Und dann meinte ich so, aber was passiert denn, wenn ich dann chronisch krank werde? Ne? Beispielsweise. Mhm. Und ähm, wie war das? Ich. Nee, das ergibt keinen Sinn. Die haben, der hat mir gesagt, wenn ich wechsle, dann kriege ich quasi, dann behalte ich, weil ich dadurch, dass ich, ist, war das, genau, so war das. In, Do in Deutschland ist es wohl so, wenn du dann wechseln musst, weil die, dann muss dich jemand anders aufnehmen, zu den mhm. gleichen, also zum gleichen Gesundheitszustand, du wirst quasi nicht abgestraft. So, ja. so war das nicht. Dann, dann macht es ja gar keinen Unterschied, ob ich jetzt wechsle und quasi bis dahin einfach quasi kassiere und dann ja. wechsle, wenn es halt so ist. Dann meinte so, ja, das stimmt tatsächlich aber so hätten sie es schon erledigt, und ich so, hey, <laughs> also das war so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe: so, ja. jemand, der das nicht hinterfragt, hätte gesagt, ah, jetzt ruft mich der Experte an und erzählt nee. mir was. Der wahrscheinlich gesagt, ja, dann wechsle ich halt. Damit hätte ich quasi. Und ich, also ich fand das irgendwie so ein bisschen läppsch auch, mhm. weil, also von der Geschäftspraktik her, Klar. weil im Grunde genommen, das ist so wie so Geier, die über so diese Unternehmenkreis sagen, ja, die könnten vielleicht bald pleite gehen, geht da lieber weg. Ich mhm. denke mir so, irgendwie ist das fies. So. Ja, also ein Plus ich wahrscheinlich. Das ja, also das, das auf der einen Seite und das noch viel auf ist wahrscheinlich dieses, die verdienen ja an jedem Versicherungswechsel von dir sozusagen, ne? also das ist ja wahrscheinlich auch einfach ja. das Ding, ne, dass man daran verdient. Ich habe mir noch überlegt, ob man da einen guten Konter haben, hätte haben können im Sinne von, naja Leute, euch würde es ja auch gar nicht geben, wenn alle Leute bei den Etablierten bleiben würden, weil ihr... Man könnte bei euch genauso sagen, hey, geh halt nicht zu Clark, die sind halt so ein kleines unternehmen, warum sollten die irgendwie, wir haben die guten Kontakte und wir sind viel sicherer, dann würde ja keiner zu denen gehen. Also es ist ja, das ist ja, die, die betrifft ja genau das gleiche Schicksal wie quasi eine junge, ähm, neue ähm, Versicherung. Ja, dann ich, gesagt, ich wünsche euch, dass ihr euch den dicken C stoßt. Oh. Ich hab das jetzt ja, also das war ja damals so ein bisschen neu, ich weiß noch, also das war ja dann damals, als wir bei hier N26 bei der Bank und so dann da waren, ähm, wo wir immer so ein bisschen darüber gesprochen haben, auch dass wir auch angekündigt haben, dass die ja so ein bisschen eine Plattform werden wollen und so weiter und so fort. Und bis jetzt ist das ja so mäßig gelungen oder mäßig passiert, so, was ja auch voll okay ist. Also ich vermisse das jetzt auch nicht. Ähm, aber ich habe jetzt so gelernt, auch durch das, was du immer so gesagt hast, ne, was muss man eigentlich für eine Bankenlizenz tun und irgendwie, dass man eine Bankenlizenz ja auch bekommen kann als Unternehmen, theoretisch so. Ne? Ich weiß gar nicht, ob Apple jetzt eine haben musste wegen dieser Karte oder weil die mit der Dingsbank zusammenarbeiten, brauchen sie es nicht, ne? Mit Goldman Sachs. Nee, mit doch? Nee, mit sie also brauchen den. keine, die haben genau über Goldman einfach das Ganze Goldman. Okay. Genau. Also, ne, dass man aber theoretisch schon ja eine haben könnte. Genauso kann ich mir halt vorstellen kannst du halt relativ easy Versicherungen anbieten, wenn du in diesem Bereich irgendwie bist. Und weil, ne, wenn auf immer Versicherungsmakler sein kann, wenn irgendwie Klagversicherungsmakler sein kann, kann ja irgendwie quasi jeder Versicherungsmakler sein. Also, so ein bisschen ja, irgendwie. Das entzaubert ja diesen Beruf einfach sehr. Und dann denke ich mir auch so, ja, nee. Und ich weiß noch, wie unangenehm das war, oder wie merkwürdig es auch war, damals so mit 17 oder so, als er noch immer nach Hause so ein Versicherungsmakler kam, der dann so gesagt hat, so, wir müssen jetzt mal über deine Zukunft sprechen und so weiter. Und man ist so, jo, okay. Und der, also ganz ehrlich, der kommt ja wahrscheinlich in ganz viele Familien, bei uns war es ähnlich. Die können mir ja erzählen, was sie wollen. Ich glaube denen ja alles mit 17, ich habe ja kein Schimmer. Und meine Eltern im Zweifel auch nicht, also das heißt kein Schimmer, aber meine Eltern denken natürlich, wenn sie an ihren Sohn denken, auch eher vorsichtig und risikomenschlich. Ja, also ist ja völlig normal. Ähm, und das ist halt ein ganz, ganz irgendwie merkwürdiges Geschäftsmodell auch wieder. Ich habe letztens weil ich geklärt, hier Frühstücken. Und dann war auch neben uns, war so gefühlt so ein modernes Gespräch, weil die haben sich im so coolen Café getroffen und da saß einer mit ihrem iPad immer und hat so gesagt, ja, wie sind denn so eine Risikovorstellung? Äh, und da war die wirklich so 45 Minuten, so Interview zu Versicherung Und irgendwie sah es ein bisschen witzig aus. Aber gleichzeitig dachte ich auch so, ich weiß nicht, ob das so ein zukunftsträchtiges Modell ist oder ob das nicht auch sowas ist, was ziemlich schnell. Achtung, im Bingo können wir abhaken, AI-mäßig geregelt werden kann, weil eigentlich sollen die ja für dich nur Stichworte abwägen im Sinne von was sind die Leistungen, das kannst du ja quasi in der Excel-Tabelle festhalten theoretisch, alle Versicherungen auflisten mit allen Leistungen, dann den Preis dazu berechnen und dann möchte ich mit Filter mit Tags quasi herausfinden, das und das brauche ich, schlag mir das Beste und Günstigste vor, was ja wahrscheinlich Check24 und Co mittlerweile einfach auch schon machen, könnte ich mir vorstellen. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dieses, dass diese Branche so ausgekügelt ist, dass ich da jemanden brauche, der mir sagt, aber du könntest sterben. Denk dran, du könntest sterben. Ja, danke für diese Information. Und natürlich ist es nett, wenn jemand einem so ein bisschen Tipps gibt, aber ich glaube, dafür brauche ich keinen Mensch, der dann selber daran die daran gelegen ist, dir halt was zu verticken und nicht zwingend in deinem Sinne handelt. Das ist ja das gleiche wie hier mit Bankberater Kram und dass ich diese VL-Leistungen nur bei komischen DK-Sachen anlegen kann. man so denkt, so, Jau. weil die so irgendwie keine VL-Leistung anbietet. Da ist man so, ja, Leute, ey. es ist doch nicht so schwer. Zwingt mich doch nicht in eure komischen Verträge mit euren Partnerschaften und so rein, damit ihr irgendwie überleben könnt. Und ja, irgendwie weirde Branche, Finanzwesen. Ja, das ist, ähm, ich habe das mal so gedanklich durchgespielt. Ich glaube, was, was du jetzt schon siehst, ist halt immer mehr Versicherungsangebote, die individuell sind. Mhm. Also klar, weg von, ich meine, das Ursprungsmodell ist, naja, wir gucken halt so, was, ist, was passiert so im Durchschnitt und jeder zahlt für den Durchschnitt und die, die Pecher kriegen halt ein bisschen Geld und die, die Glück haben, kriegen halt kein Geld von der Versicherung. Also dem passiert halt nichts. Mhm. Ähm, Nächster Schritt wäre zu sagen, gut, jetzt machen wir es halt statt auf der Durchschnittsbasis von allen mhm. so gucken wir halt, wie bist du halt unterwegs, wie schnell fährst du Auto, wie gefährlich fährst du Auto, wie gesund ernährst du dich, wie viel Sport machst du, damit kriegst du dann andere Prämien. Mm. Dann ändert sich aber das gesamte Modell von der Versicherung irgendwann mal, wenn du alle individuell bewertest, dann, dann musst muss Versicherung komplett neu denken, so? Ne. Ähm, so gehst du gehst ein bisschen weg von diesem klassischen Solidargedanken, der zumindest erstmal zugrunde liegt, ob der überhaupt noch so erfüllt ist. Ich weiß ich gar nicht, so jetzt zwingend, aber das lädt natürlich so ein bisschen dazu ein, dass du Menschen, die im Zweifel eh schon wenig haben und dann auch noch ungesund leben, sozusagen, auch noch mehr bestrafst, wo man dann sagen könnte, ja, selber schuld, zu Recht, aber ja, weiß ich irgendwie nicht, ja, keine Ahnung, das ist nur so ein Gedanke. Ja, ich aber glaube, genau, ich der Zweifel... Solidargedanke ist halt wahrscheinlich noch da, aber der wird halt anders gelebt. Mhm. Halt, da bist du solidarisch mit deinen, mit deiner Peer-Group, also mit denen, die halt so sind wie du. Und ich ja. meine, du bist solidarisch mit denen, die sich konträr zu deinem. Lifestyle verhalten und dann zahlst du quasi nicht deren Preis mit, sondern so ein bisschen, mhm. so ein bisschen die Gruppenbildung. Und dann aber wäre echt der viel logischere Schritt auch zu sagen, man macht halt viel mehr präventiv. Ähm, zum Beispiel, wofür ja. brauche ich jetzt eine Gebäudeversicherung? Wenn ich halt mein Gebäude mit, mit Sensorik ausstatten könnte und im Zweifel, wenn es brennt, mit, brauche ich gar keine Feuerwehr, sondern dann geht die Dinge halt an und ich habe da so quasi eine Art Backup. So, der vermeidet halt den größten Teil des Schadens. Und ich glaube, im Grunde genommen müsste eigentlich sich alles in diese Richtung entwickeln, dass man eher sagt, wie können wir halt Dinge vermeiden, bevor, statt sie halt im Nachhinein zu reparieren. Und, ähm, dass zum Beispiel Sportvereine subventioniert werden von Versicherungen solche Sachen, meinst du auch? Nee, ist also tatsächlich mehr. In Oder meinst du jetzt mehr in objektiven Sachen? Beides, also das mit den Sportvereinen, so, das ist halt dann wieder so das Thema: bist du in einem Sportverein, kannst du nachweisen, dass du regelmäßig hingehst und dann wird dein Beitrag geringer, so, das ist halt so ein bisschen die, die Präventivgedanke. Oder halt, wie gesagt, bei allen äh, Sachversicherungen, also ob es jetzt dein Gebäude ist, dein Auto, mhm. und dann sagt, ja, gut, wenn man, also, wenn du halt das selbstfahrende Auto nimmst, was halt keine Unfälle macht, <laughs> so zehn Jahre in die Zukunft gedacht. Dann, also, dann zahlst du eine Versicherungsprämie von Null. Wenn du selber fahren willst, dann zahlst du halt, ne? also, dann verschwinden mhm. quasi so Versicherungsprodukte, weil halt diese Unfälle oder diese Schäden gar nicht mehr entstehen in dem, in dem Ausmaß. Ähm, das ist, glaube ich, das, wohin sich das einfach entwickelt. Und ich glaube, das aktuelle Modell ist halt darauf ausgelegt: ja, gut, es passieren halt große Schäden und deswegen sammeln wir halt große Beiträge ein. Aber das muss halt das das, idealerweise schrumpft das runter auf. Es passieren kleine Schäden bis gar keine Schäden. Entsprechend brauchen wir halt dieses Konstrukt in dem Sinne gar nicht mehr. Mhm. So, dass man sagt, so, dass dadurch auch für, sag ich mal, die Armen, wer auch immer das dann sein soll, gar nicht die Kosten in der Form anfallen, weil das System an sich so viel günstiger wird, sozusagen, weil einfach so wenig Beiträge gebraucht werden. Meinst du, so ein bisschen in die Richtung, weil ich finde, sonst sind wir ganz bin ich immer im Kopf dann ganz schnell bei hier so, wie hieß denn mal der Film, die mit damals, glaube ich, nicht, Equilibrium oder so? Nee. Quatsch. Äh, Elysium? Elysium ja, mit oder so. Ne? Wir ja. sind so zwei Welten. So, du hast die reiche Welt oben und den Drecksplanet unten und so, weil man dann sagt, ja, hey, die, die sich leisten können, können das und das machen, ist doch voll cool. Und warum sollten wir zahlen für die Schmorotzer, die das und das nicht machen? Ich finde, irgendwie ist das immer so super logisch, dass dieser Schritt so schnell kommt. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt eben auch Wege, wo man sagt, wir können Angebote individualisieren und privatisieren und trotzdem es besser für alle machen in irgendeiner Form aber da bin ich nicht kreativ genug im Zweifel für aber möchte irgendwie mich nicht dafür verschließen zu sagen, dass es bestimmt Möglichkeiten gibt und nicht immer zu denken wenn wir das irgendwie individueller machen muss es gleichzeitig weniger solidarisch sein weil mein Kopf ist das immer erst einmal so verknüpft Es ist ähm, wie soll ich sagen wenn es ich glaube bei Versicherung straft es halt immer die die halt äh, ins Risiko gehen so per Definition. Also dann nimmst du halt deinen Versicherungsgegenstand, sagen wir das Auto. Denn wenn du halt so eine Individualbetrachtung machst, straft es halt die Person ab, die halt ab und zu mal gerne aufs Gas tritt, die halt mhm. ab und zu mal gerne ein bisschen zu spät bremst oder halt noch über Rot mal fährt und so. Also jeder, der sich quasi von der, von der Variante, das ist, das ist quasi im, im Durchschnitt das sichere Modell, also langsam fahren, frühzeitig mhm. bremsen, jeder, der sich davon entfernt. Weil das ist halt immer dann immer so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Kitsch-Thema, wenn Leute über Gesundheit reden. So. Mhm. Wie viel Eigeneinfluss hast du auf deine Gesundheit? Naja. Ähm, ne, wann sollte man dich abstrafen? Wann ist es quasi nicht in deiner Hand und wann ist, ist es quasi in dem Sinne unfair? Mhm. Ich glaube, da ist es halt kritischer oder da wird es halt strittiger, weil du sagst, ja gut, ja, aber die Person gibt sich ja Mühe, aber sie hat halt den Stoffwechsel, der ist mich bescheiden und deswegen. Ne. Oder dieser BMI-Gedanke gerade und so. Ne? Also es ist ja der ja, BMI ist ja sowieso so sehr schwierig in der Aussage. ne Deswegen, ähm, Der ja aber immer noch ja. angezogen wird für Versicherungen sozusagen. Und wo man ja, ja sagen könnte, ist das nicht voll cool. Das ist ja schon viel individueller, als zu sagen, irgendwie du musst für alle. Aber das ist ja dann, ist ja Bullshit. Also, ne, ne, das, das, ist, das, ist ja, das ist ja fast noch schlimmer als Individualismus. Das ist eben der, das sind noch viel, viel breiter, also einfach noch viel breiter gefasste Gruppen, weil man dann sagt, Du als Individuum zählst gar nicht so sehr. Man nimmt nur dein BMI, aber deine mhm. individuelle Komposition des BMI ist eigentlich egal. Das heißt, wenn du Bodybuilder bist, hast du ein Problem. Mhm. <laughs> oder ja, halt wenn du hier oder wenn du, wir, egal was für Leistungssport du machst, einen Sprinter oder so, hast du einfach die dicksten Oberschenkel und wiegst einfach 10 Kilo mehr als, als der durchschnittliche Mensch und dann bist mhm. du auf einmal rutschst du halt ab so, im ja. BMI. Deswegen. Ja. Ja. Ja, ich, ich, genau, bin gespannt. Ich kann mir das so bei so, genau, bei so Objekten voll gut vorstellen, weil es ja dann nichts anderes wie so eine Art CO2-Steuer und so Sachen, dass man so sagt: Hey, du kannst dir ein teures Auto leisten, das schnell fahren kann. Dann kannst du auch ein bisschen mehr zahlen, um den Umweltgedanken zu kompensieren, sozusagen. Dann kannst du sagen: Hey, du kannst dir so ein schnelles, so ein krasses Auto leisten, mit dem man potenziell mehr Umfälle baut. Dann kannst du dir auch die teure Versicherung leisten. Willst du das nicht? Kauf halt ein günstigeres Auto. Ist halt okay. So, dann ist es halt so. Also, wenn du quasi dann sagst, das betrifft dann eher so Luxusgegenstände, beziehungsweise bestraft auch einfach dämliches Verhalten. Dann ist immer die Gefahr, ne, was definiert man jetzt als dämliches Verhalten und so, ne? Wer sagt das dann so ein bisschen? Ähm, wer sagt dann nicht, dass auf einmal dann gesagt wird, jeder, der selber fährt, ist dämlich, aber. Autos, die selbst fahren können, kosten halt 30.000 Euro mehr als Autos, die man nicht selber, also die man selber fahren kann. Ne? Dann, ich glaube, es gibt immer so ganz viele Stellschrauben, wo man sagen kann, ja, aber wenn das und das und das, dann ist es voll kacke, wenn das und das, dann ist es auch voll cool. So ein bisschen. Ja, ich glaube, was oft halt äh, da mitschwingt, ist dieser Gedanke, dass man auf einmal eine Welt kreiert, die, die irgendwen sehr stark benachteiligt. Naja, also wie das wird auch gesagt, hast, ne? dann hast du auch das, das ist so ein Fall, das Ich glaube, ich glaube, das ist immer, wie soll ich sagen, was, 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 so, was oft passiert ist, ist die Frage, welchen Zeitraum betrachtet man? Ähm, ich glaube, wenn du, egal was du dir anguckst, ist immer am Anfang unfair. Alles, was, also warum kann ich mir keine Apple Vision Pro gerade kaufen? Ich wollte die gerade schon reinwerfen, ja. Also, ne, ich weiß nicht, war, also weil ich sage, okay, 3500 Euro ist zu viel für mich, ich bin quasi raus, wird halt ausgepreist. Also, ich bin raus aus dem Markt, der Preis ist zu hoch, ist unfair. Wäre ja geiler, wenn es sich jeder leisten könnte. Das ist jetzt bei der Apple Vision Pro wird jetzt keiner diskutieren, weil man sagt, ja gut, ich brauche ich eh keinen Badge, beziehungsweise es ist eh ein Luxusgut. Ja. Aber es ist ja blöd, wenn das für andere Dinge passiert. Und ich glaube, dass es halt immer das gleiche Muster ist. Am Anfang sind Sachen halt super teuer und wenige können sich das leisten. Und je länger du deinen Zeithorizont dran packst und sagst, ja, über welchen Zeitraum betrachten wir jetzt zum Beispiel dieses Versicherungsmodell, ja, am Anfang werden vielleicht Leute, die, weiß ich nicht, nicht jeder den gleichen Zugang haben zu einem Produkt oder zu einer Dienstleistung man sagt die Frage, wird sich das über Zeit ändern oder nicht? Und ich glaube, diesen Test muss man halt immer anlegen, bevor man zu schnell urteilt und sagt: Ja, Moment, aber das könnte halt in so einer Dystopie enden, weil es gibt ja nur 10% der Menschen können sich das leisten, deswegen ist unfair, es unfair, dass es sich gleichmäßig verteilt. Mhm. Ich glaube, je länger man Sachen im, im Zeitraum betrachtet, desto eher löst sich diese, diese Ungleichverteilung halt auf. Zum mhm. Anfang Smartphones unbezahlbar waren, jetzt hat jeder ein Smartphone. Und das hat halt einfach ein paar Jahre gedauert. Und ich glaube, man muss halt, man darf nicht einfach sagen: Oh, es ist nicht vom ersten Tag gleich verteilt, deswegen ist es schlecht. Man muss halt, äh, Sachen müssen sich halt auch erstmal verteilen dürfen nicht. Hm. Ja, ich, ich, genau Ich, ich glaube, bei Gegenständen bin ich bei diesem Gedanken total schnell dabei, ich glaube, bei diesem Ged Gesundheitsding bin ich, ist mir einfach ein bisschen zu komplex dass ich das richtig einschätzen kann ähm, oder, nee, ist mir nicht zu komplex, aber ich glaube das ist mir, also da fällt es mir schwerer nicht in diesen dystopischen Gedanken zu fallen, weil es ja man das gerade ja schon so ein bisschen sieht mit Kassenpatienten und Privatpatienten, was ja ein System ist, wo man sagen kann, das läuft ja schon irgendwie lange und ähm, es ist nicht so, als würden den Standard, den die Privatpatienten bekommen, so langsam alle bekommen sozusagen. Ähm, aber gleichzeitig wird auch, ist gerade ja auch der Gedanke, also ist privat über, auch überhaupt irgendwie so viel besser, also in der, zumindest in der medizinischen Verpflegung, weil das ist bei Terminfindung Deutlich schneller geht. In der Regel ist, glaube ich, völlig unbestreitbar, dass viele Sachen, die gemacht werden, aber auch unnötig sind und jetzt eben nicht, wie soll ich sagen, eine bessere Gesundheit garantieren, weil der Arzt irgendwie drei unnötige Tests mit dir macht, damit er selber abkassieren kann, ist jetzt, glaube ich, kein großer Nachteil für die Nicht-Privatpatienten. Trotzdem kann ich mir vorstellen, also glaube ich, dass im Schnitt das System einfach gerade nicht sozusagen nicht fair ist, so irgendwie und wenn mir jetzt dein Gedanken mitgeht, könnte man jetzt halt sagen, ja gut, dann müsste sich das ja langsam irgendwann mal regulieren, weil dann irgendwann jeder den Zugriff dazu hat. Das ist die Frage, wie groß ist der Timescale, bis das passiert? Und ich habe es Gefühl, das System ist so wenig Geld oder so wenig sinnvoll angelegtes Geld, wie auch immer man das sagen möchte, dass das irgendwie sehr sehr lange dauern wird, bis alle geilen Zugang zu geiler Gesundheit haben, sozusagen irgendwie, weißt du? Ich glaube halt, was äh, was was oft, also ich würde halt bei dem Argument nicht mitgehen, dass sich das nicht für alle verbessert. Ich glaube, was halt, was mhm. halt, was halt passiert ist, ich glaub, wenn ich jetzt mal so, guck mal 30, 40 Jahre zurück, wie war da die Gesundheitspflegung für alle? Also welche, welche Gerätschaften, Untersuchungen und so waren überhaupt im Pool des Angebots, mhm. dann würde ich schon die These aufstellen und sagen, naja, egal ob jetzt privat oder nicht privat, im Laufe der Zeit kannst du oder wird Gesundheit zugänglicher für verschiedene Menschen oder Behandlungsmethoden denn zugänglicher. Ob es die Röntgenmaschine ist, die auf einmal jetzt ja. für alle irgendwie äh, genutzt werden kann ähm, oder halt auch nicht. Und ich glaube halt, dadurch, dass sich das immer in diesem Zwei-Modelle-System vergleicht, das ist halt immer die Frage, wie viel hat quasi, wie viel Vorteil, also wie schneller wird privat besser und wie viel wird, also in Relation zueinander, ja, wie entwickelt sich das? Ne? Also es ist eine also spannende, Frage, gibt es quasi keine Diskussion, aber die Frage ist, ziehen die sich nicht gleichzeitig hoch und deswegen ist es nicht ganz so schlimm, oder was meinst du so ein bisschen? Dann, dann wäre es ja, wie soll ich sagen, dann wäre es ja so ein bisschen die, äh, äh, dann, wär's, dann dann könntest du sagen, das Problem ist nicht, dass nicht beides besser wird, sondern das Problem ist, dass es Incentives gibt, die überhaupt diesen, dieses, diesen, diesen, soll ich sagen, dem einen System ermöglichen, besser werden als das andere System. Also nach dem Motto, warum schon, kann, ja. Also, wenn man jetzt grundsätzlich sagt, okay, Beide Gruppen erhalten bessere Gesundheitsversorgung. Über die Zeit. Zeit. Ja. Mhm. Genau. Dann ist halt die Frage, was erlaubt es dem einen System schneller an diese Gesundheitsversorgung zu kommen? Als dem, also, warum hinkt das eine dem anderen hinterher? Mhm. Weil am Ende wird sagen: gut, sagen wir mal, privat, kriegt jetzt diese Behandlungsmethode, dieses neue Medikament XY und ähm, gesetzlich erst in fünf Jahren. Mhm. Warum ist das so? Liegt es wirklich an Geld und Finanzierung oder was sind, was sind die tatsächlichen Incentives, die halt eben diesen Zeitversatz herstellen? Weil ich glaube halt schon, dass, wie gesagt, aus halt mit verzögerter Zeit irgendwie Behandlungsmethoden dann zugänglicher werden und auf einmal kann sich jeder aus Empik leisten und abnehmen. Egal. <lacht> <lacht> und ich, und ich, und ich glaube halt tatsächlich, dass, ähm, dass die ähm, die grundlegende Problematik im Gesundheitssystem gar nicht darin besteht, dass du sagst, oh, wir haben eine böse und eine gute Klasse oder eine, die Vorteile hat, die andere halt nicht, sondern eher, dass beide Kategorien einem Reglement unterzogen werden, das eben immer gibt, es immer dazu führt, dass die einen immer von Vorteil haben, von Vorteil sind gegenüber den anderen. Und die Frage wäre halt, wenn man dieses Reglement wegnimmt, kann, können nicht beide sogar schneller sein? Oder braucht man aber zwei? Weißt du, wie ich meine? Ich Ehrlicherweise wusste. nicht so ganz, weil in meinem Kopf ist es gerade so, dass ich mit trotz allem, also am Ende steht für mich immer, also klingt das so für, ja, ich versuche das so ein bisschen schön zu rechnen, aber was am Ende bleibt, ist, dass Chiara für einen MRT-Termin drei Monate wartet und ich einen Tag. So, und ich und dann ist es in meiner Welt trotzdem so, dass es dann im Zweck daran scheitert, dass nicht genug Geld im System ist, um genug MRT-Geräte zu platzieren, weil es einfach das der limitierende Faktor ist sozusagen, so wie NCs bei Unis, wenn die unendlich Raum hätten, könnte jeder alles studieren, weil es einfach genug Zugang gäbe, dann bräuchte man Professoren und so weiter ist klar, aber am Ende ist es Scheiße, gerade bei solchen Gerätschaften und also weil sage ich mal ein MRT gibt es schon eine Weile sozusagen und ich ich glaube, dass man also dass es blöd ist, wenn es eine Behandlungsmethode gibt, die irgendwie wichtig ist für Menschen, die den einen vorzuenthalten sozusagen. Und dann bin ich frage, wie kann man das denen denn ermöglichen und brauchst du dafür diese zwei Zweiklassengesellschaft so oder also ist das eine Frage der Zeit, dass es wirklich alle bekommen oder wird es nicht einfach immer so bleiben, dass. Das geilere Narkosemittel mit weniger Nebenwirkungen immer der Privatpatient bekommt, weil das einfach teurer ist und dass der würde andere nicht bekommen. so. Und dadurch wird es immer unfair bleiben. Aber das im gleichen Abstand. Wird immer im, ja. Es wird vielleicht, ja genau, der Abstand ist entscheidend. Aber mhm. die Frage ist halt, was ist, was ist dein Ziel? Und ich glaube, was ich am coolsten fände, persönlich wäre, wenn man wüsste, dass ähm, sich die, die Behandlungsmethoden und die Medikamente und alles, was es so gibt, quasi so verteilen, wie der Bedarf halt existiert. Also Klar. wenn du so zum Beispiel sagst, okay, wir haben jetzt irgendwie ganz viele ähm, Menschen, die eine MRT-Untersuchung brauchen, dann kauf halt 15 Geräte, stell die halt hin und, und jag die halt alle durch, unabhängig von, ne, von dem Versicherungstypen, der da kommt. Ja. Und ähm, was halt aber in der Realität halt passiert ist, dass du halt für, für Behandlungen und bestimmte äh, Methoden quasi Preis Festgesetzt werden, so nach dem Motto: einmal scannen kostet 1500 Euro, was weiß ich denn. Und ich glaube halt, solange du halt immer so sagst, okay, was ist ein fairer Preis und was darf man halt für eine Knie-OP so verlangen, hast du halt keinerlei, ähm, wie soll ich sagen, keinerlei bedarfsorientierte Angebotsgestaltung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin im Krankenhaus und ich bin gerade hier, weiß ich, und ich habe halt, eigentlich habe ich nur so Kniepatienten, die neue, neue Knie, äh, Knie brauchen. Aber an denen verdiene ich nichts, deswegen muss ich ein paar Herz-OPs zwischendurch machen, obwohl die eigentlich herz ganz nötig sind. Hast du halt, kannst du nicht an dem tatsächlichen Bedarf, wenn der reinkommt, halt irgendwie Angebot schaffen ja. und musst halt immer so komisches Angebot schaffen. Und wenn Klar. du dann auch noch für bestimmte Menschen halt noch mehr Geld bekommst als für die anderen Menschen, dann hast du nochmal so eine zweite Rangliste, wie du priorisierst. Klar. Und ich glaube, solange du halt, ähm, meine Aussage, ist, solange halt diese, diese bedarfsorientierte Gestaltung gar nicht funktionieren kann, weil es halt auf diese Regeln gibt. Unabhängig davon, ob du jetzt eine oder zwei Klassen hast, bewegen sich beide langsamer nach vorne. Mhm. Und deswegen wäre jetzt mein Voto so: Scheiß, also löst die Klassen auf, aber löst auch die Regeln auf. Ich glaube, solange du die Regeln nicht wegnimmst, bringst du dir die Klasse. Also, das ist nur, dann, hast das du, kann dann sein, ziehst du ja. halt eine in die das eine oder die andere Klasse durch. Und das ist, glaube ich, das, was, ähm, was halt wichtig ist bei dieser Diskussion: A, halt sind die zwei Klassen immer, also ist die eine Klasse auf dem gleichen Stand, die andere entwickelt sich unabhängig von der nach vorne. Mhm. Darf ich jetzt sagen, glaube ich tatsächlich nicht. Dann ist halt die Frage, wenn, du, wenn, wenn man so zwei Klassen blöd findet, was ist eigentlich das, der Kern des Problems und was ist nur das Symptom? Und ich glaube halt, die, die Tatsache, dass es zwei Klassen gibt, ist gar nicht so kritisch, sondern eher, dass halt eben du gar nicht als Krankenhaus oder als Arzt Reise festlegen kannst, wie, wie dein Bedarf halt um dich herum halt ist. Und hm. das halt einfach reglementiert ist. Das, 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 den Gedanken kann ich total mitgehen. ich ähm, Also, das, dass es das systemisch ähm, bestimmt größere Probleme gibt, auf jeden Fall ich glaube halt nur, dass du für die Zufriedenheit der Menschen dieses äh, also das ist einfach greifbarer, dass du diese zwei Klassen Gesellschaft sozusagen so ein bisschen kritisieren kannst, als jetzt Menschen also zu sagen denke jetzt Reformen auf wie aus wie das von Grund auf besser funktionieren würde, damit das irgendwie funktioniert. Deswegen ja also verstehe ich also finde ich äh, plausibel. Ähm, ich äh, habe trotzdem nur das Gefühl ähm, dass wir, also ne, wenn wir immer so ein bisschen, um jetzt auch da so ein bisschen überzuleiten zu dem äh, anderen spannenden Thema, dass wir gerade, wenn es unsere also Technik und diese ganzen Sachen gibt, die uns beiden ja auch so viel Spaß machen und diese ganze Entwicklung und so weiter und so fort, dann ist ja, wie du gesagt hast, gibt es natürlich immer teure Beta-Tester sozusagen. Also Menschen, die irgendwie bereit sind oder das Geld auch haben zu zahlen und dann auch. Ne, das kannst du testen und ohne die wäre es nicht möglich, dass das nachher den breiten Markt sozusagen trifft. Ja. Da würde ich hundertprozentig mitgehen. Ähm, ich frage mich nur, ob es wirklich so ist, dass die Spanne zwischen den beiden Klassen, wenn wir es jetzt mal Klassen nennen wollen, wie auch immer man es mhm. nennen möchte, also ne, zwischen Menschen, die sich Gruppen. Dinge leisten können, genau, also und Menschen, die sich Dinge nicht leisten können in der Regel sozusagen, ähm, ob die nicht doch in manchen kritischen Bereichen größer wird, ähm, durch die Verfügbarkeit der Technik, weil wir eben das noch nicht schaffen, was wir uns immer wünschen, dass die geilen Roboter so viel eingesetzt werden können, dass einfach alles super günstig wird, sozusagen. Also, ne, wenn wir jetzt mal spinnen, ne, dass irgendwie Energie nicht kostet, dass Roboter da sind und alles irgendwie das Und wir leben in dieser tollen, hedonistischen, ist es hedonistisch, keine Ahnung, in dieser Welt, wo es irgendwie um, um Glück... Und äh, wir müssen uns überlegen, was machen wir mit unserem ganzen Tag eigentlich, weil wir müssen hier nicht mhm. arbeiten und haben coole Zeit. So. Ähm, ich habe das Gefühl, auf dem Weg dahin ähm, wird diese Spanne irgendwie erstmal größer, weil, um es nur an einem Beispiel zu machen, ne, die einen können sich dann den Putzroboter leisten, der ja vielleicht gar nicht mehr so super unrealistisch ist. Ne? Wir haben Staubsaugerroboter, ja. irgendwie jetzt eine smarte Waschmaschine, Spülmaschine, die einem am Tag zum Beispiel zwei Stunden rausholen so an, an arbeitserleichterung im haushalt sozusagen und haben dadurch quasi einen vorteil in ihrer arbeitszeit in ihrer kinderbetreuung und so weiter und dadurch wächst deren wohlstand deren zufriedenheit exponentiell leer als von der von den menschen die sich das quasi alles nicht leisten können und dadurch wird die spanne in meinem kopf dann eben Größer, weil, na klar, wird das andere mitgezogen, weil ich glaube, es wäre naiv zu sagen, dass nicht, je besser manche Sachen funktionieren, desto mehr sie auch für die breite Masse verfügbar werden, sozusagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das je schneller der Fortschritt geht, desto mehr abgehängt werden die Menschen, die es quasi nicht leisten können, in einer gewissen Form, weil man ja auch nicht vergessen darf, dass Menschen nicht Maschinen sind, noch nicht. Und ich jetzt, wenn ich mir jetzt keine Ahnung, mir manche Lehrer im Lehrerzimmer angucke, die wollen dann diesen Fortschritt auch gar nicht mehr mitgehen, weil die halt so abgehängt mhm. sind und dann sagen: Ich verstehe das alles gar nicht mehr. Chat, GPT, ich verstehe das Snapchat nicht und so weiter. Und dann hast du, sagst du zwar nachher: Hey Leute, eigentlich könnt ihr genauso mitlaufen wie die anderen, vom, von der Theorie her, aber ihr wollt ja nur nicht. Und dann könnte wir sagen: Ja, aber ist es wirklich eine Wollensfrage oder sind sie nicht dann doch schon so abgehängt von ihrem Kopf, dass sie wirklich gar nicht mehr hinterherkommen und so. Also ich finde, da gibt es so viele Faktoren, die mir das Gefühl geben, dass diese Spanne exponentiell so ein bisschen, also dass die so ein bisschen weiter auseinander geht. Es gibt bestimmt auch andere Ansätze, die man denken kann, aber der ist so ein bisschen in meinem Kopf. Es ist, nie, also, was muss ich sagen. Insgesamt über alle hinweg betrachtet werden im Zeitverlauf alle dazu befähigt, sich mehr Sachen leisten zu können als vorher. 100%. Jetzt, ne Also. Keine Ahnung. Heutzutage, wenn du in Deutschland lebst, kannst du dir einfach in der Regel, ne, es gibt yeah. immer Ausnahmen, aber in der Regel ja. kannst du dir, äh, wenn du halt erwerbstätig bist, kannst du dir mindestens mal einen Kleinwagen leisten. Du kannst dir eine Küche leisten mit einer Spülmaschine, die relativ günstig dann vielleicht, also du kannst dir eine Waschmaschine leisten, du kannst dir auch vielleicht auch Trockner leisten, du kannst dir Internet leisten, du kannst Fernseher leisten, du kannst ein Smartphone und ja. so weiter. Also du Will kannst dir bei. viele, viele der Dinge halt leisten. Kannst du dir einen Ferrari leisten? Wahrscheinlich nicht. So, Wahrscheinlich also es gibt. Es gibt immer einen Luxusgüter, die auch quasi gar, kein, äh, sagen, gar keinen Preis haben, der irgendwie gerechtfertigt ist durch die Herstellkosten, sondern einfach nur 100%. durch Sta Statusgüter. Ne? So nach dem Worte, oh, diese Handtasche ist irgendwie das gleiche Leder wie die andere, aber ich zahle dafür. Ja. So. Das heißt, ich würde sagen, über den Zeitverlauf hast du immer wieder Menschen, die, also können sich alle irgendwie mehr von diesen Errungenschaften irgendwie leisten: Zugang zu Bildung, Zugang zu whatever. Ja. So. Ähm, der Weg dorthin verläuft halt immer in, in, so, in, so, in so Wellen quasi. Mhm. Das ist halt immer so eine Phase, wo Menschen, die etwas also Neues erfinden, was jetzt irgendwie gefragt ist, so wie als Bill Gates irgendwie Microsoft rausgebracht hat mit dem Betriebssystem, wo auf einmal die ganze Welt wollte Windows haben, hat quasi jeder von ihm gekauft und alle fanden es toll und dieser Mensch wurde quasi überdurchschnittlich wohlhabend in dieser Zeit. So, das läuft jetzt ein paar Jahre schon, der ist jetzt mittlerweile. Nicht mehr so wohlhabend, weil er seine Anteile verkauft hat, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt mhm. ein sehr reicher Mensch so. Und ähm, heißt, da ist so auf einmal so ganz selektiv quasi ein so Spike nach oben. Mhm. Und diese Spikes gibt es halt immer wieder in allen möglichen Dingen, die, die die neu entstehen, wo alle sagen, das finden wir total geil. Wie zum Beispiel diejenigen, die BMW erfunden haben, halt die Familie, die gesagt hat, hey, wir haben. Irgendwie diese, ne? Und die werden halt. Also diese ultra Ausnahmen reich, der Ultra-Reichen gibt hundertprozentig, ja. Genau, das mhm. kommt halt immer so. Mhm. Und ähm, da hat es dann aus meiner Sicht halt bei solchen Konstrukten halt immer die, das Incentive über die Zeit zu sagen, hey, ähm, verkaufe ich meinen BMW oder verkaufe ich Microsoft nur an eine kleine Elite mhm. oder mache ich das, gebe ich das Produkt an viel, viel mehr Menschen, am besten mhm. an alle acht Milliarden und kassiere noch mehr. Also diese Gier führt zu zur Verbreitung letztendlich. Nicht mal das, Solidarität sozusagen, nicht mal der gute nein, Gedanke, sondern genau, einfach, wenn man selbst den bösen Geldgedanken unterstellt. Ne? Ja. Genau, das, 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 das System hat quasi per Design den Auftrag, das an möglichst viele Leute zu verbreiten, außer, und jetzt kommt die Ausnahme: Du hast halt so Güter wie ähm, die, die halt in ihrer Natur knapp sind. Grundstücke zum Beispiel. Mhm. Da funktioniert das nicht. Du kannst sie einfach Grundstücke copy-pasten und dann verteilen. Mhm. Das heißt, da ist so eine Verknappung, die natürlich oft natürlich auch. Oder halt bei Luxusgütern, wo du sagst, äh, es gibt äh, bestimmte Dinge, die sollen ex naja. exklusiv sein, Klar. weil das der Kern der Sache ist. Wenn ich so ein Off-White-T-Shirt trage für 700 Euro, dann will ich, dass andere wissen, dass ich anders ja. bin als andere. So. Mhm. und ähm, Das heißt, klar hast du diese Spikes und ich glaube, was halt oft passiert ist, ähm, dass man halt irgendwie sehr binär denkt. So nachdem mhm. Microsoft wurde released, entweder haben es sofort alle oder es äh, hat keiner, aber das dazwischen ist irgendwie nicht fair, weil derjenige, der Zugriff zu Microsoft hat, kann ja eine App schreiben, kann ja ein Tool benutzen, wie Excel und kann dann irgendwie sein Unternehmen besser laufen lassen, das ist ja unfair gegenüber anderen. Und ähm, was halt konstant, glaube ich, passiert ist in der Welt, ist, dass halt eben zwei Dinge gleichzeitig wahr sind. Auf der einen Seite hast du persönliche Präferenz, dass Leute sagen, ich finde Microsoft blöd, also nehme ich lieber Linux oder so und nehme die kostenfreie Open-Source-Variante, die es auch gibt. Hat das HWG zum Beispiel immer gemacht, anstatt irgendwie Lizenzen zu kaufen, gab es Ubuntu und dieses Open Office, was voll für ein Arsch war. Dafür gab also, das gameplay spiel bin. Ja, aber das war die persönliche Präferenz eben halt dieser ja. Institution. So, das hast du halt immer. Das heißt, selbst wenn es etwas gibt, was grandios ist, kannst du ja nicht alle Leute dazu zwingen, das zu benutzen. Ne? Auf jeden Fall. So. Mhm. Das ist halt, das wird immer zu Unterschieden führen, weil zum Beispiel der Auf einen sagt, ich finde ChatGPT scheiße, ich finde aber ja. äh, Perplexity voll geil oder ich nutze ja. mal Google Bart oder ich nutze weder das eine noch das andere und lebe im Wald. Mhm. <laughs> so, das ist ja, ja alles legitim. Das heißt, das heißt, diese, diese Gleichverteilung, dass alle die gleichen Chancen haben kann auch durch persönliche Präferenz einfach quasi verneint werden und was ja mhm. auch völlig fair ist ja fair, also willst ja gar nicht ja. genau so dir überlassen mhm. und dann ist halt die Frage diejenigen die halt sagen hey aber ich möchte irgendwie in diesen in diesen ich möchte quasi meinen Wohlstand erhöhen ich will nicht quasi hinterherhängen ich möchte auch den gleichen Zugang zu allem haben dann ist halt immer die Frage ähm, welchen Preis hat das mhm. und ich rede gar nicht vom Preis im Sinne von ne, notwendigerweise was kostet mich eine Schaufel so sondern bin ich gewillt, diese Schaufel auch tagtäglich zu benutzen, um quasi meinen Gärtnerbetrieb aufrechtzuerhalten oder überhaupt einen Betrieb zu starten und so weiter. Und ich glaube halt, dadurch, dass eben solche Entscheidungen halt jeder persönlich trifft, für was möchte ich haben, wie viel Einsatz möchte ich zeigen im Bereich XYZ, ist es halt voll schwierig, so eine Art Welt zu schaffen, wo auf einmal alle alles gleichzeitig irgendwie haben. Weil der Fall. eine sagt, ich warte lieber, bis die Apple Vision Pro Nummer 15 rauskommt, weil die aktuelle ist echt ziemlich bescheiden. Und ich bin nicht gewillt, das Geld auszugeben, weil wenn die dann in drei, vier Jahren rauskommt und vielleicht ein bisschen günstiger ist oder die das SE-Modell rausbringen, dann ist meine Zeit gekommen. Und ich glaube dadurch, und das ist glaube ich für alle Lebensbereiche mhm. wahr, egal ob das jetzt, egal welches Gut du betrachtest, Menschen werden nie alle gleichzeitig sagen, und jetzt haben wir es alle, bumm, und das Gleichwert hat, oder dann ist es fair, sondern es ist halt jeder, wie er so gerade für sich entscheidet. Und deswegen hast du halt dauert es halt auch manchmal lange, 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 bis irgendein Standard sich durchsetzt. Ich habe bis heute keinen Haushaltsroboter, weil ich immer noch nicht davon überzeugt bin, dass die geil sind. Ich warte mhm. immer noch auf die nächste Version quasi. Aber vielleicht haben 50% der Deutschen mittlerweile einen Haushaltsroboter. Heißt das, dass ich quasi benachteiligt vom System bin oder habe ich mich selber quasi mhm. benachteiligt und sehe den Wert da drin nicht? Und ich finde diese Nuancen halt super wichtig, weil ich glaube, dann kommst du schnell in eine Situation, wo diese Aussage wie das ist halt dann aber für manchen, manche Menschen. Von Nachteil, wenn sie keinen Roboterzugang haben und nicht zwei Stunden ihrer Zeit sparen können. Andere sagen: Hey, diese zwei Stunden sind meditativ für mich. Wenn mir die jemand wegnimmt, habe ich einen Nachteil. Aber ja, klar. Ich finde diese Nuancen halt super wichtig. Ja, genau. Ja, genau. So Genauso finde ich die Nuance ja wichtig zu sagen, das ist ja dann trotzdem deren freie Entscheidung sozusagen. Und sie hätten theoretisch mhm. die Möglichkeit, wenn sie wollen. So, ne? Also, ich, das ist ja meine Sorge, also meine Sorge. Also, das Szenario, das ich gerade so ein bisschen durchspiele, ne, was ja so ein bisschen dieses dystopische kennen kennt aus Sci-Fi-Film-Szenario so ein bisschen ist, dass ich aber auch, wie gesagt, ziemlich plausibel, also einigermaßen plausibel finde, ist halt eher der Gedanke, ähm, dass du, dass die Menschen möchten, also, es nicht, also nicht, dass ich jetzt sage, alle müssen das doch wollen, sondern wir stellen uns das Szenario vor, die Leute möchten das grundsätzlich und wollen auch gerne diesen Schritt mitgehen in irgendeiner Form, nehmen wir jetzt den zeitersparenden keine Ahnung was Roboter das ist ja, also das ist ja so ein bisschen wie so ein Kita Platz wenn dir Kita Plätze mhm. ermöglichen dass du doppelter Ge Gehälter hast und beide Eltern einkaufen gehen können äh, äh, beide Eltern beide äh, Eltern arbeiten gehen können kann das finanziell ist das ein großer Vorteil so, natürlich mhm. gibt es genug Menschen die sagen nein ich will mein Kind nicht in eine Kita stecken ich habe ich sehe den Grund warum man mich mit, ja. mit meinem Kind beschäftigen sollte und ich, mir ist es nicht das Geld Wert, sozusagen es nicht zu tun und so. Das wäre ja dann aber quasi, wäre dann ja eine freie Entscheidung, wenn es genug kita für alle gibt. Manche können diese Entscheidung aber ja gar nicht treffen, sozusagen. So, und diese Gedanken übertrage ich dann eben so ein bisschen auf, sag ich mal, zeitersparende, neue technische Möglichkeiten, die halt viel Geld kosten, sozusagen. Dass wenn man dann sagt, okay, ähm, sollten wir Errungenschaften, die den Menschen potenziell viel Zeit sparen, weil Zeit eines der wichtigsten Güter sozusagen ist, wäre es nicht toll, wenn die möglichst schnell für alle quasi zugänglich sind, weil ich dann jetzt, ne, das wäre jetzt meine Prognose, die Gefahr provoziere hier Länger das dauert, das allen möglich zu machen, desto größer wird die Spanne sozusagen. Dass wir dann quasi sagen: Okay, wir haben immer schon so ein bisschen Kurvenverlauf gehabt, aber je mehr, je weiter wir fortschreiten, desto größer werden die Kurven so ein bisschen sozusagen. Das wäre jetzt so eine Tendenz, die ich mir eben vorstellen könnte. Und damit meine ich gar nicht jetzt die super Reichen und die Superarmen, sondern ich meine die. Das weiß ich, was weiß ich nicht, was würde jetzt die Politik sagen? Die bürgerliche Mitte. So, die irgendwie, wurde, wo man sagt, so die einen wollen, ja anderen können. Und ähm, das ist ja eine Debatte, die wir gerade mit Kitaplätzen eben schon lange haben, wo wir sagen, eigentlich muss doch für jede Familie theoretisch ein Kitaplatz da sein. Auch wenn sie ihn ablehnen können und nicht nehmen wollen, das ist ja vollkommen deren Entscheidung. Aber eigentlich möchten wir ein System haben, wo es allen möglich ist. Und genau so stelle ich mir das eben dann bei manchen, ey, das war ja eben nur eine Spinnerei, bei ja. irgendwelchen technischen Möglichkeiten vor, wo ich sage, die führen potenziell zu einem mhm. größeren Ungleich, Ungleichgewicht. Da will ich mir als Gesellschaft eigentlich nicht leisten, dass das lange dauert, bis dann das für alle Klar. möglich ist, sozusagen. Bei, bei Luxus-Sachen hundertprozentig. Who fucking cares? Hauptsache die Leute haben ein Smartphone, ob das jetzt ein Apple-IPhone ist oder keine Ahnung, ist völlig egal. Hauptsache, die haben ähnliche Möglichkeiten sozusagen mit ihren Geräten. Ähm, ja. Was ich halt für mich, um da quasi also anders, ich will jetzt so eine Diskussion bei vorstellen oder andere Talkshow, ja. wo dann halt das Thema Kita-Plätze zum Beispiel jetzt als, als Thema aufgegriffen wird und dann wird darüber halt sich diskutiert, diskutiert, so, äh, wer hat Schuld, warum haben das nicht alle und so weiter, dann versuche ich mich gar nicht da in diese Diskussion so reinziehen zu lassen, weil das sehr schnell sehr, muss ich sagen, ähm, Werte getrieben ist, nach dem Motto, was ist dein Ideal, was willst du Klar. für alle anderen. Und ähm, davon würde ich mich halt persönlich immer etwas distanzieren und, und das und das Thema Kita-Platz nicht als, äh, als dogmatisches, gegebenes, für alle relevantes Konstrukt ansehen. Weil was wir halt gemacht haben und kollektiv ist zu sagen, Kita-Plätze sind ein, sind etwas, was wir alle wollen, dass es für alle da ist. Und mhm. ich glaube, da liegt schon grundsätzlich quasi eine Annahme mit drin, die nicht, die nicht immer. Wahr ist. Also ich glaube, es gibt halt, wenn du 100 Menschen nimmst als 100% Repräsentation von, was wollen alle 85 Millionen Menschen, dann glaube ich, hast du pauschal nie eine eindeutige Mehrheit, also nicht eine einheitliche Meinung. Also nicht, nicht alle 100 Bären sagen, ja, wir, wir ja. alle sagen, Kita-Plätze soll für alle verfügbar sein. Und wenn du dann aber die einzelnen Menschen fragst, ja, warum willst du das denn nicht? Ist doch, ist doch eigentlich was Gutes, sollte doch jeder eigentlich auch befürworten. Wie kann man dagegen sein? Das ist halt das, wo quasi, glaube ich, schon das Konstrukt bricht, weil der eine argumentiert und sagt, das ist doch gut, wenn alle nämlich Zugang zu kita haben, dann haben alle die gleichen Möglichkeiten, können alle ihre Kinder abgeben und können ihre Zeit in irgendeiner Form nutzen. Dann sagt der andere, ja, aber das ist ja auch nur eine Umverteilung, weil du sagst auf der einen Seite, die Menschen können dann arbeiten gehen für die Zeit, aber das, der Platz kostet ja Geld und wenn du das gegeneinander aufwiegst, könntest sie auch sagen, naja, da gibt es halt keinen Platz und dann äh, zahlt halt jemand anders das Geld nicht für dich. Weißt du, was ich meine? Warte, das war ja, Genau, nur die Nachfrage gerade. Würde das nicht bedeuten, dass du jetzt sagst, der Kitaplatz kostet so viel, wie das zweite Einkommen wäre? Wenn man sagt, das ist dann. Würde das sich eins zu eins gegenrechnen? Oder bin ich gerade. oder We ich weiß, weiß ich nicht, ob es eins zu eins passt oder nee, sogar noch mehr kostet oder Regel. irgendwas. Also, nee, in der Regel ist es ja schon günstiger. Also, wenn du ein zweites Gehalt hast, sozusagen, ist es ja schon mehr in der Regel, als der Kita-Platz kostet. Wahrscheinlich wird es so sein, ja. Hm. Also. Aber es geht gar nicht darum zu sagen, ist es eins zu eins das gleiche oder nicht, sondern es geht einfach darum, dass Menschen sich darüber nicht einig werden, weil der eine sagt: Ja, Mann, das, du nimmst ja nur Geld von dem einen Topf und packst das in so ein Gut wie Kita und sagst, das soll für alle zugänglich sein. Und dann sagt er das also ich will das aber gar nicht. Ich will gar nicht, dass Kita ein allgemeingültiges Gut ist, was alle, für alle quasi frei zu verfügen ist. Und da hast du schon pauschal halt, glaube ich, einen Konflikt, den du halt immer haben wirst, den du dich auflösen kannst. Das haben wir doch bei doch. jedem Thema, oder? Das haben wir doch, wenn wir jetzt die Frage nach Brot stellen, mhm. ja auch. Also wenn ich jetzt nur Leute Exakt frage, sollten alle Menschen Zugang zu Brot haben? Der Unterschied ist aber, bei Brot ist es nicht so, dass wir sagen, jeder hat Zugriff und Anspruch auf Brot. Mhm. Das existiert nicht. Du hast kein Recht auf Brot. Wenn, mhm. wenn morgen kein Bäcker Brot backt oder kein Supermarkt Brot anbietet, da kannst du dich auf Boden legen und stampfen und schreien, du hast keinen Anspruch auf Brot. Bei Kita mhm. ist das was anderes. Bei Kita wird man gesagt, du hast den Anspruch, du kannst, dich, du kannst dir das einfordern, du kannst irgendwo hingehen und sagen, okay, ich, das ist mein Recht und dann muss dieses Recht erfüllt werden, dann musst du nämlich einen Kita-Platz bekommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieser fundamentale Unterschied zwischen einem gut wie Brot, wo alle sagen, ja, ist fein, jeder soll selber entscheiden, die eine mag Brot, andere nicht, aber es gibt keinen Rechtsanspruch auf Brot. Und beim anderen gut ist es halt das Thema Kita. Und ich glaube halt, das darfst du den Leuten halt nicht verwehren, dass manche halt wirklich sagen, ich finde das gar nicht gut, dass alle Kita als Anspruch haben. Und diese Meinung existiert halt. Und ich glaube, solange wirst du halt diese Reibereien haben. Und ich glaube, es wäre halt illusorisch, einfach zu sagen, wir können uns so, wir können das quasi ausdiskutieren, dass irgendwann mal alle der gleichen Meinung sind. Ich glaube, das ist ein utopischer Zustand. Und 100 Pro. Aber ist das nicht eine andere Diskussion? Also erklärst du mich gerade, warum man keinen Rechtsanspruch haben sollte, wo ich dir total zustimme? Also, das jetzt, also wo ich sagen würde, ja, ich verstehe, dass man da über den Rechtsanspruch diskutieren kann, aber mir ging es ja gerade eher viel ideologischer darum zu sagen, ich möchte eigentlich, dass potenziell alle die Möglichkeit haben, wenn sie möchten, den Zugang zu haben. Nicht alle müssen einen Zugang haben per Definition, sondern alle sollten aufgrund der Verfügbarkeit der was auch immer eine Möglichkeit haben dazu. Das würde ich mir wünschen für eine Gesellschaft. Dass sich nicht jeder wünscht, völlig klar. Aber genauso würde ich mir wünschen, dass, wenn, keine Ahnung, wir irgendwas haben, was den Alltag total erleichtert, dass potenziell das alle haben können. Nicht den Anspruch darauf haben, das ja. zu haben, sondern ja. das meine ich, oder? Genau, ich, ich glaube, im Ergebnis wollen wir das gleich. Ich glaube, wenn alle, wenn, wenn, du hast hier eine Stadt wie Köln und sagen, alle Kölner Menschen, die Bock haben auf einen Kita-Platz, sollen auch einen bekommen. Mhm. Wie kommt man dorthin? Das ist immer die Frage, wie löst das Problem? Und ich glaube halt einfach, dass im ähm, Kern, du das ähnlich wie bei Brot, wenn du jetzt sagst, wenn Leute Bock auf Brot haben, die stehen jeden Sonntag vor der Bäckerei, Schlange und wollen Brot, dann kannst du ruhig Brot backen, weil du weißt, es wird gekauft. Bei Kita-Plätzen ist es halt aktuell so, dass man eben das zum Teil halt so macht und zum Teil halt eben nicht so macht und sagt, okay, ähm, wir müssen jetzt Kapazitäten planen auf Basis von irgendwelchen Annahmen, die wir gar nicht so richtig validieren können, weil wir wissen ja gar nicht so, was passiert. Und du gibst quasi die Planung halt größeren Kommunen, du sagst du zum Beispiel, Stadt Rostock plant jetzt, wie viele Kita-Plätze die in den nächsten zehn Jahren brauchen werden. Da stecken halt super viele Annahmen drin und oft verplant man sich halt. Und das ist dann halt bitter, weil dann kommen die Leute und sagen, ich habe keinen Platz, weil ihr irgendwie nicht richtig geplant habt. Und ich glaube halt, die Planungspräzision wird halt besser, indem du halt sagst, okay, wir erlauben halt den Leuten quasi indem wir sagen, hier, ist, schaff halt ein Angebot, gründe halt die Kita, wenn du Bock hast, dass wenn die sich verplanen, werden die halt entsprechend abgestraft und können ihre Fehler korrigieren auf kleiner Ebene. Wenn die merken, oh, die Schlange ist doch länger, als wir gedacht haben, dann sollten wir vielleicht irgendwie den Preis ein bisschen hochsetzen, um ein paar Leute wieder rauszudringen. Und jetzt kommt halt diese, die, die quasi die andere Seite der, der, der Medaille rein, nämlich der Preis. So, was ist mit Menschen, die sich halt Preis für Kita halt nicht leisten können oder nicht? Und ich glaube, das ist halt auch wieder sowas, wo wo du dich halt nicht einigen kannst. So nach dem Motto ist Kita etwas, was sich jeder leisten könnte. Oder ist das ein Luxusgut? Und das ist, glaube ich, halt super spannend, das einfach mal zu betrachten. Wobei ich für mich selber gar nicht sage, ich glaube, das sollte gar, nicht, also ich würde selber für mich auch sagen, ich, ich bin gar nicht der Meinung, dass Kita ein Luxusgut sein soll. Ich glaube gar nicht, dass es so gehandhabt werden muss wie wie weiß ich wie Brot zum Beispiel also, oder wie die Chanel Handtasche. So nach dem Motto, die, die es leisten können haben Glück, die dich nicht. Aber ich glaube, es ist Ne, ne, ein besserer Ansatz, wenn du halt zum Ziel hast, alle sollen sich das leisten können, wäre es zu sagen, erlaub den Leuten selber zu entscheiden, wie viele kita entstehen überall und guck, dass du halt Leuten, die sich das nicht leisten können, halt hilfst. Also über die Schiene, statt eben Rechtsanspruch, jeder, jeder kann Platz einklagen, hätte ich halt, fand ich das andere Modell charmanter zu sagen, naja, es sollen Kitas selbst planen, und wo es halt vom Preis her, wo die Leute, die rausgepreist werden aus dem Markt, weil der Preis hoch ist, die können halt Unterstützung erhalten. Und ich glaube, das ist halt das, das ist ein charmantere Modell. Deswegen, ich sage gar nicht, man muss in die, in die eine Richtung ins Extrem driften, sondern ich glaube halt, das andere Extrem ist halt nicht smart. So. Ich verstehe das. Ich habe noch nicht verstanden, wie wir auf einmal dahin kamen, dass wir über Rechtsansprüche so diskutiert haben. Also ich, ich verstehe das total. Ich meinte das aber die ganze Zeit gar nicht, dass ich sagen würde, ich möchte, dass Menschen irgendwie Rechtsanspruch jetzt auf keine Ahnung was irgendwie haben, damit das irgendwie funktioniert. Also das ist jetzt gar nicht so mein Gedanke sozusagen, sondern ich war viel abstrakter noch, dass ich einfach das, was du gerade auch gesagt hast, also wie wir es jetzt umsetzen, das ist mir erstmal relativ egal. Da, da kann man bestimmt sich ganz viele staue Gedanken machen. Nur grundsätzlich finde ich, wenn wir solche Güter wie Kita oder dann eben andere, sage ich mal, potenziell für Menschen wichtige äh, 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 Einrichtungen, Gadgets, was weiß ich nicht was haben, sollten wir irgendwie als Gesellschaft das hinkriegen, dass da diese diese, diese sag ich mal diese Sinuskurve möglichst Klar, möglichst flach einfach ist, dass, wenn sich das manche Leute leisten können, sollten wir das möglichst hinkriegen, dass sich das viele leisten können, durch zum Beispiel Unterstützung, durch keine Ahnung was sozusagen. Wohingegen bei anderen Gütern das völlig egal ist. Da kann diese bei Yachten. Ich bin nicht dafür, dass ich jeder eine Yacht kaufen kann. Das ist mir scheißegal. Das hat irgendwie Luxusgut. Klar wirst du bestimmt Leute finden, die sagen, nein, nein. Ich finde, jeder Mensch sollte eine Bach-Yacht haben. Aber ja gut, dann ist das eben die Meinung von der Person. Mir ging es gerade ganz präzise um irgendwelche einigermaßen definierbaren Allgemeingüter wie Medizin, wie eben so Kinderbetreuung, wie dann eben... Äh, weiß ich nicht, Zeitersparnis im Haushalt, wo einfach Dinge dann quasi abgenommen werden, potenziell, die einfach Zeit und Geld kosten, damit sozusagen, und damit Menschen die Möglichkeit nehmen, diese Spanne, von der ich gerade gesprochen habe, die ich im Zweifel sorge, ob sie auseinander driftet, zu schließen. So, weil wenn reiche Menschen mehr Zeit, mehr Möglichkeiten haben, haben sie die Möglichkeit, diese Spanne größer werden zu lassen und die armen Menschen sozusagen nicht. So, aber wie gesagt, ich glaube, es über Rechts geht oder P -P Politik ein und care. So. Ich glaube, was ich versuche zu sagen ist, und deswegen habe ich dieses Beispiel mit dem Rechtsanspruch oder nicht, mhm. mal aufgeführt, ich glaube, je mehr du versuchst, diese Sinuskurve kompakter zu halten und zu verkleinern, indem du sagst, ja, wir brauchen irgendwelche Maßnahmen, die das jetzt irgendwie komprimieren, je ich glaube, das ist sowas, was nicht intuitiv ist, aber je mehr du es versuchst, desto schlimmer machst du es. Ja, jetzt sind wir bei Subventionswilly, ich, ich weiß. Äh, nein, nein, nein. Oder? nein. aber das ist. Ich kann dir das gleich zeigen. Nee, das alle, ist gar nicht. Ich, nicht so gemeint, Infla ich glaube, Inflation, ich, Inflation ist das, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen eigentlich Deflation in allen Gütern. Du willst, dass Kita günstiger wird, das willst das Brot günstiger wird, das ist alle sich alles leisten können. Das ist so der schnellste Weg zu jeder, der will, kriegt's. Und je mehr du quasi versuchst zu planen, desto teurer sind deine Planungsfehler und die müssen in den in Preis behoben werden. Das heißt, wenn wir beide, wollen ja beides gleich, wollen ja, dass wir wirklich alle sich alles leisten können. Und je mehr, das meine ich, es ist, je mehr du da planst und je mehr du konstruierst, desto teurer wird es im Vergleich zu Dingen, wo nicht groß geplant wird. Wo mhm. nicht konstruiert wird, weil die Planungsfehler, die immer entstehen, egal wer es macht, schneller behoben werden. Und schneller korrigiert werden. Also Planungsfehler werden schon einfach schneller ausgewärzt. Und es geht, es geht einfach in einem anderen Tempo weiter. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich ja, backe Brot und ich vertue mich einmal und backe so viel Brot, dass ich es überall in meiner Backstube rumliegen habe, keiner kauft es mir ab. Weil ich beim nächsten Mal weniger Plan. Und das halt, das kann für mich innerhalb von 24 Stunden passieren. Ich habe mich Montag verkackt, Dienstag korrigiert und mittwochs alles wieder in Not. Wenn du aber auf größeren Ebenen planst für, für größere Bereiche. Dann dauert es einfach länger, bis dieser Fehler vielleicht auffällt, bis dann, vielleicht interessiert es auch gar nicht, wenn so viel Brot gebacken wird. So, teilweise halt so in Bereichen wie weißt du, Kitas oder Schul. Wenn da mal ein Raum leer steht, ja, ist jetzt so, ne? ist jetzt aber nicht schlimm. Und so ein Leerstand, der wird halt in, in, in einer Situation, wo du halt sagst, scheiße, das kann ich mir gar nicht leisten, so ein Leerstand, wird halt schneller korrigiert. Deswegen meine ich halt, wenn man halt schnell zu dem Ergebnis kommen will, dass etwas für alle verfügbar ist, dann sollte man halt gucken, dass man nur minimal invasiv, wenn überhaupt notwendig, halt eingreift oder sonst lässt man es halt laufen, damit eben die Planungsfehler schneller behoben werden, damit man eben schneller die nächste Version von ABC rausbekommt. Ob es jetzt hm. bei Brot ist, wahrscheinlich weniger Versionsgedanken, sondern aber bei Medikamenten kann es so sein, dass man sagt, ja, das ist eine Maschine, MRT ist nicht so akkurat, die nächste Version ist besser, ähm, wo kommen wir schneller zur nächsten Version? An welchem Modell können wir quasi sicherstellen, dass die alte Version durch die neue Version ersetzt wird? Und dann entsprechend, wie viele Leute im besten Fall zugänglich ist, weil der Preis halt eben sinkt, weil man gierig ist. Also Gier quasi macht <laughs> wirklich so ein bisschen die Verteilung. Und, mhm. ähm, und deswegen, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen zu sehr in diese, in diese tatsächlichen Lösungen eingestiegen, aber ich wollte den Punkt einfach nur deutlich machen, dass, wie gesagt, wenn du halt egal, welchen Bereich halt einfach wirklich schnell zur nächsten Variante, zur nächsten Version, zur nächsten Verteilungswelle quasi kommen willst, dann ist oft Eingriff, was halt immer so gut klingt, auf dem Papier sagt aber wir können es einfach schnell für alle machen, da vertust du dich zu häufig, weil du zu häufig annimmst, dass sie alles wollen. Dann wollen es Menschen nicht, dass du zu viel davon übrig, dann kostet dich das. Mhm. Die Kosten wirst du umverteilen, dann wird es für alle teurer, statt eben mhm. günstiger. Aber ist das ja. nicht, also wäre das nicht aber so ein Argument, also wie so ein kleines, wie so ein Totschlag argument zu sagen, das kann man doch immer bringen, um zu sagen, Nee, wir rollen es jetzt noch nicht breit aus, sozusagen, weil wir gehen zum nächsten, weil wir wollen schnell, weil wir wollen schon zum nächsten, also, ne, und dann hast du halt die ganze Zeit dieses, okay, man läuft sich so hinterher und so und man zieht die anderen im Zweifel mit, was ja auch okay ist, ne, wenn irgendwie alle gleich mitgenommen werden, sozusagen, dann wird diese Spanne auch gar nicht größer und wie wir das, also ne, ich, ich, mir geht es ja gerade gar nicht so sehr darum, dass man überhaupt diese Spanne komplett schließen soll, weil das ist mir zu utopisch, das mir überhaupt auszumalen, wie das jetzt so schnell funktionieren soll. Mir geht es eher darum, dass man diese. Weitere Abnä äh, Auseinanderdriften quasi ab aufhalten oder nicht aufhalten, also irgendwie bremsen könnte sozusagen. Und wenn ich jetzt sage, wir wollen möglichst wenig eingreifen, ne, verstehe ich, wir mhm. kennen uns lang genug, dass ich diesen Gedanken verstehe mittlerweile. Ähm, aber in meinem Kopf ist weiterhin der Gedanke dann, dass ich das ja immer sagen kann und dadurch immer alle beruhigen kann sagen kann ja ja nee nee wir machen das schon noch irgendwann für alle sozusagen guck doch mal ihr könnt doch jetzt schon das von vor zehn Jahren ist doch voll cool lass uns mal weiterlaufen und irgendwann passiert es vielleicht aber vielleicht passiert es auch nie also ich kann mir vorstellen es gibt genug Beispiele wo das genauso passiert ist wie du sagst so möglichst wenig Eingriffe es hat irgendwie funktioniert Massenmarkt wahrscheinlich ist Smartphone zum Beispiel zum so Beispiel dafür Weiß könnte ich mir vorstellen ja. genau so ne aber ich könnte mir vorstellen dass es eben dann so komplexe Produkte in Anführungszeichen gibt wie zum Beispiel Gesundheit oder Medikamente oder so wo das dann im Zweifel nicht so ist, wo man dann sagt, ja, lass uns diese ganze geile, spezielle Krebsforschung machen, da geht ganz viel Geld rein und das ist total cool und so weiter. Und dann können sich irgendwie seit 50 Jahren reden, also nein, seit keine Ahnung, seit wir in der Schule sind, lesen wir über geile Krebssonden, die individual medizinisch leicht invasiv irgendwas Geiles machen können. Mhm. Aber seit 15 Jahren kostet das 18 Millionen Euro und kein Mensch kann sich das leisten, so ungefähr. Und dann ist immer die Frage, Gibt es dann nicht irgendwann den Punkt, wo man dann sagen könnte, okay, wir, wir, jetzt ist der Punkt wie so ein, so ein, so ein Zwischensafe, wie so ein Autosave quasi, dass man so sagt: ja. Das ist unser Fallback, lass uns jetzt mal gerade für alle ausrollen, mit allen Flaws, die es gibt sozusagen. Aber wir haben es jetzt 15 Jahre angeguckt, das Produkt, mhm. wir haben dem das ganze Zeit gegeben, wir stellen fest, irgendwie von sich aus kommt es nicht so in den Massenmarkt, lass mal jetzt einen Cut machen, einmal ausrollen und dann laufen wir dieses Spiel wieder weiter. Und, aber wir holen erstmal alle auf irgendwie eine Ebene. Ist das ja. zu naiv gedacht? Ist das zu dämlich oder kann das nicht äh, funktionieren? Ich, die, dieser, also ich kann verstehen, wo der Gedanke herkommt, zu sagen, man hat so einen Fallback, man hat so einen Standard etabliert, der wird irgendwie quasi hochgezogen oder für alle irgendwie. Ich, ich, ich glaube, das ist halt eine Lösung für ein Problem, was gar nicht existiert. Hm, In das, dem Szenario, nimm mal wo das Krebsbeispiel jetzt, zum Beispiel. Das Krebsbeispiel. Ja. Wenn du jetzt, sagen wir, du bist jetzt. Pharma-Konzern. Du, hast ja. die, du, hast, du willst dieses Medikament auf den Markt bringen. Mhm. Da die größten Kosten, die du hast, bestehen nicht darin, zuerst eine initiale Version von dem Medikament zu entwickeln. Mhm. Das ist relativ mhm. günstig. Warum? Du, ja, du hast halt deine Forschung und Entwicklung, die mixen ein paar Stoffe zusammen, schmeißen das auf ein paar Tierchen, ein paar überleben, ein paar sterben und irgendwann sagt oh, wir haben hier was Interessantes herausgefunden, dieses Molekül hat folgende Eigenschaften und so mhm. könnte... Kosten beginnen erst dann, wenn du halt den Prozess quasi startest von wegen, okay, wie kann ich sicherstellen, dass ich quasi mit allen ähm, Anforderungen, die an mich gestellt werden, eben in der Gesellschaft, in der ich operiere, auch, wie kann ich die alle erfüllen? Also wie kann ich dafür sorgen, dass die Nebenwirkungen gering sind, dass die Testpatienten nicht sterben, dass das irgendwie bezahlbar genau. ist für alle und so weiter. Diese Faktoren meinst du quasi, ne? Genau, und das sind jetzt, das, das sind jetzt verschiedene, wie soll ich sagen, verschiedene, ähm, verschiedene Phasen, die aber insgesamt interessant sind, einzeln zu betrachten. Die erste Phase ist halt erstmal die, die Beweisphase. Ich muss beweisen, dass eben dieses Medikament, sofern ich das dann irgendwann produziere, das steht erstmal offen, dass das quasi den gewünschten Effekt hat, den es haben soll und eben keine ungewünschten Nebeneffekte hat. Da gibt es je nach Medikament, gibt je nach, weiß ich nicht, je nach Wirkungsgrad, gibt es da verschiedene Anforderungen. Du musst einmal an ein Tierstudien machen, musst Menschenstudien machen, musst verschiedene ja. Phasen durchlaufen. <laughs> das alles. So. Dann, dann kommt das raus und dann gibt es halt die Bepreisungsphase wahrscheinlich. In irgendeinem Punkt, wo du sagst, okay, habe ich denn ein Patent dafür? Kann ich das dann quasi exklusiv verkaufen? Und was glaube ich denn, was ist denn der Preis, den ich da durchsetzen kann? Und jetzt trifft quasi die, 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 die Welt der, ich habe das jetzt erfunden und ich kann das jetzt potenziell anbieten, auf Gibt es denn jemanden, der das annimmt, der mhm. das weiterverkauft? Das heißt, dann gehst du hin und sagst, ja, naja, aber wird das denn in irgendeinem Katalog aufgenommen? Unabhängig jetzt privat oder nicht privat, aber der größte Marktanteil ist gesetzlich. Deswegen wird das denn in deren Pool mit aufgenommen? Habe ich da eine Chance für? Kann ich überhaupt damit Geld verdienen? Und wenn ja, zu welchem Preis kann ich es denn verhandeln? Das heißt, da nimmst du gar nicht, da gehst du jetzt gar nicht hin und sagst, Willi, ich habe hier ein Medikament, das, das halte ich vor Krebs. Hast du Bock? Volles Risiko. Die Option existiert gar nicht, sondern dann scheidest du als Pharmakonzern, der diese erfunden die hat, gehe ich das Risiko ein und probier's. es? Bringe ich das überhaupt auf den Markt oder bringe ich es nicht auf den Markt? Und du hast quasi wenig Spielraum im Hinblick auf Menschen, die sagen: Hey, ich bin auch ich brauche keine Studien, ich brauche nichts, ich probiere es jetzt einfach, mein Leben ist eh vorbei, so let's go. Sondern du hast einfach, du musst quasi sicherstellen, dass. Das, was du über die Jahre halt verprobt hast und wo du Kosten hast, dass du diese Kosten und mehr wieder reinkriegst. Und oft ist es auch so, dass einfach Medikamente, die funktionieren würden, plus minus, dass sie einfach gar nicht auf den Markt gebracht werden, weil man sagt: Naja, ich finde auf der anderen Seite keinen kein Abnehmerpool. Die Krankenkassen sind nicht gewillt, das reinzunehmen oder es dauert halt oder das ist denen zu teuer und so weiter. Und das heißt, du hast dann der größte Kostenblock ist eben dieser Bereich der Preisfindung, der Medikamenterprobung und so weiter und so fort. Und ich sage nicht, dass das Aber schlecht sind wir nicht ist. Aber an dem Punkt, wo wir dann sagen müssen: ja. da müssen wir dann eben die Pharmakonzerne unterstützen, damit man sagt, komm, alle zehn Jahre daten wir mal unsere Krebsmedikamente ab, damit nicht wir an dem Punkt sind, wo wir sagen, wir müssen immer noch mit einem Medikament von vor zehn Jahren behandeln, weil das andere sich noch nicht lohnt und wir warten, die ganze Zeit warten und perfektionieren und warten und warten und warten damit man einmal dann da unterstützt. Aber, den weil, ich, ne? ja. Du kannst es aus zwei Perspektiven lösen. Du kannst entweder sagen, ich unterstütze den Pharmakonzern, der hat ja was vielversprechendes, und ich hm. gebe dem das Geld, so, weil dann kann er das quasi Gewinn bringt, mit einem kleinen Gewinn irgendwie halt am Markt verteilen, und dann treffen sich die beiden Seiten. Oder du sagst halt, ähm, du gibst der anderen Seite das Geld, also du gibst der Krankenkassen das Geld, und die nutzen das dann, um dieses Medikament zu kaufen. Das geht auch. Oder du kannst halt hingehen und sagen: Naja, Moment mal ganz kurz. Wir haben ein Medikament, das hat in verschiedenen Stufen verschiedene Risikoprofile. An Mäusen erprobt, an Menschen erprobt, an Menschen deiner, deines Types erprobt, wie auch immer. So über fünf Jahre erprobt oder was. Und es hat verschiedene Preise. Und diese zwei Skalen, die werden nicht bespielt. Es muss quasi in einem Zustand sein, wo man sagt: äh, nicht gefährlich, als nicht gefährlich eingestuft, als gut eingestuft und zu einem bestimmten Preis. Das heißt, du kannst entweder sagen, Du gibst den Menschen die Möglichkeit selber zu wählen auf diesen zwei Skalen, also Risikoskala und Preisskala. Oder du nimmst quasi, du lässt es in der Hinsicht starr und sagst, du verteilst einfach das Geld, wenn du es trotzdem haben willst, einfach irgendwie um. Mhm. Und ähnlich, und das wäre jetzt mein Argument, warum das eigentlich smarter wäre zu sagen, gib den Menschen die Freiheit zu sagen, wie viel Risiko bin ich gewillt zu nehmen und wie viel Preis bin ich gewillt zu zahlen. Dann lass lieber einen Haufen kranker Menschen, die sagen, hey, ich bin gewillt eben einen höheren Preis zu zahlen, lass die diesen Preis zahlen, lass das Medikament in Vielzahl viel produziert werden, bis das Unternehmen an den Poker sagt, ja, warte, jetzt haben wir ja schon diese Skalierung erreicht, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr produzieren, können wir das auch einen günstigeren Preis anbieten und dann können wir es vielleicht den Krankenkassen auch anbieten. Aber das ist doch wieder genau der gleiche Punkt, nur dass du gerade quasi... Diese, wieder diese konkrete Umsetzung quasi reinbringst, die ich jetzt gerade gar nicht ja. meinte, weil ich war jetzt wieder bei dem Punkt zu sagen, ne, mein Ziel ist es, dass die Menschen, die das Medikament brauchen, Zugang dazu bekommen. So Und wie der Eingriff verfolgt, war ja gar, ich habe ja gar nicht gesagt, wir müssen irgendwie zwingend äh, die Pharmakonzerne bezahlen oder sonst irgendwas, sondern wenn wir jetzt sagen, die Möglichkeit, dass alle den Zugang bekommen, die das brauchen, oder dass mehr Menschen Zugang, also ne, alles ja, ist utopisch, aber dass die meisten, die das brauchen, dass wir diesen Standard erstmal etablieren, können wir ja auch dadurch schaffen, dass wir sagen, wir nehmen die Sky, die du gerade angesprochen hast. Wenn wir sagen, okay, hey, du bist eh totsterbenskrank und wir ermöglichen dir jetzt, hier dieses risikohafte Produkt zu nehmen, und immerhin hast du dann vielleicht eine Chance, wäre ja auch schon eine Lösung zu sagen, hey, aber immerhin. Holen wir erstmal die Leute wieder rein in ein Produkt, das vielleicht seit zehn Jahren irgendwie getestet wird und es ist besser, als die ganze Zeit zu forschen, zu forschen und zu sagen, ah, das ist immer noch nicht massentauglich und es ist irgendwie zu teuer und keiner kann sich das quasi leisten, würde das ja genauso den Zugang für mehr Menschen ermöglichen. Aber das meine ich ja, du gibst den Menschen die Möglichkeit, auf diesen Skalen halt zu wählen. Genau, aber den Eingriff, und den, den wir Preis trotzdem da bräuchten, wäre ja zu sagen, wir müssen dann eben die Regularien runterfahren. Wir müssten dann eingreifen, also diesem, wenn du sagst, ne, wir müssen minimal eingreifen, ja, dann ja. müssten wir halt eben nicht, also wir könnten entweder mit Geld draufwerfen, wie du gerade gesagt hast, verstehe ich, wenn man sagt, das löst halt nicht immer das Problem, aber dann müssten wir eben hingehen und sagen, wir müssen irgendwie diese Risikoregularien anpassen, dass Menschen, wenn sie das freiwillig in vollem Bewusstsein, diese Entscheidung treffen, dann dieses Medikament eben auch testen dürfen, sozusagen. Und dadurch ermöglichen wir ihnen auch, dass man den Zugang dazu bekommt und verwehren das denen nicht, nur weil sie nicht genug Geld haben. Genau, und ich, ich, ich glaube, also A existiert das ja in einer gewissen Form schon. Du kannst dich quasi auch für so Trial-Studies genau, so ja. quasi, kannst du ja auch sagen, ja, bin dabei. Das gibt es in der Form schon. Ich habe bewusst aber beide Skalen aufgezeigt, weil. Sobald man bei der Risikoskala, glaube ich, hast du noch relativ äh, schnell den, wie soll ich sagen, dass die, die Zustimmung von den meisten dass du sagen, okay, das ergibt irgendwie Sinn, weil du eh quasi, wenn dein Risiko zu sterben, sehr hoch ist, dann ist auch dein Risiko zu sterben durch dieses Medikament vielleicht eh nicht hoch und dann lohnt sich es fast schon wieder in der, in der in der in der mathematischen Betrachtung. Aber sobald du sagst, ja, aber Moment mal, wenn wir an der Preisskala schrauben, dann ist es, glaube ich, das ist mein Bauchgefühl, weniger okay in der Akzeptanz, in der Masse. Leute sagen, ja, bo, dann hast du ja wieder dieses Dilemma, dass dann kann sich jetzt auf einmal Warum erreichen, die? in Anführungszeichen, das leisten das Medikament und der Arme aber noch nicht. das ist ja unfair. Also musst du es wieder gleichschalten. Dann sagst du, na gut, Preisfindung X. Und das ist das ist eigentlich nur der Punkt, auf den ich hinaus will. Dass, wie soll ich sagen, der, der Preis für eine schnelle Verbreitung ist oft, wie bei Smartphones, aber auch, glaube ich, bei Medikamenten ist es ähnlich. Die Akzeptanz dessen, dass das neue, gute, tolle nicht jeder gleichzeitig haben kann. Und dass die, die halt viel Geld haben, es eher haben können, als die, die nicht viel Geld haben. Und das ist halt bei manchen Gütern sehr einfach zu akzeptieren. Bei dem neuen Sony Bravia, 8K-Fernseher, sagt niemand, Yoga brauchst du. Aber halt bei Medikamenten, Kita-Plätzen, bei solchen Gütern fängt man auf einmal an und sagt, ja, aber da wollen wir das nicht haben. Und warum ich die ganze Zeit in diese eine Richtung akzeptiere, ist, wenn wir aber wirklich es schnell haben wollen, dann sollten wir vielleicht die Gedanken auch zulassen, dass es eine reiche Minderheit gibt zu der wir zwar nicht mehr gehören, aber zu der quasi Anzahl von Menschen gehört, die halt eben Zugang zu etwas tollem, neuerem, lebensrettendem eher hat als der Rest. Und das ist, ich glaube, das ist, ich, ich verstehe das auch, dass das eine Pille ist, die hart zu schlucken ist, die halt nicht, sich nicht geil anhört. Ja, aber Oder? Ich, Siehst du das jetzt nicht? Ja, ich verstehe das, aber ich finde, da sind wir bei diesem, ne, bei diesem Argument dieser Superreichen. Das ist für mich eh eine Welt, wie gesagt, ich finde dieses Jachtbeispiel ist da ja irgendwie ganz passend und so, ne? Aber auch meinetwegen bei Gesundheit so, dass ich sage, okay, dass es jetzt irgendwelche gerade Menschen gibt, die irgendwelches Kinderblut sich spritzen, um ewig zu leben oder keine Ahnung was. Aber da, ey, davon rede ich halt. Nein, das war ein Spaß. Also, nein, nein, ja. nein, das war ein bisschen Blödsinn, aber dass halt Leute irgendwas Experimentelles machen oder irgendwelche Medikamente quasi nehmen, die so außerhalb meiner Wahrnehmung sogar sind, weil die gar nicht für mich existieren, das ist für mich vollkommen in Ordnung, sozusagen. Mhm. Das, das, das akzeptiere ich, genauso wie ich das Extrem der äh, ultra -Armen sozusagen akzeptiere und verstehe, dass die nochmal eine besondere Form der Menschen sind, die keinen, also wo es noch schwerer ist, denen irgendeinen Zugang zu ermöglichen. So. Aber wenn wir jetzt sagen, ne, so, so wir beide, ähm, äh, zum Beispiel, fände ich es schon cool, ähm, wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt, genau, mein Argument wäre jetzt quasi, dass ich gar nicht so da um diesen, um diesen, über diesen Fortschrittsgedanken rede, sondern nach dem Motto, ich muss immer das Neueste, Beste, Schnellste haben. Sondern mir geht es gerade eher, dass ich meiner Wahrnehmung gerade so ist, dass wir halt irgendwie seit. Also ne, ich versuche jetzt mal zwei Beispiele aufzumachen, ich weiß nicht, wie sinnvoll die gerade sind, aber ne, dass in Krankenhäusern immer noch Windows XP-Rechner stehen zum Beispiel und so. Das ist ein Fakt, den ich akzeptieren möchte. So, ich möchte, dass Krankenhäuser in der Regel. Einen sauberen Stand der Technik haben. Und das hat man dann gesagt, okay, damals war irgendwie, okay, wir standen jetzt alle Krankenhäuser mit Windows XP aus und dann reicht das erstmal. Das müssen wir jetzt erstmal, aber ich finde, diesen Schritt müssten wir dann eben alle zehn Jahre mal gehen. Und genauso eben bei diesen Kranken, bei dem Krebsmedikament, dass wir sagen, ich akzeptiere, dass eine gewisse Minderheit immer ein, ein, einen schnelleren Zugang sozusagen dazu hat, aber wir müssen aufpassen, dass wir die anderen nicht aus den Augen verlieren und mitziehen. Und ich finde, es gibt manche Bereiche, wo es zumindest nach meiner Wahrnehmung, wenn ich jetzt ne, Stand jetzt zu unserer Schulzeit vergleiche, dann gibt es eben Dinge, wo man sich denkt, hä, das ist immer noch der Stand und wir, wir haben nicht mal irgendwie eine Etappe näher das Ganze erreicht. so, Wir sind immer noch da, dass wir sagen, innerhalb von 15 Jahren, wir haben keinen neue, kein neuen Stand erreicht für den Otto-Normalverbraucher sozusagen. Und da würde ich mir das irgendwie wünschen, dass wir sagen, wir schaffen das. Dass wir alle sieben Jahre, keine Ahnung, irgendwie das hinkriegen, in manchen Bereichen zu sagen: Ja, wir wollen höher, schneller, weiter, wir wollen Dinge perfektionieren, wir wollen Dinge erreichen, wir wollen Fortschritt. Aber wir bauen uns immer selber so eine Backup-Struktur quasi ein, die wir nicht zwingend dadurch erreichen, indem wir einfach ne, mit Subventionen um uns werfen, gedankenlos und irgendwie keine Ahnung was machen. Aber indem wir irgendwie Möglichkeiten versuchen zu finden, die ich jetzt ja auch nicht quasi sofort weiß, was die beste wäre, Menschen den Zugang zu dem Status Quo zu ermöglichen. Oder meinetwegen auch zu dem Status von vor fünf Jahren, wenn das möglich ist. Aber wir müssen die quasi immer wieder so, also wie wenn man so ein schneller Sprinter, so ein Marathonläufer ist und um das Game irgendwie, um als Gesellschaft ins Ziel zu laufen, muss er so alle zehn Jahre, alle fünf Jahre eben mal warten auf die anderen. Nicht. Dass er quasi selber zurückfällt und so, das erwarte ich ja von dem gar nicht. Aber dass der so ein bisschen wartet, bis sie aufholen, damit es allen wieder ein bisschen mehr Spaß macht. So. Ich glaube halt, das passiert halt kontinuierlich. Ich glaube, dass, was du beschreibst, dieses, man macht alle sieben Jahre so einen Sprung, ich glaube, das passiert halt in unterschiedlichen Bereichen dauerhaft. Also es ist nicht so, dass man sagt, jetzt müssen wir sieben Jahre warten, bis der nächste Sprung ist, sondern ich glaube, dass. Das eine Krankenhaus entscheidet jetzt, das Upgrade zu machen auf das, auf das neueste Windows. Das andere äh, Krankenhaus entscheidet, das eben Max zu kaufen. Ich glaube nicht, dass die, ich, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass du einen Vorteil dadurch hast und sagst, okay, wir müssen jetzt alle gleich schalten und sagen, und jetzt ist der Sprung gekommen, jetzt müssen wir alle quasi das Mindestmaß irgendwie erfüllen, sondern dass die einfach kontinuierlich einfach ihre Upgrades machen in allen Lebensbereichen. Aber meinst du, die könnten, wenn sie wollten? Also meinst du, die wollen diese veralteten Maschinen im Krankenhaus stehen lassen? Das klingt ja so, als würde sich das aussuchen. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, die können nicht, weil denen Geld fehlt. Aber ja, weil die quasi nichts tun können, also nicht viel tun können, um quasi das Geld reinzuholen, was es denen ermöglichen würde, die, die Upgrades zu machen. Ja, eben, aber also, da sind wir wieder bei dem Punkt. Mir geht es ja gar nicht darum, ne, das wäre jetzt wieder in Richtung, okay, wir müssen Krankenhäuser vielleicht privatisieren oder keine Ahnung was, aber darum geht es mir gerade gar nicht, um wie man das erreicht, sondern nur der Fakt, dass wir eben diesen Status haben, dass in manchen Bereichen wir einfach super veraltet sind und ich da nicht kontinuierliche Möglichkeiten sehe. Klar, in manchen Bereichen, bei irgendwelchen Privatkliniken vielleicht. Die, können, die machen diese Upgrades ständig. Aber da kann eben wieder der Kerra ja, kann da nicht hingehen, sozusagen. Die kann davon nicht profitieren, selbst wenn sie wollte. Sie kann nicht, sozusagen. Ähm, obwohl mit ihrem Einkommen könnte sie, glaube ich, theoretisch sich äh, privat versichern, aber manche können das halt nicht, sozusagen. Ne? Die haben ja gar keinen Zugang zu der privaten Versicherung. Das heißt, die können diesen kann nicht weitergehen und das ist doch bei Gesundheit irgendwie Scheiße. Ähm, ja, aber die werden nachgezogen, die werden nur der Zeitraum ist für dich quasi wahrscheinlich dann zu lang. Der genau, das meine ich ja. Das ist genau was ich meine, dass ich nicht Lust habe, bei einem Krebsmedikament auch 15 Jahre diese diese Spanne sozusagen zu haben, sondern ich finde, wir müssen die irgendwie zusammenstauchen, dass wir in manchen Bereichen eben sagen, ne, dann dauert bei Krebsmedikamenten müssen wir alle fünf Jahre dafür sorgen, dass da mal irgendwie alle Zugang zu dem Status Quo kriegen. Oder zu dem Status von vor fünf Jahren, aber wir dürfen uns nicht erlauben, in manchen Bereichen, wenn es um Gesundheit geht, 15 Jahre hinterher zu hängen, dem, was eigentlich gerade top-notch ist. Weil sonst laufen wir immer weiter weg und sonst haben wir immer dann, sonst irgendwann 30 Jahre, und sagen wir, ja, es ist halt dann so, manche können sich es leisten, manche nicht. Es ist halt irgendwie so, wir warten, bis die nachgezogen werden, aber irgendwie werden die, werden die nicht nachgezogen. Das ist so meine, meine Sorge. Und wie gesagt, mir geht es gar nicht darum zu sagen, deswegen ja, ja. müssen wir jetzt mit Geld auf irgendwelche Gruppen werfen oder wir müssen das machen, sondern. Ich, ich fände es halt cool, wenn wir das irgendwie schaffen, die wieder ins Boot zu. holen. deswegen dieser diese Safe gedanke Ja, ja. Ich, ich glaube, gedanklich sind wir ja auf dem gleichen Pfad. So, jaja. ob du jetzt sagst, das entwickelt sich in Echtzeit oder fünf Jahre Verzögerung oder zehn Jahre Verzögerung. Wenn es dann aber die, also ich glaube, Haken dran. Alle soll, also alles soll sich möglichst schnell weiterentwickeln, sodass eben niemand auf irgendwie Sachen hängen bleibt vor 20 Jahren, weil die halt komplett. Ne? Ja wenn die Frage mit Ja zu beantworten ist, und nach dem Motto, ja, wir wollen, dass alle schneller Zugang haben zu Medikamenten, Kitaplätzen, whatever es ist, dann ist halt die einzige noch übrige Frage ist, aber wie? Absolut. Und darüber, genau, und Deswegen... ich glaube, das, das verstehe ich total, den Gedanken, und darüber kann man sich, glaube ich, ewig streiten. Da bin ich, glaube ich, kein guter, super guter Diskussionspartner, weil ich das total nachvollziehen kann, was du mir jetzt über Jahre so ein bisschen erklärt hast und das widerspricht so ein bisschen manchmal meinem, meinem Gedanken, aber ich verstehe total die Argumentation und kann das total unterschreiben und nachvollziehen, was du meinst. Ähm, mir ging es nur gerade irgendwie darum, dass ich mir halt denke, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich irgendwie eine unheilbare Krankheit, also eine, ne, nein, also eine heilbare Krankheit hätte und ich habe halt einfach das Pech, dass ich gerade zu einer musst. Gruppe gehöre, die das nicht leisten kann. Aber eigentlich wäre es quasi möglich, wenn ich wüsste, wir müssten nicht, also entweder mit Geld draufwerfen als Regierung oder wir müssten einfach so ein paar Hebel umlegen. Dann würde ich durchdrehen, wenn mir jetzt jemand erzählt, ja, so ist es halt. Irgendwie, ne? Das ist halt, manche können sich das leisten, manche eben nicht. Ähm, wir können da jetzt nicht einfach irgendwie das Ganze subventionieren, weil dann haben wir vielleicht auch Probleme oder Fehler. Und ich sage, ja, ich akzeptiere alle möglichen Fehler, ich, ist mir alles scheißegal. Aber ich würde ganz gerne weiterleben können, wenn es potenziell da möglich ist, sozusagen. Ähm, das, deswegen, Das, das ist ja so der Gedanke, wo ich mir denke, das muss so frustrierend sein. Und da sind wir ja nicht ist, bei irgendwelchen Haushaltsrobotern, ist, wo ich denke, oh, ich bin so ist, neidisch irgendwie auf irgendwas, sondern da sind wir einfach bei fucking Medizin und das wird mich so nerven. Es, es, es macht einen innerlich komplett kaputt. Ja, klar. Es macht einen komplett. Mhm. Es, 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 das ist die schlimmste Vorstellung, die du haben ganz egal. Also, gerade wahrscheinlich noch schlimmer, wenn es um deine Familienmitglieder geht und du weißt, hey, es gäbe eine high looks aber die kostet 15 Millionen Euro und die können wir uns einfach nicht leisten. Ja. Jetzt, deswegen stirbst du jetzt. Ja. Schrecklich. Ja. Ja, ja, ja. Aber noch schrecklicher ist, und das ist halt, glaube ich, das, was meinem Kopf automatisch als Abwägung passiert ist. Wenn du dem Beruf folgst, wenn du dich jetzt in diese Sphäre begibst und fragst, wie kommt man denn dahin, dass niemand mehr dieses Gefühl haben muss, wenn du da den falschen Weg einschlägst in Anführungszeichen, also was heißt falsch oder richtig, aber wenn du da die falschen Annahmen triffst und Dinge tust mit einer mit der besten Intention, kann das zu einem viel schlimmeren Ergebnis führen, indem du entweder die Person noch länger davon abhältst und quasi mehr Menschen dieses Schicksal erleiden, oder noch viel schlimmer, du das quasi, du immer mehr Fälle schaffst, wo etwas, was eigentlich schon freigeschaltet wäre und du noch auf die Verteilung wartest, dem allen quasi äh, verwehrst. Und das ist, glaube ich, dieser Gedankengang, der, wie gesagt, nie intuitiv ist. Weil auf Papier, aus einer reinen moralischen Betrachtung, willst du immer 100% Abdeckung haben. Du willst nicht diesen utilitaristischen Abwägungsansatz haben, wo du sagst, dann wie viel Prozent bist. du. Willst, du das ist aber quasi aus meiner Sicht immer dieses. dieses Ähnliche Dilemma, was du halt diesen Gleisen hast, wo du sagst, fünf Menschen sterben oder eine Person stirbt. Was tust du? Und ich glaube, dass viele der Vorschläge, die halt so auf dem Papier immer so geil klingen, einfach ein wie eine Art drittes Gleis sich denken, was nicht existiert in, den, in der tatsächlichen Welt, was aber in der Argumentation, in der Diskussion immer. Die bessere Option ist offensichtlich. Weil wenn man sich das wünschen kann und sagt, hey, allen wird geholfen, und alle haben, natürlich würde allen dieses Gleis nehmen, aber es ist halt nur ein fiktiver mhm. Zustand, der in der echten Welt hat nicht existiert. Und da muss man halt trotzdem die bittere Entscheidung treffen, eins oder fünf. Und, mhm. ähm, und bei mir ist es halt so, wenn wenn solche Diskussionen aufkommen, privaten, jetzt hier im Podcast, was sonst was, dann bin ich fast schon, soll ich sagen, ähm, finde ich es fast schon als äh, das Dogmatisch, richtige Wort dafür. Nee, ich, wie soll ich sagen? Äh, wir haben ja oft darüber gesprochen, so nach dem Motto, ja, ähm, welche Verantwortung hat man eigentlich so als Individuum, ne? Und so weiter. Und ich, ich habe jetzt nicht die Arroganz sozusagen, ich habe immer Recht in der Hinsicht, aber wenn ich halt frostfest davon überzeugt bin, dass es diesen, diesen fiktiven Pfad nicht gibt und dass der eben eher zu, zu Schaden führt als zu Hilfe, dann sehe ich es fast schon als, als moralische Pflicht sagen, hey, lass uns da mal in, in die Nuancen, in den Details dann drüber reden, in der Hoffnung quasi dann auch entweder zu einer gemeinsamen neuen Erkenntnis zu kommen, die mich halt schlauer macht, oder zur Erkenntnis zu kommen, dass dieser eben fiktive Weg leider fiktiv ist und dann kann man vielleicht schneller zu der eigentlichen Lösung gehen, statt über halt über Dinge zu diskutieren, die leider halt nicht. Machbar sind, die halt außerhalb des Machbaren sind. Und das ist so das Gefühl, was irgendwie drin ausgelöst wird, wenn halt eben solche solche Sachen aufkommen. Das habe ich gemerkt, dass das eben anging. <laughs> Und, ja, aber, aber mein Punkt ist leider einfach der, dass ähm, ich sehr dankbar bin über tatsächlich den Geschichtsunterricht bei Herrn Meisenberg. <laughs> Und ich habe oft so Flashbacks. Ähm, Inhalt, ne, so Zeiten. Wir haben uns ja heute darüber gehalten, dass man, dass man jetzt sieht, ich so, weiß nicht, AfD hat 20% Wähler irgendwo. In, also so fragt mal, das klingt eins zu eins wieder in diesem Geschichtsartikel. Mein Punkt ist aber, ich habe genau die gleichen Flashbacks auf der anderen Seite. <laughs> weiß ich meine? Nee, also, ich du, weiß nicht, welche Seite meinst du meinst, gerade. Also für mich, äh, jetzt, wenn du jetzt mal so in die Geschichte zurückguckst, was waren ja. die schlimmsten Dinge, die passiert sind? Es war, äh, was in Russland passiert ist, äh, unter Stalin und so weiter, ganz schlimm. Und Hitler, ganz schlimm. So. Und beide kommen gefühlt aus unterschiedlichen Richtungen, mit anderen, unterschiedlichen Perspektiven und, und Ideologien. Aber immer Ergebnis führt es zu ganz vielen Menschen sterben und ganz viele Menschen leiden. So, Ob es jetzt an Hunger ist oder an, 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 weiß ich, Zwang und sonst was. Aber in beiden Formen hast du so totalitäres System, was halt viele Menschen quasi tötet. Das hattest du in der Historie. Und was ich oft halt habe in, wie gesagt, persönlichen Gesprächen, ich gucke mir so eine Show an, ist, dass ich halt beide Varianten sehe. Die immer noch existieren. Du hast auf der einen Seite die ganz, ganz rechte Schiene und die ganz linke Schiene und, bei, und beide gewinnen an Popularität im Moment. Und, Findest und, du? Ja, total. Und, ich finde, die ganz sich, linke ich, und, gewinnt gar nicht an Popularität. Total krass. Aber dann würden ja die linke gewählt Aber, werden. Also wir sehen ja... Wir sehen nein, nein, ja nein, 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 nein. Die, wie soll ich sagen? Eine, wenn, ich, wenn ich von der linken spreche, rede ich nicht von der Partei, die linke, sondern ich rede von von Ideologien und Ansätzen, die eine sehr, wie soll ich sagen, ein, eine, eine sehr einfach zuzustimmende äh, Zukunft fordern, sowas wie, jetzt blödes Beispiel, aber jeder soll einen kita haben, aber wenn du dann in die Details gehst, in die Umsetzung, dann hast du sehr schnell so ein totalitäres Ding, sowas, von wegen, alle Gott Menschen weiß werden zu so etwas... Ich nicht. Ich, das Kita-Beispiel ist total beschissen. Nee, nee, nee. Ich meine aber, aber, ob man diese, ob ich jetzt zustimmen würde, dass das dann so schnell so totalitär ist, weil total schnell. ich das, das Gefühl, ist wir haben da viele Nuancen. Sicht also ich weiß nicht, ob ja. das so diese California-Blase ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das sofort in diesem Totalitären ist, dass man immer ganz schnell entweder Planwirtschaft oder Hit oder quasi NS-Zeit mhm. quasi hat. Sondern ja. nee, aber... was meinst du jetzt gerade mit den Extremen, mit ganz rechts, ganz links sozusagen? Ähm Wenn Recht ist relativ klar, glaube ich, oder? Also ja, also ich nur dass also wir so kurz auf eine Bälle gekommen. Also mein, ich gerade eingehakt habe, war quasi, weil ich dir da etwas nicht zustimmen würde, dass die Extremrechte und die Extremlinke gleich an Popularität quasi gewinnen oder haben, auch die Argumente nicht, weil ich finde, das kann man ganz einfach belegen durch zum Beispiel die ähm, Hochrechnung der Wahlmöglichkeiten sozusagen. Wenn, es die, wenn die Linke in meinen Augen genauso populär polär wäre, dann würde man das irgendwie in den, in den Wählerstimmen sozusagen sehen. Und was wir gerade eher sehen, ist, dass es eher den Rechtsdruck gibt. Klar gibt es auch extrem linke Stimmen, hundertprozentig würde ich dir das zustimmen, aber die sind in meinen Augen so viel weniger und so viel geringer als die rechten Stimmen. Und das macht mir deswegen, macht mir das Recht deutlich mehr Sorgen. Und ich, Linke sehe ich quasi gar nicht. Weil es einfach super wenig ist in meiner Welt, das Extremlinke sozusagen. Mein Punkt war, es geht nicht darum, dass du dich selber als solches labelst oder es geht nicht darum, dass sich andere als solche labeln. Es geht gar nicht um die Partei oder so. Es geht um Entscheidungen, die du quasi als, als Gesellschaft triffst, die andere Menschen zu etwas zwingen. Auch mit einer guten Intention. Ich nehme jetzt ein Beispiel, das ist kein kein. Politisches Statement werden, ansonsten, es geht einfach nur um das Beispiel. Wenn du jetzt sagst, weil ich in diesem Bereich halt in den letzten Wochen empirisch, <laughs> jemand, der ein Haus hat, muss sich jetzt in den nächsten drei Jahren in einer bestimmten Form halt eben Sachen kaufen, die dieses Haus verbessern, dann ist das quasi etwas, wo du im ersten Moment sagst: Ja, ist doch eigentlich smart, hilft uns allen, ist, ist gut für, für, für uns alle, weil Umweltschutz. Aber es ist quasi etwas, wo du sagst: Ich, ich entscheide jetzt, was gut für dich ist. Und das ist nicht schlimm. Als ein Beispiel. Bist du noch da? Ja, 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 ja. Ich versuche das immer zu Als ein Beispiel, ja, okay. Es yeah. gibt immer solche Entscheidungen. Es gibt immer so kleine Sachen wie, ja, weiß ich nicht, du musst jetzt da irgendwie den Müll irgendwie trennen und das ist gut fürs alle und für dich jetzt wirklich doof. Genau, aber nur ganz kurz, wenn ja. ich da direkt schon nachfragen kann, damit ich es nicht richtig falsch verstehen und dir weiter folgen kann. Aber dass eine Regierung irgendwie die Bürger zu etwas zwingt, ob sie das jetzt zu ihrem Besten oder nicht Besten, wie sie es argumentieren, das ist doch nicht eine, eine Art eines Spektrums, also ist doch keine politisch linke Sache, sondern es kann ja, also wenn ich jetzt Menschen ins Konzentrationslager zwinge und sage, ich zwinge dich, mir den Juden auszuliefern, sozusagen, ist das doch genauso ein extrem rechtes wie ein extrem linkes Ding. Das ist doch eigentlich eher, wenn ich als Politik zwinge, grundsätzlich ist das zu kritisieren, aber das würde ich doch jetzt nicht einem der beiden Spektren sozusagen zuordnen, oder? Das ist ja und nein. Ich würde es dann, also, nein, im Sinne von du hast recht, es können, unabhängig von deiner politischen, egal wie du dich politische politischen Respekt einordnest, dieser, dieser Zwang oder dieses, dieses Bestimmende über jemanden hinweg und quasi der Zwang, der kann überall auftauchen, in sämtlichen Farben und Formen. So das, mhm. Deswegen, nein, das heißt nicht automatisch das. Das mhm. ähm, kann man darüber streiten, ist das die korrekte Definition von links und rechts? Nach meiner Auffassung, immer dann, wenn du quasi das fast schon ein bisschen so technisch, aber immer dann, wenn du sagst, das Wohl aller steht über dem Wohl des Einzelnen, Das ist nach meiner nach meinem Verständnis so eher tendenziell links einzuordnen. Von der, von den Grundgedanken her nach dem Motto Alle sollen alles haben und allen geht es allen gleich gut. So. Aber das, das ist so für mich doch, das, auch das Hitler. Ja. Aber das ist doch auch, wenn ich sage. Alle sollen irgendwie die gute Rasse und alle sollen irgendwie, ne? Und das Individuum tritt zurück. So, ne? Der Mensch ist nichts mehr wert, sondern die Masse ist das Wichtige. Oder? Das wird doch auch extrem recht. Ja, ich, ich, ich glaube, ja, genau. Wenn du das auf, auf quasi auf das beziehst, auf, auf, auf das Thema, wer, wer ist der Mensch und ne, dieses Thema, was Hitler hat, dann ja, dann kannst du es relativ einfach einordnen. Mir geht es jetzt auch gar nicht darum zu sagen, ist das jetzt, du kannst, in beide Lager, ist eigentlich egal. Aber mein Punkt ist, dass ich eben wenn ich mir angucke, was passiert denn gerade insgesamt, so, egal ob in Deutschland, Europa, weltweit, dann mhm. sehe ich halt eben, wie wir es schon häufig hatten, diese, diese, diesen, diese, diesen Schwall ins Extreme. Aber in meinen Augen sehe ich halt die, diesen Druck in alle Extreme. Mhm. Und, und ein aus meiner Sicht halt, ähm, ein, ein Pfad, den ich als manchmal als, wie soll ich sagen, das heißt gefährlich, aber wo ich sage, das ist halt nicht zu Ende gedacht, ist halt diese Idee davon, dass man sagt, hey, wir haben jetzt hier ein Problem und wir müssen das Problem in der Hinsicht lösen, als wir halt anderen Leuten sagen, du musst jetzt gewisse Dinge tun, egal aus welcher politischen Richtung das kommt. Und das sehe ich halt oft, gerade in der, wie soll ich sagen, in der Diskussion halt immer, wenn es um, gerade dann, wenn es um Sachen geht, wo das Thema ähm, gesellschaftliche Vorteile durch, egal ob es Kita ist oder Umweltschutz und so, da ist es schnell, bist du an einem Punkt, wo du sagst, das ist irgendwie, das das, da können alle zustimmen, wir sollten die Umwelt schützen, aber dann kommt es darauf an, wie. Und wenn immer dann, wenn quasi als, als Antwort kommt, ja, wir können doch einfach alle Menschen sagen, die sollen jetzt das und das tun, die sollen jetzt eben, so wie bei dir in Köln, wo, wo es auf einmal hieß, ja, du kannst keinen Diesel mehr fahren in zwei Jahren, ähm, wenn du das quasi zu Ende denkst und davon viel hast, dann hast du nichts anderes als ein ein totalitäres Konstrukt, wo jemand sagt, tu das und tu Ach. jedes. Egal, packst du jetzt nach links oder rechts oder nach vorne oder mhm. hinten. Aber das ist das, wo ich sage, und oft hörst du halt in der, in der politischen Debatte halt Dinge, wo ich sage, das ist für mich nicht dieses typische rechte Schlimme, wo ich sage, Vorsicht, erinnert mich an Herrn Meisenberg, <laughs> Herr Meisenbergs Unterricht, sondern ich höre auch Dinge, wo ich sage, ja, das klang damals bei Stalin ja auch voll nice, alle haben alles, ne? keiner ist jetzt irgendwie mhm. besser oder schlechter als andere. Aber mhm. dann in der Umsetzung hast du, eine, hast du eine humanitäre Katastrophe, wo Millionen von Menschen sterben, weil sie an Hunger leiden. Und da denke ich mir, so, ja, aber lass uns doch mal zu Ende denken, wenn wir bestimmte Dinge quasi jetzt im Autopilot quasi entscheiden und sagen, ja, das können wir so regeln, da können wir einfach sagen, fahr das nicht mehr, dieses Auto oder ne, alles aus guter Intention heraus, dann rutschst du schnell in so eine Spirale, wo du merkst, so, oh shit. Mhm. Und ja, jetzt kann man sagen, jetzt, jetzt kommt der, der, sagt die ganze Zeit, kommt der Junge und sagt, da ist der Wolf, da ist der Wolf, da passiert nichts. Mhm. Aber ich, ich sage ja nur, das sind so Flashbacks aus dem Geschichtsunterricht, wo ich sage, mhm. ja, es sieht irgendwie anders aus, es fühlt sich auch anders an und es klingt irgendwie auch gar nicht schlimm auf dem Papier. Aber wenn man das zu Ende denkt, dann ähm, ist es nicht das, was man eigentlich tun sollte aus meiner mhm. geschichtlichen <laughs> quasi Lehre yeah. oder das, den Lehren, die ich aus der Geschichte versucht habe zu ziehen, aus dem Geschichtsunterricht zum Beispiel. Und äh, deswegen bin ich da vielleicht mhm. ein bisschen sensitiv gerade und, und reagiere da so ein bisschen auch emotional. Weil ich denke, es kann doch nicht sein, dass man die gleichen Fehler macht wie damals, nur mhm. anders, in andere Richtung oder mit anderen Fassaden und mhm. das ist das was ich tatsächlich sehe. Ja, ich verstehe was du meinst. Ich sehe nur also ich gehe nur für mich viel viel langsamer diesen Schritt zum ich habe Angst vor dem totalitären sozusagen. Also das also ich sehe so gar nicht also ich sehe dieses totalitäre Weder auf der linken wie auf der rechten Seite, dass das mir besonders Angst machen würde. Genauso wie ich meinen Schülern sage, wenn jetzt die AfD auf einmal gewählt wird, vertraut mir, also eigentlich nicht vertraut mir, also, aber ich persönlich habe nicht die Angst, dass die auf einmal alle abgeschoben werden. Weil ich dafür mittlerweile auch ein bisschen Politik mitbekommen habe und merke, in der Realität geht das alles nicht so schnell, wie man sich es manchmal wünscht. Also selbst wenn sie das gerne hätten, so wie die Grünen sich sozusagen wünschen, dass das Klima gerettet wird, naja. So schnell funktioniert es anscheinend nicht, <laughs> egal wie groß der Wunsch ist. Deswegen macht mir das quasi da nicht so. Also, natürlich bin ich deswegen trotzdem ein bisschen besorgt, weil ich einfach denke, wir verlieren einfach wichtige politische Jahre für eine Quatschpartei, so ein bisschen, was mich irgendwie nervt. So, und dass da überhaupt Menschen sich diese Sorgen machen, nervt mich hart. Aber so eine Angst vor so einem Totalitären habe ich irgendwie da nicht. Oder vor so einem, ne, wir zwingen euch jetzt, keine Ahnung, irgendein rechter Kram, so, was halt, die halt was die einem irgendwie versprechen aber genauso wenig macht mir das auf der linken Seite Sorge also ich habe das Gefühl dass wir so weit weg davon sind dass mir dass ich Sorge habe dass wir in sowas abrutschen wo mich jetzt jemand allumfassend zwingt zum Guten der Gemeinheit des Gemeinen sozusagen ähm, etwas zu tun was dann im Endeffekt für alle super schlecht ist ist für mich einfach sehr, 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 sehr weit weg. Das kann natürlich sein, weil ich einfach nicht so in diesen Bereichen bin und deswegen denke ich da nicht sozusagen, so, so da dran. Aber das ist, also, ne, deswegen fällt es mir schwer, diesen Gedanken sozusagen mitzugehen. Also, ich verstehe, das, wenn man ne, vielleicht im Thema ist, wie du jetzt sagst, ne, weil du dich viel mit den Häusern und so weiter beschäftigt hast, dass man das versteht, dass man da drin ist, hundertprozentig. Kann ich mir gut vorstellen. Ist für mich persönlich nur so super weit weg. Und der zweite Gedanke, der da damit hinkommt, ist, dass ich dann immer so ein bisschen die Gefahr sehe, dass man dann immer so dazu neigt, also nein, was das immer so dazu neigt, dass, dass man da dadurch dazu neigen kann, das so aufzuwägen, wie dieses, keine Ahnung, es werden Flüchtlingsheime angezündet und dann sagt man aber, ja, aber die Linken werfen auch mit molotov cocktails auf irgendwelche Autos in Frankfurt und so. Man, man versucht dann quasi immer so, sich gegenseitig sozusagen so die Seiten auszuspielen und dann... Man sucht sich dann immer ein Feindbild, um das eigene quasi ein bisschen zu korrigieren. Also, so nach dem Motto, wenn ich jetzt, also, was dann so Argumente von dann vielleicht, ne, weil du es ja eben aufgemacht hast, so von dem rechten Spektrum sozusagen kommen, ähm, dann sagt man, ja, aber ihr wollt doch den Veggie Dienstag oder keine Ahnung was. Dass man so tut, ihr wollt uns dazu zwingen, dass wir nur noch Schnitzel essen am Montag. Und ich mir, ja, aber für mich ist das ganz anderes, ob ich sage, ich mache gerade, ich drohe konkret gerade Familien, sie aus dem Land zu schieben. Oder ich zwinge Menschen dazu, einen Schnitzel aus Gemüse zu essen. Das ist natürlich jetzt ein plakatives Beispiel und das ist auch ein bisschen lächerlich, ne? weil bei dir geht es ja, in deinem Beispiel geht es ja um fundamentale Sachen, sagt dem Motto. Du meinst ja eher sowas wie, würde ich jetzt mal, also wenn ich das richtig verstehe, wenn wir jetzt, keine Ahnung, irgendwas zu sehr fördern, subventionieren und so weiter, dann geht uns quasi zum Beispiel der Wohlstand, wir zwingen alle dazu, jetzt. Solar aufzubauen, das war es aber vielleicht scheiße. Dadurch verkalkulieren wir uns, wir verlieren den Wohlstand in unserem Land und auf einmal geht es allen viel dreckiger als vorher, weil wir einfach Fehler gemacht haben, sozusagen. Könnte eine Auswirkung, glaube ich, sein, von dem, was du jetzt gerade meinst. Das ist exakt das, ja. So, ne? Genau. Also wenn ich dich richtig verstanden habe. So. Und ich habe trotzdem die, das Gefühl, dass, dass wir uns als Land so wenig zu sowas so klar zwingen lassen würden, wie ich jetzt sagen würde, wenn die AfD an die Macht kommt. Also bauen wir morgen wieder Konzentrationslager, weil wir auf einmal eine rechte Partei in Erwacht haben, weil ich das Gefühl habe, wir als Gesellschaft dann doch irgendwie so ein bisschen aufgeklärter sind, so ein bisschen gelernt haben aus der Vergangenheit, dass wir diesen, dass wir dann irgendwo die Kurve quasi kriegen, auf der rechten wie auf der linken Seite, was mir so ein bisschen Hoffnung macht, weswegen ich nicht so ganz diese Angstszenarien auf beiden Seiten zu sagen habe. Und deswegen bin ich insgesamt dann eher bei dem Punkt, dass ich sage, was mir dann eher Gedanken, weswegen ich das das jetzt linke, was, was wir gerade so beschrieben haben, so ein bisschen ne, dieses wir wollen zum Allgemeinen gut Leute zwingen für irgendwas, das nehme ich so wenig wahr in der Politik und in den Wählerstimmen sozusagen, dass es konkret wird und ein gefährliches Ausmaß hat, dass ich das schwierig finde dann mit, dem, mit dieser rechten in meinen Augen Gefahr sozusagen abzuwiegen, weil ich das halt viel mehr in Europa gerade beobachte, dass das gerade konkret Durchgesetzt wird, dass wir Länder haben, die wieder aus der EU austreten, dass wir Grenzen haben, die irgendwie eingeführt werden, der ganze Bullshit, ähm, der soweit, also da sehe ich konkrete Maßnahmen, die dafür sorgen, dass es jetzt gerade scheiße wird, ganz konkret. Und die machen mir mehr Sorgen als potenziell laufen wir Gefahr, dass wir durch Zwang, der eventuell kommt, den Wohlstand verlieren, dadurch, dass es allen schlecht geht. Sorry, lange Rede, aber ich wollte dir so ein bisschen meine Gedanken. Ja, ich, ich glaube, da sind halt sagen. verschiedenste Elemente mit drin, die ja. du gerade genannt hast. Du hast ja viele verschiedene Sachen aufgeführt, die, die auch zwar vielleicht zusammenhängen, aber nicht zwangsläufig zusammenhängen. Ja, ja, ja. Also ich finde zum Beispiel eine, eine Sache, um das jetzt, ich habe mir ein paar Sachen versucht zu merken. Also einmal hast du das Beispiel genannt, wo man auch sagt, ja, ne, das, das Veggie-Schnitzel kann doch nicht auf kann doch nicht gleichgesetzt werden mit irgendwas anderem. Das stimmt. Und gleichzeitig ist das Thema Veggie-Schnitzel. Quasi wie so eine Mini-Variante von etwas, was du eigentlich auch nicht willst. Ne? Klar, also das so, ist ein Beispiel klingt, für den Zwang. Genau, es klingt ja mhm. erstmal nicht schlimm, mein Gott, wird ja niemandem mal schaden, einmal. Ne? Nur, das ist so ein Thema, da, da glaube ich, muss man genauso wie man aus Prinzip sich auf der anderen Seite positioniert und sagt, hey, ich will nicht, dass aus Prinzip Familien irgendwie das, ne, abgeschoben werden ohne Grund, so, so will ich nicht, dass aus Prinzip quasi irgendwelche Dinge. Mir aufgezwungen werden, ob das jetzt mein Schnitzel ist oder mein Auto, was ich fahren muss oder mein, mhm. mein, 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 so mein, die Energie, die ich nutze. So. Ähm, ich finde das halt aus meiner Warte heraus ist, ist das keine, keine Entscheidung, wo man so nach Situation abwägen sollte, sondern da muss man auch, glaube ich, nach Prinzipien handeln. Und das wäre das, wo ich quasi nicht pauschal sagen würde: Ja, das, das Veggie-Schnitzel ist nicht schlimm, auch wenn das so in Lapalie klingt. So, ich würde sagen, aus Prinzip muss man vorsichtig sein, deswegen würde ich das eher verneinen, statt eben zu sagen, ja, Veggie ist doch völlig legit, das tut doch niemandem weh. Mhm. Weil zieht sich so die Grenze, das ist für mich so eine Sache, wenn du, wenn du halt das Thema weiterdenkst, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, wer entscheidet noch, wann ist die Grenze okay, wann ist sie nicht okay und äh, wie schnell bist du halt an einem Prozess, wo du sagst, naja, damit schadest du mehr, als du hilfst in dem Sinne, dass du halt den Menschen sagst, dass die Leute einfach pisst sind, dann Quasi aus Protest irgendwas Dummes tun. Weißt du, wie ich meine? Das, das spielt so ein bisschen, da spielen sich so die Parteien, so die, also da spielen sich die Extreme quasi die Wähler zu. Was in beiden Fällen blöd ist. <laughs> das, ist so, das ist warum ich halt sage, da sollte man halt aus Prinzip halt agieren und nicht halt situativ mal schauen, wäre es okay, wenn wir so ein bisschen Schnitzel machen. Oder ja, nicht? aber können wir uns das leisten, nach Prinzipien zu agieren? Weil, wenn wir sagen, wir halten so an Prinzipien fest und prinzipiell sind wir gegen XY und prinzipiell machen wir das nicht und so weiter. Ist das nicht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du sonst eher so ein bisschen verkörperst, dass man sagt, also können nicht Prinzipien im Zweifel auch fortschrittshinderlich sein und so, wenn wir jetzt sagen, aus Prinzip machen wir das und das nicht, weil wir an irgendwas festhalten, also aus Prinzip, keine Ahnung, nehmen wir mal ein Beispiel, aus Prinzip wollen wir nicht klonen. So, ne? Ähm, wenn wir aber jetzt sagen, wenn wir auf einmal feststellen, ah, eigentlich könnten wir durch Klonen so und so viele Menschen retten und so weiter, dann sollten wir doch diese Prinzipien quasi hinterfragen. Dann sollten wir doch sagen, ja, ich verstehe, warum wir prinzipiell aufpassen müssen damit, aber lass uns doch mal vorsichtig uns dieses Thema nähern. Gentechnik, keine Ahnung. Da sind ja Menschen auch prinzipiell dagegen und sagen, aus Prinzip sollten wir das und das nicht tun. Und wenn wir jetzt sagen, aus Prinzip sollten wir nicht. Irgendwie mal irgendwie Geschwindigkeitsbegrenzungen erzwingen oder wir sollten keinen Veggie-Schnitzel erzwingen oder wir sollten kein irgendwas erzwingen würde ich sagen. Naja, aber da wünsche ich mir eigentlich von Politik schon, dass sie situativ abwägen mit der Gefahr, auch eben mal Fehler zu machen. Ich finde, das gehört ja zu so Fortschritt auch im Zweifel dazu, dass man dann im Zweifel mal einen Fehler macht, oder? Das stimmt. Ich glaube, am Ende des Tages ist es demokratischer Prozess bei so Einzelfallentscheidungen. Genau, absolut. Ja? Wenn du die Mehrheit hast, so, dann kannst du das machen. Dann wird auch niemand, dann wird der Rest sich ärgern und so weiter. Wie ja immer bei finde, Wahlen, oder? Das ist ja ganz normal. Genau, bei jeder du, wirst, Wahl, sozusagen, du, wirst, ne? du wirst nie 100% Glückseligkeit haben. Die Frage ist halt immer nur, und das ist das, was ich, was sie meinte, mit du spielst so ein bisschen den Leuten so die Karten in die Hand die anderen Seite eigentlich, wenn du quasi eben entweder nicht die Mehrheit hast, beziehungsweise wenn du eben Dinge tust, die nicht, nicht, die, die, andere Partei, die andere Seite nicht, nicht nachvollziehen oder akzeptieren kann, dann schaffst du nur Frust. So Aber jetzt was? sind wir über den Inhalt, Und das verstehe ich. Dass wir sagen, ob das Veggie-Schnitzel ja. sinnvoll ist oder nicht, ist mir völlig Latte. Aber mir ging es gerade eher darum zu sagen, mein sollte das sollten wir nur aus Prinzip festhalten, genau. Und das Prinzip letztendlich, was du hier anwenden, oder was ich anwenden würde bei der Frage jetzt nach diesem Veggie-Schnitzel ist, können wir in so, also wir müssen ein paar Fragen beantworten, wenn die quasi funktionieren, dann können dann, ist das Prinzip intakt oder ansonsten eben nicht, so A, eben hast du eben die Mehrheit dafür, B ist, ähm, hast du einen, einen Nutzen, der, der quasi, selbst wenn es nicht in der Umsetzung, aber vom höheren Zweck her quasi für den Menschen nachvollziehbar ist, also teilen die Menschen quasi die Intention und sind damit cool, selbst wenn sie die Umsetzung blöd finden. Und ich finde, solche Prinzipien musst du dann halt anwenden und dann, das wären so die Prinzipien, von denen ich spreche. Es geht nicht um das Prinzip so, es gibt grundsätzlich kein Verbot, also da, das hatten okay. wir auch schon mal in anderen Bereichen, yeah. so. es gibt immer Verbote, die sinnvoll sind, aber eben sind das Verbote, die, die quasi sind das, also anders, ich, ich finde, du musst dir immer die Frage anders formuliert, vielleicht ein bisschen, bisschen anschaulicher. Ist es gerade, also signalisierst du quasi ein, an eine bestimmte Gruppe in, in, in der Bevölkerung einfach das, das die dich cool finden soll? Also ist das, das das Ziel? Oder hast du wirklich ein Problem, was du da lösen möchtest, was tatsächlich einen Effekt hat? Und ähm, ich würde sagen, wenn das, wenn das Ziel reines Signaling ist und sagt, hey, yeah. oh, ich bin cool, es gibt keinen Effekt, so dass das diese ganze Subventionsdebatte, so, wo wir gesagt haben, eigentlich bringt es halt nichts, es sieht nur cool aus und Leute können sich einen Erfolg zuschreiben. Das wäre so Prinzip, was ich halt anwenden würde in dem das, Fall. Und da bin ich bei so, dir. Das würde ja. ich sagen, ist, nur wenn es sinnvoll ist, sozusagen. Ähm, das, aber genau, wirklich so gerade um dieses also Prinzip, dass ich mir halt Situationen ja. vorstellen kann, wo es irgendwie und, sinnvoll ist. Ja. Und ich finde halt, wie soll ich sagen, gerade ich, ich gerade bei diesem Bereich und das ist jetzt, das hat heißt jetzt gar nichts so, damit zu tun, ob du jetzt pro Veggie oder gegen Veggie bist, aber wenn es darum geht, zu sagen, jemand nimmt sich quasi das Recht heraus zu entscheiden, was andere Entsch Menschen essen sollen finde ich das so, das muss schon, wie soll ich sagen, das muss schon echt gute Gründe dafür geben, unabhängig davon, ob du jetzt sagst, Tierschutz ist ein guter Grund oder nicht, wie gesagt, unabhängig davon, welche Richtung du argumentierst, ja. dass halt jemand anders sagt, das darfst du essen und das eben, das ist, darfst du nicht essen, da muss schon einen guten Grund für geben, wie zum Beispiel, oh, wenn du jetzt Quecksilber isst, dann nicht gut, so, das tun wir mal auf eine Verbotsliste und das ist zwar immer noch nicht verboten, aber man sollte es halt nicht tun, so, und ich finde, das ist halt so etwas, wo du halt echt nicht leichtfertig agieren darfst, glaube ich, weil mhm. du halt schnell e eben, was deine Prinzipienbetrachtung einfach wegrutscht. Du bist schnell halt in einem Punkt, wo du halt eben nichts Gutes damit schaffst, weil du eben die Leute einfach nur äh, oder dich Pi und die dann am Ende sagen, dich doof. So. Total. Bei nicht leichtfertig du nicht hundertprozentig bei dir. Also weil ich, wenn ich jetzt dann nämlich pro so, sag ich mal, pro Regierung darf auch verbieten, argumentiere, meine ich ja gar nicht in Dummer, willkürlicher Arzt. Und natürlich meine ich, wie du sagst, ne, man muss sich, es muss sinnvolle, gute Gründe für Dinge auf jeden Fall geben. Ja, ja. und ich glaube halt, ähm, mein Punkt war halt nur bei diesem Beispiel, halt zu sagen, hey, ähm, nur weil das auf dem Papier gut klingt, so nach dem Motto, ja, hey, guck mal, bisschen, mhm. werden weniger Tiere gegessen dann weniger Tierleid und so Tierwohl und so steigt. Auch da ähnlich, ich glaube, wenn du. 100 Leute auf der Straße fragen würdest, würde erstmal jemand sagen, ja, ich, klar, würde ich Tier wohl irgendwie gut. Aber wenn du dann sagst, bist du auch dann bereit, einmal die Woche dann auf das nicht essen zu dürfen. So, es gibt Verbote, wenn du dagegen verstößt, dann bist du der Mensch so. Und dann würde sagen, naja, hey, Moment mal kurz. Aber das, 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 das finde ich jetzt doch nicht so gut. Und ich glaube, was soll ich sagen? Ja, aber da sind wir jetzt ja gerade an dem Punkt. Das ist ja das, was konkret niemals so umgesetzt werden würde. Es ist ja, sagt ja keiner es gibt ein Verbot und wenn du dagegen verstößt, kommt die Polizei. Sondern geht's geht ja eher darum zu sagen, Kantinen bieten irgendwie dienstags dann eben das Veggie-Schnitzel an und wenn du dich entscheidest, in diese Kantine zu gehen, dann isst du halt das fucking Veggie-Schnitzel. So, weil dann wird ja immer so getan, als gäbe es dann das Verbot und dann kommt das SWAT-Team, das dann die Küche stößt. Das ist ja genau das, was ich meine, mit was mich dann so nervt, wenn es dann irgendwie auf einmal so Dargestellt wird, als wäre das, aber, das das gleiche Verbot, als wenn ja, ich jetzt ja. verbiete, dass, keine Ahnung, was passiert. Aber dann dann komme ich wieder zu meinem Argument, dann ist es halt ein reines Signaling. Weil dann kannst du nämlich sagen, guck mal, wir haben dieses tolle Gesetz jetzt durchgesetzt und ne, wir sind ja so pro Tierschutz, und weil du dann aber drüber nachdenkst und sagst, naja, eigentlich habt ihr nur in einer ganz, in einer Nische quasi eine Nische aus auserkoren, die aber quasi auch nicht durchgesetzt wird, weil es keiner kontrolliert und was ja. ist es, dann ist es, dann ist es quasi nichts mehr als, hey, guck mal, wie cool ich bin, aber dann ist es kein. Aber wird das also, denn nicht nur so frage, groß? Warum braucht man da das Verbot? Ja, nee, aber meine... wird es nicht nur so groß, weil dann eine gewisse Bevölkerungsgruppe oder sozusagen da so riesig gegen aufschreit und weil die Bild irgendwie eine Überschrift packt, sozusagen? Wenn das doch einfach ganz normal in so einem Koalitionsvertrag steht, so Veggie Dienstag, keine Ahnung was, wird doch keine Sau drüber reden. Dann wird es ja auch gar nicht dieses Signaling wahrscheinlich sein. Ich habe das Gefühl, das passiert dann immer nur, ja, so aber... wie mit diesem Verbot, Gebot der Geschwindigkeit mit der FDP und der anderen Parteien, dass man dann sagt, das wird doch nur zum Signaling weil es auf einmal 100 Stunden diskutiert wird. Wenn man einfach sagen würde, yo, fertig, dann wäre das doch gar kein Singling mehr, sondern wäre es einfach, hey, wir haben eine Kleinigkeit, die wir jetzt hier gerade durchsetzen wollen, die wird nicht die Welt retten, aber lass sie kurz machen, das ist eine von vielen tausend Schritten, lass die machen. Und auf einmal wird das aber das riesen Ding und dann ja, wird es das, Singling für das, beide das, Seiten. Das, das sage ich doch, das, es, es führt einfach nur dazu, dass beide Extreme noch wütender aufeinander werden und noch mehr Grund haben, den anderen einen Vorwurf zu machen. Also, dieses, du, du sagst halt, de facto ändert es nichts. Also, oder ist eine reine Signalwirkung, die dieses ja, das weiß ich nicht. Aber, aber warum sagen wir das? Weil wir gerade gesagt haben, dass niemand das durchsetzen wird. Das nee, ist unsere Nee, Ich habe nur gesagt, keiner wird das Wohnung Wohnungsstürmen. Ich habe gesagt, wenn ja, das ja. Kantinen anbieten, dann werden ja die Menschen gezwungen, wenn sie zu dieser Kantine gehen, dann mal das zu probieren, so. sich damit auseinanderzusetzen und zu checken, ah, das gibt's überhaupt und im zweifel das zu probieren sozusagen. Ja, aber okay, aus welchem Argument, also aus welcher Perspektive messen wir unseren Erfolg? Geht es darum, Tierschutz zu verbessern? Geht es darum, quasi Menschen Alternativen aufzuzeigen? Also was ist dein genau. Erfolgsmaßgrad? Für mich, mein Erfolgsmessgrad wäre, alle haben was davon. So alle fühlen sich, also das muss schon irgendwie sagen. Die, die, das Kollektiv hat dadurch irgendeinen Vorteil. Also die, die Gesellschaft findet das gut, weil es irgendwie allen was bringt. Und der, nee, der, der kleinste Nenner, den du für mich finden kannst, ist entweder sagt man, es hat einen Beitrag zum Umweltschutz, so, oder es hat quasi, ähm, es gibt allen das Gefühl, sich moralisch besser zu fühlen dadurch. So. Ja, genau, aber Und das, im ersten Schritt wäre es ja erstmal quasi Werbung sozusagen, dass Menschen, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, dann quasi das mal probieren, weil es eben samstags gibt. Oder also die zeigt es in der Kantine, die Leute sind zu faul, weil das hinzugehen, ja, dann esse ich das eben mal. Oh, ich stelle fest, so kacke ist es ja gar nicht. Ich gehe in den Laden und am nächsten Tag probiere ich es auch mal selber. So, das hätte ich aber sonst nie gemacht, weil ja, ich nie damit Berührungspunkte gehabt hätte. Das, das würde ich so nicht unterschreiben, weil die Bürgerspunkte hast du auch durch andere Quellen. Da muss nicht irgendwer dir sagen, das darfst du jetzt an dem Dienstag nicht servieren. Also du brauchst quasi kein, aus meiner Sicht brauchst du kein Gesetz, um zu, herauszufinden, dass es Veggie-Schnitzel gibt. Naja, aber wie die schmecken und dass du sie mal probierst, ist doch schon noch mal ein ganz anderer Schritt, als ich sehe, Ja, wenn im Laden, du da noch da dann kannst du die auch kaufen oder irgendwas aus deinem Freundeskreis legst es ja. essen und sagt, hey, ich habe schnitzel gemacht, aber dafür brauchst du doch kein Gesetz. Um diese Erfahrung machen zu können. Weißt du, wie ich meine? Da, Na klar, dafür wenn musst du sie willst, nicht, aber manche Leute, ja, aber, manche Leute, ja, aber musst ja, aber du genau erst das mal ist genau das dass okay ist. Ja, aber das ist doch der Punkt. Wenn du nicht kein Incentive hast, vor dir selber auszusagen, ich, ich will diese Erfahrung machen wow. oder ich mache sie zufällig, weil irgendwer anders für mich entscheidet. So. Dann ist das, doch, ist das doch völlig fein. Warum muss jetzt jemand sagen, ich möchte, dass du diese Erfahrung machst? Ich, ja, ich zwinge dich nicht, aber ich beschränke das Angebot, was, was du an diesem Dienstag haben kannst, damit du diese Erfahrung machst. Naja, weil Ich glaube, ich weiß, was besser für dich ist. Ich glaube, du musst ja, diese Erfahrung machen. Ich glaube, jeder ja, sagt dir. Und das, ja, das ist ja ich, wo ich glaube, sage, Weil wir ja gerade gesagt haben, der gemeinsame Nenner ist, wenn wir sagen, das führt irgendwie zur Verbindung vom Tierleid, das führt irgendwie so ein bisschen zum minimal auch nur zum Klima, äh, zur Naturschutz sozusagen, wenn wir sagen, das ist unser, unsere Idee dahinter, dann ja. finde ich das okay, diesen Schritt zu gehen, Menschen die Möglichkeit zu zeigen, dass es eben diese gibt, die sie sonst nie gesehen hätten. Weil es gibt genug Menschen, die noch nie das probiert haben und es auch nicht tun wollen. Wenn sie es aber mal machen, merken sie auf einmal, ach ja, das ist ja gar nicht das Problem. Oder ich glaube, genau das ist halt der Punkt, dass wir, dass, dass, dass es so, so ins, also das, das, da steckt quasi die Annahme drin, dass A, die Menschen das quasi als, als Trigger nehmen, um dann tatsächlich ihr Verhalten zu ändern im Nachhinein. Würde ich so mal sagen, ist das wirklich so? Ja, habe ich schon hundertmal in meinem eigenen Leben beobachtet. Also Und ich sag, ich habe hier hundert Beispiele, wo Leute sagen, was soll die Scheiße? Auf gar keinen Fall deswegen erst recht nicht. Also die uns ja noch nicht Lust kennengelernt, und. aber kann sein. Ja, okay, aber, ja, aber ist meiner 100, persönlichen 100, Erfahrung... so. aber genau kennengelernt, da kann ich genauso gut argumentieren. Ja, ja aber wir, wir sind nicht bei Lanz, sondern wir sind ja in unserem Podcast, wo wir uns beide glauben. Und wenn ich dir sage, und ich weiß es von dir früher ja auch, ja, dass wenn aber, man auf einmal magst, Menschen hat, du, du sagst doch, ich habe. du sagst, ich, ich kenne 100 Leute so, und ich sage, ich kenne 100 Leute, die genau das Gegenteil sagen. Ja, aber die kennst dann, du ja nicht. erwarte ich... Das sagst du doch gerade nur, um das. Aber das um das, ein mein, zu haben. Mein, mein, nein, mein. Ja, genau das ist das Problem. Du unterstellst mir, dass ich mir das einfach gerade aus den Fingern herbeiziehe, um Gegenangel zu haben. Da sagst du im Nachhinein. Ja, weil ich dachte, ich wir, kenne dich Podcast. Podcast aber, ja. Wir sind hier in einem Podcast, ich, ich dachte, wir glauben uns. Das ist ja. genau das Problem. Du glaubst mir nicht, du, du unterstellst mir, ich würde das gerade erfinden, nur ja, weil um das mir noch nie erzählt zu haben. hast. Ich dachte eigentlich, ich, also ich, also Bro, weil, ich war acht Jahre habe ich mich vegetarisch, vegan ja, eben. ernährt. Und da haben wir so. doch viel darüber gesprochen. Und wie oft habe ich für die Diskussion berichtet, wo Leute mich angucken und sagen, wie kann man so dieses Fake-Fleisch essen? Das ist doch der größte Rotz. Das habe ich mir jedes Mal ja, anhören, aber haben dass wir manche Leute. Bitte? Noch mit mit an, an, ich finde das so eklig. Die haben, da, die, die haben mir das um die Ohren geworfen. Ich hab, das ist meine ach, acht Jahre lang Erfahrung. Es gibt genug Menschen, ob es jetzt 100 sind, 200 oder 5000, die die sagt, ich finde das eklig, ich finde das blöd, ich finde die Idee schon absurd. Die zu mir sagen, wenn du Vegetarier sein willst, dann isst halt Gemüse und das ist gut. Aber hör auf, dieses Fake-Dings zu machen. Davon habe ich so viele Beispiele. 100 ist wahrscheinlich eine, nur ein Bruchteil für den. Und okay. also deswegen verstehe ich es nicht, wieso mir das jetzt Ja, weil, ich, da, weil das ich diese Argument Geschichten nicht haben. kannte. Also, weil ich das nicht so auf dem Schirm hatte aus der Vergangenheit. Also ich habe haben wir darüber gesprochen, dass ja. Leute aber lustig machen, wenn ich von meinem Veggie-Schnitzel berichte. Ja, also, aber du? nicht mit probieren. Ich dachte das wirklich nie an probieren. Ich dachte immer nur, es geht um, du legst da deine Sachen auf den Grill, die Leute sagen, der Willi ist voll dumm, würde ich die probieren, im Pizzaladen. Ich bestelle meine vegane Pizza oder Veggie-Pizza und die Leute machen sich lustig. Aber ich, ich habe wirklich das nicht mehr auf Schirm gehabt, dass die auch immer das probiert haben. Und mir ging es gerade ja nur um das Argument, dass wenn Nein. Menschen das dann mal probieren, in meiner Erfahrung, dass vorher genauso wie wir das immer gesagt haben, die Leute labern irgendeine Scheiße und wenn dann Leute irgendwas probieren, sagen sie auch immer, ach ja, okay, ist ja doch ganz in Ordnung. So. so, und selbst wenn sie sagen, das ist ganz in Ordnung, ist halt immer noch die Frage, werden sie dadurch quasi zu. Konsumenten von diesem Gut gehen sie dazu häufiger potenziell kaufen also das muss nicht auf keinen Fall vielleicht aber könnte. vielleicht auch nicht es genau. kann in beide Richtungen ausschlagen das heißt am Ende des Tages das ist mein Hauptargument ist dieses dieser die Idee stützt auf dem Wunsch denkt dass das quasi zu einer Verbesserung führt in Hinsicht der, der also der Akzeptanz und der, des Konsums dieser dieser Veggie -Schnitzel. ja und es gibt keinerlei es gibt quasi Beide richtige Argumente, die sagen, es kann genau dazu führen und es kann auch genau zum Gegenteil führen. Ja. Also im Umkehrschluss ist es plus minus null. Ja, aber wenn wir jetzt auch sagen, wir sind eher tendenziell so ein bisschen hoffnungsvoll und sagen, wir müssen Dinge probieren, damit es sich Dinge in irgendwelche Richtungen bewegen. Man oder? Ich, also ich, ich komme zurück. Ding ist halt einfach ein dummes Argument, weil es einfach so schwach ist. Nein, aber äh, ich so finde ja, ja. es Aber es ist aber ein schönes Beispiel, weil es so harmlos ist, aber trotzdem ja. halt diese Diskussion sagt, im, im Kern der Sache, wenn du sagst, du hast vielleicht die, diejenigen, die optimistisch sind, dass es eben zu was Positivem führt, denen steht halt eben die andere Seite gegenüber, die pessimistisch sind und das quasi nicht gut heißt. Und was ich die ganze Zeit versuche zu sagen ist, wenn du eben so ein, so ein, sozusagen ich sagen, ein, ein, äh, eine Art Instrument und sagt, hey, das ist mal so ein erster Schritt, da können wir mal was probieren. Anstatt, dass du sagst, hey, cool, wir sind alle optimistisch und hoffnungsvoll und haben gute Intentionen, im Kollektiv sind wir alle pro und heißen das gut, schaffst du genau das Gegenteil, weil die eine Hälfte sagt, ich find's voll geil, und die andere Hälfte sagt, ich find's voll kacke. Das heißt, du schaffst quasi diese zwei Gruppen und hast ein weiteres Beispiel, was vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, für etwas, wo sich zwei Extreme gegeneinander aufhetzen die sich die Köpfe einschlagen wegen eines beschissenen Schnitzels. Das, das ist mein Punkt. Und ich beim mein, Prinzip wäre in so Situation: hört auf oder wer auch immer, das kann egal welche politische Seite, hört auf, quasi so Signalinstrumente in die Luft zu halten. Und anstatt, dass sie wirklich eine Veränderung herbeiführt, führt ihr nur dazu, dazu herbei, dass sich zwei Leute die Köpfe einschlagen. Das kannst du auf der anderen Seite genauso einspielen. Warum muss sich da irgendwie eine Partei hinstellen, die sagt, hey, wir, wir schieben Leute ab. Du sagst auch richtigerweise, Moment, mal, das funktioniert nicht so einfach, ich könnte das nicht einfach mal so eben machen. So, das heißt, auch da wird genau das gleiche betrieben. Es wird einfach irgend sowas in den Raum geworfen, wo alle wissen, wird hoffentlich eh nicht passieren, nur um quasi plakativ zu sein, nur um quasi zu teilen und eben Wählerstimmen quasi auf seine eigene Seite zu ziehen. Und das ist genau mein Punkt ist, wenn ein Gesetz oder wenn eben eine neue Regelung nicht Akzeptanz findet, wenn sie eben nicht das Backing hat, wenn sie eben diesen ganzen Prinzipien nicht, nicht durchhält, dann führt eben so Signaling im Kern zu eigentlich das, was wir eigentlich kollektiv nicht wollen, eben zur Spaltung, dass die Leute sagen, ich bin A, ich bin Gruppe A, du bist Gruppe B und wir hassen uns jetzt. Und das ist halt komplett banane. Und ich finde, das führt eben dazu, dass, zu meinem Eingangsargument, dass ich halt auf beiden Seiten immer mehr Wut sehe und auf beiden Seiten immer mehr so, oh, ich finde die andere Seite doof, die lassen uns nicht mal das schnitzeln und die anderen sagen das. Und ich find, also ich finde genug Beispiele, ich finde genug Beispiel für beide Seiten, aber im Kern willst du eigentlich dich einigen und sagen, hey, was ist das, was wir eigentlich alle beide cool finden und nicht, was finden wir an dem anderen eigentlich nur all halt blöd? Und das ist das, was ich halt sehe und deswegen bin ich halt besorgt, weil man halt oft sagt, ja, das ist ja im Kern gut, das, das kannst ja, das, mein Gott, niemandem wehtun. Aber wenn es eben nicht wirklich weltbewegenden Einfluss hat und wirklich nicht irgendwas richtig signifikant mit 100 also mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie verbessert, dann ist es im Zweifel halt ein Instrument, was die Situation verschärft und nicht entschärft und das ist mein Argument. Ja, ähm, ich habe trotzdem würde ich dann oft sagen, dass der Inhalt dann in vielen Punkten wichtig ist, also weswegen es mir dann eben für mich problematisch ist zu sagen also nicht, dass das jetzt problematisch dein Gedanke, weil das ist ja nicht, was du sagen willst, aber ne, dass wir das abschieben im Vergleich mit dem Menchie Schnitzel, so das ist jetzt ja nur gerade, weil wir da darüber gesprochen haben, sozusagen, ne, das ist ja natürlich inhaltlich nicht das Gleiche. So, das, das ist ja uns völlig klar, dass das, das eine wahrscheinlich also deutlich aus, aus, also wichtiger, also schlimmer ist als das andere, sozusagen. Es geht ja gerade eher um so eine Prinzipdebatte, so, ne, sollten wir Dinge quasi verbieten oder wie auch immer. Und in meiner Welt ist es aber so, dass ich das Gefühl habe, dass das dass viele Dinge, die wahrscheinlich jetzt du als Signaling beschreiben würdest, gerade wie ich das verstanden habe, eigentlich erst zum Signaling werde, werden durch laute Minderheiten in irgendeiner Form. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich mir, also das ist jetzt nur meine Vorstellung, dass wenn wenn jetzt irgendwie dieser, also nehmen wir diesen dummen Veggie-Dienstag, so, dass wahrscheinlich du sogar wenn du nur die Argumente auf den Tisch legst und sagst hey so so ist es es könnte einen kleinen Beitrag leisten lass das mal probieren gemeinsam würden wahrscheinlich die Mehrheit könnte ich mir vorstellen dafür sein so aber die Menschen sind dagegen weil in meinen also in meiner Vorstellung weil irgendwelche lauten Leute schreien auf einmal nee erst das Veggie Schnitzel dann nehmen die mir mein Auto weg äh, erst das Veggie Schnitzel dann ähm, kommt doch als nächstes das und das. Wer sagt denn, dass es da nicht weitergeht? Ähm, jetzt werden wir irgendwie entmündigt und keine Ahnung was. Und ich finde, dadurch wird es erst so ein Signaling, weil es eigentlich eine kleine Sache ist, ein Versuch, irgendwas zu probieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann macht man es halt nicht weiter, sozusagen. Aber man unterstellt dann irgendwie so dem Ganzen, dass dahinter so eine große Ideologie steht oder keine Ahnung was. Und dadurch wird es zu diesem großen Rechts gegen links, diesem. Okay, wir gegen die anderen. Aber ich finde, dass bei diesem Beispiel, dieses fucking Veggie-Schnitzel oder keine Ahnung was, wenn wir jetzt konkret beim Inhalt bleiben, halt scheißegal. So, andere finden das vielleicht nicht egal, aber ich glaube trotzdem, dass der Inhalt im Zweifel sogar eine Mehrheit finden würde. So, wenn man das einfach ganz neutral berichtet, aber durch, keine Ahnung, Bildzeitung und Co., wird es halt eine riesengroße Sache. Menschen beschäftigen sich damit und auf einmal ist es eine riesengroße Diskussion und lähmt die Politik wegen dem fucking Veggie-Schnitzel. Dahingegen haben wir aber auf der anderen Seite dann im Zweifel irgendwie ähm, Flüchtlingsdebatten und keine Ahnung was, die ja nicht, also wie soll ich sagen, wo es ja was ganz anderes ist, wo es ja wichtig ist, da konkret gegen diese Sache gegen zu sein. Weil da ist nicht auf einmal, ich stelle mir vor, was danach noch kommt und ich stelle mir vor, oh Gott, was ist, wenn es eskaliert, sondern das ist schon die Eskalation, die da quasi gefordert wird. Das wäre so, als würden wir auf der anderen Seite fordern. Wir müssen, dass der Staat die Menschen alle zu, keine Ahnung, was zwingt, was jetzt eben das, das Ultima der Veggie-Schnitzel wäre, sozusagen. Verstehst du, was ich meine? Dass das, ich habe das Gefühl, in der politischen Diskussion haben wir total harmlose Beispiele, über die wir dann diskutieren, diese komischen ja. fucking Geschwindigkeitsbilanz und so weiter. Und das wiegen wir so ab und sagen so: hey, wir, die zwingen uns zu gendern. Das ist was, dann dann sage ich lieber, wir sollten ja AfD wählen, weil keine Ahnung, wie dann, dann der böse Messer Ali nicht mehr an Silvester die Frauen belästigt. Und Ich finde diese, dieses Gegenüberstellen finde ich irgendwie das sorgt für diese Spaltung, weil wir total Extreme da haben und über alles, was wir gerade von dieser linken Seite gesprochen haben, sind für mich keine extremen Forderungen. Klar, das Prinzip des Zwanges ist vielleicht ein Extrem, aber ich glaube weiterhin, dass es in der Realität nicht in einer Form des Zwanges, des keine Ahnung, was zu strafen wäre. Und bei dem anderen haben wir aber in der Realität was, wo konkret Sachen gefordert werden, wo ich sage, das ist menschenverachtende Scheiße. Und das veggie und die Geschwindigkeitsbegrenzung und keine Ahnung, der Bullshit ist es nicht. Das sind harmlose Sachen, die durchgehen oder eben nicht. Und wenn sie durchgehen, ist cool, wenn sie nicht durchgehen, ist scheißegal. Und. Eigentlich hast du gerade genau das so beschrieben, was, wieso, wie du, du wieso argumentieren kannst, dass so eine, so eine quasi Veggie-Schnitzel-Debatte in so einem Kontext komplett deplatziert ist. Klar. Wenn du sagst, warum beschäftigen wir uns damit, während wir uns eigentlich damit beschäftigen sollen. Und das Thema hat auch, eigentlich ist eher so ein kleines Experiment am Rande, dann ja. eher die Frage, ich würde nicht, ich folge nicht der Argumentation zu sagen, nur dadurch, dass es irgendeine. Irgendwer aufgreift und laut macht, sondern dann ist die Frage, warum hast du es überhaupt, warum wird es überhaupt politisch gerade diskutiert? Warum beschäftigen wir uns hier mit Veggie-Schnitzel, während wir ganz andere Probleme haben? Naja, weil ich eine Regierung bin und sage, ich möchte Dinge durchsetzen, ich habe Ideen und ich habe ja, dann, einen Plan und ich habe irgendwie tausend ja. Punkte auf der Agenda und einer davon ist fucking Veggie-Schnitzel, aber es ist ein fucking ja. kleiner Punkt. Ja aber, ja, aber dann muss man sagen, dann musst du richtig, also dann. Dann ist doch klar, wo, warum es einfach deplatziert ist, weil dann ist die Frage der, dann ist es eine komplette falsche Priorisierung und dann auch noch von Dingen, die keinen garantierten Effekt haben, die aktuell ich überhaupt. Also weiß ich meine? Ergibt, also verstehe kannst du mir folgen. Nee, warum weil ich das Thema ja nicht. diskutieren, was kein? Ja, aber du musst priorisieren. Du kannst ja nicht einfach sagen, nein, ja, aber ich, ich diskutiere das ja nicht. Das wird ja zur Diskussion, weil andere das groß machen. Ich würde es ja einfach im Zweifel schnell durchbringen. Wir testen das und dann ist halt fertig. Aber es wird zur Diskussion, weil ja. andere Parteien sich daran aufgreifen, weil sie merken. Oh, da können wir jetzt äh, auf einmal zeigen, dass die Regierung uns zu etwas zwingen will und wir sind jetzt auf einmal die Gegenpartei und deswegen sollten wir lieber, oh, ihr lieber uns wählen. Aber eigentlich ist es doch nur eine völlig harmlose Sache, eine von tausend Sachen, die man ja, und, als Regierung und, eben macht. Ja, eben nicht. Und weil es eben, du sagst, es ist eine harmlose Sache. Und ich sage, wenn du den Prinzipien folgst, ist es keine, also ist es, ist es Prinzipien, würde ich sagen, äh, diese eine harmlose, belanglose Sache hält dem Test der Prinzipien nicht statt. Es fällt durch. Ergo, warum wird es diskutiert? Aber warum, Ergo, fällt es durch? warum wird es überhaupt... Also woran machst du fest, dass es durchfällt? Also für mich persönlich fällt es durch, weil es einen Zwang einführt mit einem zweifelhaften Effekt für die Gesamtheit, über kann, der nicht eindeutig ist. Und damit ist es quasi... Raus. Und dann kommt noch hinzu, dass es quasi nur den Effekt hat, dass es der anderen Seite Nährboden gibt, um sich drüber aufzuwägen und quasi, um damit quasi Politik zu machen. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur durchgefallen, sondern auch noch kontraproduktiv. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso das dann priorisiert wird in der Themenliste der Themen, die man aktuell behandelt, dann. Ja, aber. Dann das könntest du doch zu jedem einzelnen Punkt auf der Agenda des, ähm, der, 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 des Koalitionsvertrages quasi sagen. Da sind doch ja. also das sind doch nicht alles nur Gesetze, wo man sagt, hey, es wäre total nett, wenn das irgendwie und das passiert. Da sind doch hundertprozentig. Ich kann es jetzt nicht auch so nicht sagen, aber ich bin mir sicher, da gibt Ich Kannst dir ein Beispiel, ein Beispiel für ein Gesetz geben, wo ich sage, das ist Nein, super ich, geil? Nein, ich, dass ich das das kann, nicht, dass was ich, ich, ich möchte nicht sagen, dass es nur solche gibt, aber ich glaube nicht, dass es tot. nur das Veggie-Schnitzel als in Anführungszeichen in meinen Augen Zwangargument gibt, aber das wird sich rausgepickt, weil man weiß, hey, daran können wir uns irgendwie aufregen, aber bei anderen Sachen wird nichts zu gesagt, weil ja, das, das gehen wir eben so mit. Aber das wird von der anderen Seite aufgegriffen, weil man merkt, damit kann man Feuer legen, damit kann man auf einmal spalten und ich glaube nicht, ich würde halt sagen, es spalten nicht die, die irgendwelche harmlosen Punkte auf die Agenda packen, in meinen Augen harmlos, weil ich eben nicht, wie gesagt, direkt dahinter sehe, okay, jetzt werden wir bald zu allem gezwungen und ich sehe die große Sorge des, wir öffnen jetzt Tür und Tor für alle möglichen Zwangargumente. Ähm, wenn man, klar, also wie gesagt, wenn man das mitgeht, wenn man sagt, okay, wir dürfen gar nicht erst auch nur anfangen, in irgendeiner Form einen Zwang in ein Gesetz zu packen dann verstehe ich das, da kann ich sagen, ja gut, das ist eine Prinzipiensache, wenn man das so nicht sieht, dann ist das okay, dann verstehe ich das. Aber wenn man sagt, okay, ich finde das aus Prinzip erstmal nicht schlimm, aber ich finde das irgendwie also ich finde das einfach nicht so wichtig und ich finde das irgendwie unnötig, dass das so hoch priorisiert wird. Also in meiner Welt ist nicht die Partei, die das durchbringen will, die das hochpriorisiert, sondern die, die dann sagen: Okay, wir suchen jetzt mal, wie können wir Oppositionspolitik betreiben, wir suchen uns jetzt hier und die Punkte rauf, damit machen wir Politik, die können wir rauspacken. Und dadurch können wir sagen: Das ist Signaling. Das ist das gleiche mit dem fucking Gendern. Niemand hat jemals irgendwen zwingen wollen zu irgendeinem Gendern oder keine Ahnung was. Es sollte nie irgendwelche Gesetze oder keine Ahnung was geben. Es gibt Menschen, die sagen: Okay, wir machen das. Und es wird aber von einer Seite aufgegriffen und gesagt: Bald werden wir alle gezwungen zu Gendern und keine Ahnung was. Und das ist in meinen Augen eben das gefährliche Signaling. Und nicht, hey, wir haben eine Idee und wollen konkret was machen. Und das, das Ergebnis ist vielleicht nicht super krass, aber es ist irgendwie ein kleines Ergebnis. Lass das mal mitgehen. Und ich habe das Gefühl, du, du, du positionierst dich auf eine Seite in dieser Diskussion. Du positionierst dich auf die Seite, die sagt: hey, das ist doch okay. Nimm einfach was gegen, nimm einfach die andere Position ein und sag, was ist es denn, wenn zum Beispiel eine AfD sagt, wir machen jetzt hier, äh, schieben Leute ab ohne Grund oder was auch ja. immer? hey da sagt mein Wertekompass. Nee, da sagt mein Wertekompass ganz klar, es ist inhaltlich nicht das Gleiche. Du brauchst keinen Wertekompass. Du kannst, diesen, du kannst einfach die Frage stellen, Moment, erstens, hat das, also wird das mehrheitlich gewollt? Nein, wird es nicht. So, ähnlich wie. Hat es einen, einen positiven Effekt auf die Gesellschaft? Hat es nicht. Es fällt von dem Prinzip her genauso durch. als bleibt am Ende des Tages die Frage, wozu dient das gerade? Das, das Signaling-Instrument an die andere Seite, wo die AfD sagt: Hey, das sind unsere Wähler, die wollen sowas hören. Also geben wir denen das oder wird das hoch debattiert und dann festigen wir unsere Beziehung zu unseren Wählern. Und gleichzeitig, was du machst, ist, du spielst Leute auf die andere Seite über, die sagen, die sind doch durchgeknallt. Und das ist das gleiche Prinzip wie dem veggie du, du hast ein Thema, was keine gesellschaftliche Mehrheit und Anerkennung hat, du hast auch keinen Benefit für die Gesellschaft, keinen direkten und spielt das Thema einfach nur in die Debatte rein, um einfach eine Debatte zu führen und um quasi relevant zu machen. Und das ist ja, aber deswegen meine ich, unabhängig davon, was deine persönliche Meinung ist zu dem einen oder anderen Thema. Das Prinzip ist doch das gleiche. Ja, aber wir müssen doch nach wir müssen doch unsere Werte mit reinbringen, wenn wir wenn wir uns um politische ja, aber, wir okay. politisch uns positionieren. Das, wir können doch nicht Me sagen mein, dass... Mein mein Punkt ist, deine politische Anschauung und deine politische ähm, dein politischer Wille, den du hast, deine Stimme, den du auch weitergibst, der, da ist, da werden wir uns nie alle einig. Jeder wird immer unterschiedliche Meinungen haben. Fair. Was du aber nicht willst, du willst nicht in ein, du willst kein System erschaffen, wo du sagst, ja, solange meine politischen Werte durchgesetzt werden, folge ich den Prinzipien und finde die gut, Sobald aber die andere Partei nach den gleichen Prinzipien und Regeln agiert, finde ich das plötzlich blöd und finde das so blöd, dass ich das am liebsten, weiß ich nicht, dass ich am liebsten laut schreien möchte. Das ist ganz schlimm finde. ein politisches ja, System. Das das ich zu einfach. Du, 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 Der Test ist, gibt, wenn du, wenn du ein Gesetz einführst oder irgendwas, wo du sagst, ich verbiete Menschen jetzt quasi äh, das, das Schnitzel. Das, oder ich verbiete ihnen dienstags das Fleisch, die müssen Veggie-Schnitzel essen. Würdest du es gut finden? Wenn auf der anderen Seite die andere Partei vier Jahre später das Gesetz rausbringt und sagt, ich verbiete euch Gemüse am Dienstag, ihr dürft nur Fleisch essen. Mhm. Aber nur für Mensa. Ist okay. Mhm. Also, wenn, wenn ich das und nachvollziehbar da würde... finde für mich, dann finde ich das okay. Dann würde ich sagen, okay, wir haben jetzt das probiert, wir haben festgestellt, die Schüler zeigen, es hat irgendwie vielleicht eher dazu geführt, dass Menschen ungesünder wurden und keine Ahnung ja. was. Deswegen gehen wir den anderen. Aber Weg. jetzt inhaltlich siehst du da eine Argumentationslinie, die irgendwie für dich nachvollziehbar ist in Fleisch-Only Day? Wie meinst du, sorry, wie meinst also, du... Also, wenn du jetzt auf die inhaltliche Ebene geht und sagst, Flashy-Schlüssel kannst du inhaltlich nachvollziehen, findest du kein Gegenargument, für dass du, okay, kann man ja. machen. Jetzt, Test, Fleisch-Day, ja. Fleisch-Only-Day, würdest du sagen, du könntest das unterschreiben oder würdest du irgendein Argument finden, warum du sagst du nee, Fleisch-Only-Day? Ja, dann das. würde ich jetzt sagen, dass wir dann, für, dass das nicht klimaförderlich wäre, so. Aus dem ersten Gedanken her, weil wir, wenn wir da sagen, dann müssten wir mehr Massentierproduktion, wir bräuchten, wir hätten mehr Methan, wir hätten mehr klima Shit dadurch. So. Das wäre jetzt das Erste, was ich hätte. Gesundheitlich kann ich es nicht einschätzen. Keine Ahnung, ob jetzt das Rot, ob jetzt irgendwie das Fleisch so viel schlimmer ist. Keine Ahnung. Also würde ich jetzt gar nicht so. Da ich auf, diese, auf diese wackeligen Beine würde ich mich jetzt quasi gar nicht begeben, aber was wir wissen, ist, dass es fürs Klima beschissener wäre. So. Also würdest du sagen, nicht gut. Ja. Also, nein. Ja. Und das ist halt, und das ist genau mein Punkt, wenn du quasi etwas einführst, was der einen Hälfte, jetzt nehmen wir mal einfach, es gibt 50-50, 50% Bauchspitze, 50%, 50, 50, pro 50 Fleisch, whatever, wenn du so eine Spaltung hast und dann sagst, du führst eine, eine Sache ein oder schlägst du eine Sache vor, die bewusst quasi die andere Hälfte, die, wo du, du bist ja auch wahrscheinlich gerade gesagt die andere Hälfte findest doof, dann und wie gesagt, der Effekt ist halt. Ja, aber wir sagen, dass es das die diese Hälfte du... gibt. Also, wir, das, das können wir doch gar nicht messen. Wir haben ja leider keine Statistik, wo wir sagen, wir stellen jetzt dem Volk diese Frage und stimmt bitte ab, damit wir klar sagen können, es ist 50-50. Ist ja nur eine Annahme. Wir nehmen es gerade an, weil das im Zweifel in Social Media oder keine Ahnung, in Medien einfach super hoch in Bilanz diskutiert wird. Aber wir wissen ja faktisch nie, welche Entscheidung jetzt, also welche kleinen Minimalentscheidungen, welchen welche Zustimmung sozusagen haben, das haben wir leider nicht das Tool. Das wäre halt total spannend und total wichtig, das, für diese das Debatte. Das wäre cool, das wäre direkte Demokratie wie in der Schweiz. Du kannst es in Frage stellen, ja, nein. Ja, oder wenn es auch nur erstmal Meinungsabfrage wäre. Ich will ja gar nicht zwingen, dass wir jetzt unbedingt hier entscheiden, da haben wir schon mal gesprochen, aber wenn es einfach wäre, wir könnten mal sehen, wie fänden die Deutschen das. So. so. Und. Nochmal. Selbst. Selbst wenn du meinung abfragen könntest der effekt den du damit erzielst wenn der nicht eindeutig ist dass du sagst damit hast du für alle nachvollziehbar unumstrittlich einen positiven effekt dann ist das einzige ergebnis was bei dieser meinungsabfrage tatsächlich dann dich eigentlich zu zu einem Ja für, das, für ein solches Gesetz stimmen kann, wäre zu sagen, gut, dann hast du 100% einstimmig, wollen wir. Wenn du keinen positiven Effekt hast und nur eine Person hast, von, die sagt, ich finde das blöd, dass also sie frage, warum tust du es dann? Warum tust du diese einen Person quasi? Aber wieso sagen wir jetzt keinen, keinen positiven Effekt? Weil wir vorhin gesprochen haben und gesagt haben, ja, man kann jetzt annehmen, dass die Leute dann ihr Verhalten ändern, aber ich habe hier 100 mhm. Beispiele dafür, 100 Beispiel dafür und am Ende des Tages plus, minus, neu. Ja, aber zum Beispiel das Klimaargument haben wir ja. Das haben wir ja auf dem Tisch liegen. Dass wir wissen, wenn wir jetzt sagen würden, die Mensen mhm. würden einen Tag zum Beispiel kein Flasch anbieten, dann würde das einen kleinen Beitrag leisten, sozusagen. Einen kleinen. Einen kleinen. Kannst du das mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass das ein Beitrag ist, der irgendeine ah, Relevanz hat? Aber Bro, also ich aber meine, wir können also, doch nie bei 100, wir können doch, also nehmen wir das die ganze Atomkraftwerk-Debatte, wir können doch auch da nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass nicht das in Deutschland gebaute Ding explodiert. Hundertprozentig werden wir nie kriegen. Können wir nicht, aber du kannst sofort sagen, hey, wenn das so Ding steht, dann können x Menschen Strom beziehen für Preis Y. Ja, aber dann ist es ein Abwägen. Aber zum Beispiel so. hatten wir auch lange nicht die, die Mehrheit in Deutschland für Atomkraft sozusagen. Und jetzt hast du für dich das recherchiert und hast für dich klar, das ist die Lösung sozusagen. Aber da wird's ja, das wird es ja, da wird, das spaltet ja Deutschland genauso im Zweifel. Tut es auch, ja. So, aber heißt das jetzt, deswegen sollten wir das nicht aber machen? Aber das, das Ding ist additiv, das Ding ist nicht so, also du, du fügst etwas hinzu, du nimmst nicht etwas weg. Das verstehe ich sofort. Du gibst, Menschen, du gibst Menschen Option. Du sagst, hier ist mehr Auswahl von etwas. Du kannst jetzt Strom ABC beziehen. Beim anderen Thema sagst du, ich nehme dir etwas weg. Ja, nehme dir das Gemü ja, Gemüse weg, oder ich nehme dir das Fleisch weg. Das ist ein ja, Unterschied gut. für mich. Aber dann gibst du Menschen im Zweifel, addi addierst du denen das Gefühl von Angst und Unsicherheit, ob berechtigt oder nicht. Darum geht es gerade gar nicht. Also, ich ja, ja. gehe mir den Weg mit zu sagen, es gibt keinen. Signifikantes äh, Sicherheitsrisiko mehr sozusagen, ähm, aber wenn die Menschen das doch empfinden, dann gibst du ihnen doch das Gefühl von Angst sozusagen und das reicht doch schon, um die das zu spalten. Da kannst du noch so sagen: Ja, stellt euch nicht so an. Das stimmt. Deswegen hatte ich vorhin gesagt: Naja, wenn du etwas hast, wo du, wo du dir unsicher bist und nicht aus keine Argumente findest und sagst, hey, das hat offensichtlich einen sehr starken positiven Effekt. Und du bist an einem Punkt, wo du sagst, ja, das hat vielleicht einen marginalen Effekt und vielleicht ein bisschen Beitrag. Und dann fragst du die Menschen, was, was wollt ihr denn? Und da sagt einer von 100, sagt ein Prozent, sagt, ich finde das doof. Reicht dieser marginale Effekt, um ein Prozent, welcher wählt ein Prozentsatz, um sagen, ja, müsst ihr jetzt mitleben? So, jetzt sagen wir, in deinem Beispiel ist der Effekt aber so groß, dass man dann die anderen 50% sagen sollte: Ja, nee, ihr habt halt Pech gehabt, sozusagen. Weil, so, for the good case. Das ist eine Abwägung, wenn du sagst, weiß ich, der Effekt ist so offensichtlich geil, dass es reicht, wenn 49% sagen: äh, Ich habe Angst. Und aber 51% sagen: Ja, aber es ist uns egal, dass ihr Angst habt, müsst ihr Leben. Ich weiß nicht, was, die Prozentsatz, was der Prozentsatz nee, ist. Nee, wissen wir halt, deswegen, das müssen wir dabei. Aber, aber du brauchst halt, brauchst halt aus meiner Sicht halt etwas was per se et etwas Positives ist, also was hinten, was quasi hinzukommt, was etwas verbessert per se in der Hinsicht. Und der Effekt muss irgendwie greifbar sein. Ja, aber das um, gleiche, um die gleiche Argumentation könnten ja. doch die Leute, der Abschiebeleute auch haben. Ist doch völlig klar, also ist doch hundertprozentig messbar, dass wenn du jetzt irgendwie aus Deutschland, keine Ahnung, 20% der Leute rausschickst, dass dann mehr Arbeitsplätze für die Deutschen wäre, dass dann, keine Ahnung, ist. Also, also du kannst doch, also das, ich habe jetzt das nicht unabhängig durchdacht, aber ich glaube, du kannst diese Idee genauso wie Atomkraft verkaufen, dass du sagst, hey, wir haben nur Vorteile davon. Also nicht nur. Es, natürlich muss man, wenn man ehrlich ist, dann auch eben sagen, gut, wir müssen das erstmal auffangen und so weiter und so fort. Aber ich bin mir sicher, man könnte dieses, wenn man. Wenn man jetzt nicht auf nur, also wir unterstellen, wir unterhalten uns jetzt nicht mit nur informierten Menschen, wie bei Atomkraft auch. So, wir sagen, ihr habt nicht alle einen Plan davon, ihr habt irgendwelche Ängste, ihr habt irgendwie das und das, aber vertraut mir, this is the way, so, weil das sind die Statistiken, glaubt mir, ich kann es belegen, so. Und genau solche Menschen wirst du wahrscheinlich finden können für eine moralisch 100 krass verwerfliche Nummer. Das ist doch diese ganze Thanos-Debatte, dieses, was ist, wenn wir 50% der Menschheit irgendwie auslöschen könnten, ja, das wäre für den Planeten irgendwie cooler, messbar. So. Aber das ist, deswegen sollten wir es doch trotzdem nicht tun. Nee, weil Thanos-Beispiel würdest du Menschen töten. Und das. Ja, aber wenn wir Menschen enden. ja, genau, aber wenn wir Menschen irgendwie abschieben oder keine Ahnung was, dann tun wir das gleich ähnlich. Im Zweifel. Und das tun wir mit einem fucking Veggie-Schnitzel nicht. So, also deswegen, ich finde die Inhalte so, deswegen finde ich es so schwierig, wenn wir diese Inhalte so vergleichen und dann so tun, als aber gäbe es zwei die... gleichberechtigte Seiten in irgendeiner Form. Nein, aber, aber der Punkt ist doch, niemand, das haben wir von Anfang an doch die ganze Zeit gesagt, niemand vergleicht die Inhalte, niemand vergleicht gerade das Thema Flüchtlinge mit, mit Veggie-Schnitzel, in keinster Weise. Nee, aber wir haben doch so angefangen, wir haben nur diese, diese Debatte gekommen, weil du gesagt hast, wir haben diese zwei polarisierende Extreme, die extreme Linke ja. und die extreme Rechte. Und Direkt. daraufhin habe ich gesagt, ich finde diese extreme Linke nehme ich so gut wie gar nicht wahr. Weil ist jetzt die extreme Linke, die die Veggie-Schnitzel fordert, ist das schon die extreme Linke quasi? Nein, es ist nicht die extreme Linke. Aber wer ist die denn dann? dann was fordern die extremen Linken? Also was, wer, wer sind, Was fordern die, wo ich sage, ich kann verstehen, was du meinst, wenn du sagst, du hast eine Sorge oder du siehst diese beiden Extremen sozusagen steigen. Weil ich die, die Linke halt nicht sehe. Und ich würde sie gern sehen, damit ich das verstehen kann. So, für mich, was ich sehr stark sehe aktuell, sind, ähm, sind so zwei, zwei Strömungen. Die eine Strömung, die argumentiert in die Richtung zu sagen, ähm, wir müssten mehr Gleichheit schaffen im Hinblick auf. Auf Ergebnisse, die Menschen quasi im Alltag sehen. Wir müssen ähm, quasi alles, was wir, als, was wir in Deutschland im Sozialsystem haben, quasi verbessern, stark verbessern. Beispiel Bürgergeld und so weiter. Was im Kern in manchen Situationen dazu führt, dass du quasi, ähm, dass das Argument, was da gebracht wird, dass du sagst, okay, jetzt haben Leute, die halt eben Job haben, keinen Anreiz mehr und so weiter und so fort. Aber es ist quasi ein Instrument, was sich immer gut anhört, bis es an einen Punkt kommt, wo es halt eben nicht mehr richtig gut funktioniert, weil es halt eben nicht mehr 100% passt, weil du eben die Anreizsituation quasi zu extrem in eine oder andere Richtung gedreht hast. So. Und der, das ist jetzt ein Beispiel für, für, für alle möglichen Themen, wo du immer sagen, wo du sagen kannst, Moment mal, wir haben jetzt hier bei Krankenkassen... Ne, das Zweiklassensystem sollten wir nicht alle gleich versorgen und so weiter und so fort. Ja, sollten wir, aber wie? So, und dann wird darüber diskutiert, sollten wir vielleicht die Private abschaffen und alle die gesetzliche bringen. Ja, ist eine Lösung. Aber das wäre doch noch nicht ein um, extrem linkes Argument, oder? Nein, nein, nein. Ja, aber ich glaube, was, was Nein, das ist kein extrem Argument. Genau. Linkes das wäre für Argument. mich einfach im Zweifel ein politisch Mitte-Links-Argument, ein klassisches SPD-Argument von früher sozusagen. Aber jetzt hast du ja gesagt, die extreme Linke und die extreme Rechte, die, das macht dir so Sorgen, aber diese Extremlinke sehe ich immer noch nicht. Weil dass wir ein Sozialsystem haben und dass wir darüber nachdenken, ja. wie können wir es gerechter machen, ist doch normal. Für mich, na, ja, aber eine Extreme muss sich nicht in einer, in einer, einzigen extremen Meinung äußern, im Sinne von, wir wollen ein Thema extrem behandeln. So, das hast du relativ plakativ bei der AfD. Die sagt, hier, ich will Leute Abschied. Das ist eine, ein, ein politisches Beispiel wo die sich sehr extrem positionieren und damit quasi sehr einfach in, in die Kategorie extrem rechts fallen. So. Easy. Mir geht es darum, dass ich Dinge sehe, quasi, die in, an sich nicht groß sind und an sich auch nicht schlimm klingen, aber wenn du die in Summe aufaddierst und weiterdenkst, führt das quasi zu einer Situation, die du mit Summe als extrem links bezeichnest, weil du in Lebensbereiche reingreifst und sagst: Hier ist es nicht fair genug, wir müssen mehr. Ja, aber das hat doch schon immer. Wir hatten doch schon immer ein Soli, wir hatten noch schon immer ein Sozialsystem, exakt, wir hatten immer schon exakt. Hartz IV, also ja. nicht Hartz IV, sondern. Das ja. also, ne, so. Aber dann, das war doch was keine ist neue extreme Linke. Doch, aus meiner Sicht schon, weil du jetzt quasi in Bereiche immer mehr dich reintastest, die die nichts mit Steuern oder Sozialabgaben per, 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 per se zu tun haben. Jetzt gehst du hin und sagst, na ja, ich weiß besser, was, was, was gut für die, für die Energieversorgung ist und schaffe etwas ab oder füge etwas zwingend hinzu. Ich, füge, ich schaffe Atom ab und füge jetzt weiß ich, Wärmepumpen als Pflicht hinzu. Das ist ein Lebensbereich, in dem Grundsätzlich, wenn du jetzt sagst, was die Funktion des Staates ist, wo du sagst, naja, muss, muss, muss der Staat quasi diese Vorgaben machen. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Staat, der regelt quasi bei uns in Deutschland eben das Gesundheitssystem, der regelt auch die, die Kinderversorgung. Fair, da kannst du darüber diskutieren, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wir haben auch ein Sozial. Aber wenn du quasi in allen Bereichen immer weiter reingehst und sagst, ja, aber das ist nicht gut. Wir wollen diese Glühbirnen nicht mehr erlauben. Das wollen wir nicht mehr, dass das genutzt wird als, als, als Energiespeicher die ja sagen, Dieselautos sind nicht mehr, nicht mehr, wie soll ich sagen, nicht mehr on ähm, vogue. Wir wollen, dass jetzt alle äh, Wasserstoffautos fahren im Zweifel, dann ist das nichts, wo ich sage, das ist jetzt per se extrem links. Aber die Leute, die sich politisch per se, äh, der Linken extrem befinden, für die ist das ein uns die sagen, ja, das finden wir geil, weil wir wollen nämlich bestimmte Dinge erreichen, egal ob das jetzt den Leuten auch verzwungen wird oder nicht. Und das sind so kleine Beispiele, die das extreme Linke füttern. Und das, deswegen sage ich, die beiden, beiden, beiden Extreme die kriegen quasi gerade einfach nur Futter hingeworfen, Aber, das, denen sie sich... aber politisch links, also die Parti also wir müssen ja irgendwie das ja irgendwie greifbar machen, aber ich sehe keine politisch linke, also keine, Ex also die Linke ist ja gerade quasi die stirbt ja aus. Also, ne, hast du jetzt mal gesagt, die gibt es gar nicht mehr, keine Ahnung. So, ja. ähm, das heißt, das scheint ja gar keinen Zuspruch zu finden, sozusagen. Außer Nein. wir sagen jetzt auch immer, wir also weil irgendwer muss doch dann sagen, also wenn du sagst, das füttert die extreme Linke und die können diese Argumente ja. nutzen, so. Aber ich höre keine linke Partei, die also keine Linkspartei, die das fordert. Das sind ja jetzt alles Argumente, die eher ja, du die hast... mittigen Parteien, die, die die politische Mitte fordert. Aber jetzt da, willst das, du was mir was nicht ich sage, erzählen, die, dass die ins extreme, die rücken, dass die die in Extrem ex, links Die rücken sind. jeweils in die Extrem. Das ist ja das Absurde. Wenn du jetzt mal guckst. Ja, aber äh, das, äh, äh, Die politische also, Mitte wird dünner und die, äh, die Parteien rücken jeweils in die Extreme. Das ist das, was du in ganz Europa beobachtest ich also in meiner welt ist es eine absolute fake debatte in, in absolutes fake argument zu sagen wir haben ein gleichberechtigtes abdriften in die extreme in meiner welt ist es so dass wir eine extreme rechte haben die stärker wird in europa was wir ja auch an den Regierungen sozusagen sehen und klar wird es gegen gibt es gegenstimmen und natürlich sind die im zweifel auch extrem aber ich würde nicht die politische mitte die da also wo auch immer die jetzt bestehen mag in meiner welt ist die nicht ins Extrem nach links gerückt sozusagen und versucht mit extrem Moment, linken Moment, Argumenten draufzuhauen? Moment. Moment mal, also erstmal habe ich nie gesagt, dass die sich gleichmäßig in also dass es gleich, gleich takt ist nach dem Motto so viel wie es nach rechts ist so viel wie es nach links gedriftet. Ja, hat. Das, ja, das macht dir ja beides so, also das wirkt Ja, wie... es macht mir beides Sorgen, weil jedes Abdriften von von einem Konsens von der Mitte in egal welches Extrem im Ergebnis das Gleiche hat, im Ergebnis hatten wir am Anfang, egal ob du jetzt die Historie, die Historische hast, was, haben, was hat die extreme Rechte und die extreme Linke politisch verbockt quasi, was haben die gemacht, Was immer am Ende des Tages zum Leide aller. Ja, aber wir sind doch keine politische so, Linke. Wir sind doch keine extreme politische Linke. Die haben wir doch nicht. Aber, aber du hast, es, mein Argument ist, ich sehe ein, ein, eine, eine Bewegung von politischer Mitte nach links, stärker nach links. Du musst ja, also Beispiel wäre, Gegenargument, wenn die Linke nicht mehr existiert, heißt das, die Linkswähler sind weg oder haben die einfach ein, ein, eine andere Partei gefunden, der sie jetzt wählen? Kann ja sein. Dann haben wir 4% der Linken, die jetzt irgendwie in der SPD rumlungern meinetwegen, zu 35%, die irgendwie in der AfD, die AfD wählen zum Teil. Aber im Kern bestätigt das doch, aber das, was du gerade sagst, egal welches Verhältnis ist, wenn jetzt, ich sage, ich habe keine Ahnung, was die, die SPD Linke oder Rechte geworden ist, aber kann, jetzt an deinem Beispiel, kannst du sagen, die SPD ist dadurch ein bisschen weiter nach links gerückt, wenn die weil die Leute ihre politische Meinung nicht geändert haben und die AfD hat auch gewonnen und es damit ich auch weiter Stimmen dir absolut zu, dass wir ein politisches Spektrum haben, dass wir linke wie rechte Stimmen haben. 100%. Das hatten wir aber immer. Und in meiner Welt ist die extreme Rechte deutlich gewachsen und die Linke existiert wie immer. Dass es irgendwie eine PDS gab, dass es irgendwie eine Linke gibt, klar. Nur jetzt auf einmal tun wir so, als wären die auf einmal so super mächtig und als wären die irgendwie, müssten wir die in einer Diskussion ins Feld führen, wo wir eigentlich darüber diskutieren müssen, warum die extreme Rechte so viele Stimmen hat. Dann werfen wir diese nee. linken Argumenten da rein. Das verstehe ich nicht. Mein Standpunkt ist, also ich bin, ich habe keinerlei Bezug zur Rechten oder zur Linken. Das ich weiß, weiß ich da. doch, das weiß ich doch. Ich will es ja nur und, verstehen. Ja, und mein Punkt ist einfach, ich argumentiere nicht. Was ist jetzt schlimmer? Ist das eine Extreme oder das andere? Ist es ist schlimmer geworden. Ich argumentiere auch nicht zu sagen, äh, wer hat mehr zugenommen oder wer hat weniger. Eine Aussage von, von Anfang an ist, was ich sehe, ist, dass beide Extreme mehr Zuspruch bekommen. Und das macht mir Sorge, weil in beiden Fällen ist es nicht gut. Aber ich glaube trotzdem, dass das extrem nicht mehr, das linke extrem nicht mehr zuspricht Ich glaube, es hat einfach gleich viel wie immer. Irgendwas zwischen 4 und 7 Prozent wahrscheinlich irgendwie so. Und mal mehr, mal weniger. Und das Ein... haben wir schon mal darüber gesprochen bei Social Media. Je lauter natürlich die rechte wird, desto lauter wird auch die linke. Aber ich glaube, es sind nicht mehr. Also ich, ich sehe das nicht in Zahlen, dass es das mehr werden. So, ich glaube, die werden einfach, die, die regen sich halt dann darüber auf, weil es eben viel rechts gibt. Deswegen hört man automatisch auch viel, viel links. Aber das sehe ich nicht. In, das sehe ich sozusagen irgendwie nicht. Und ich glaube, man betreibt da so ein, so ein False Balancing quasi, indem man sagt: Naja, wir müssen irgendwie darauf achten, dass wir nicht zu links werden, wenn wir eigentlich gerade, das wäre, was du eben meinst mit der Priorisierung, warum reden wir gerade überhaupt irgendwie über eine extreme Linke, wenn es gerade für uns alle ersichtbar ist, dass es eine extreme Rechte gibt, die irgendwie 25 Prozent hat, dann sollten doch alle Ressourcen darin gehen, zu sagen, wie können wir das in irgendeiner Form verhindern? Jetzt nicht mit einem Verbot, keine Ahnung, womit auch immer so, aber wir müssen das doch eigentlich politisch verhindern. Und warum führen wir diese, warum beschreiben wir das Signaling und reden über irgendwelche komischen linken, extrem linken Ideologien, die gerade ja gar nicht, also die gar keinen großen Einfluss haben? Die Aussage stimmt nicht. Du sagst die es gibt keinerlei Ideologien die keinen Einfluss haben. Warte mal, ich sag, ich hab, es gibt keine Ideologien die sagst, keinen Einfluss Du sagst, du sagst es gibt keine, keine extrem linken Ideologien die gerade einen Einfluss haben. Sorry Kamera weg, ist gleich ähm, wieder. Da. Ja, ich, ich bin da. Ähm, ich sehe genau, also ja, ich sehe keine extrem linken so. Stimmen in den Parteien die einen Einfluss haben. Ja. So, und ich sage ich sehe diese schon, ich sehe ein, 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 eine, wie auch immer, wie viel Prozent du das sehen willst, whatever, eine, eine Extrembewegung in beide Richtungen. Und woran ich das festmache, sind Dinge, Lebensbereiche, in die jetzt eingriffen wird, die typischerweise nicht Subjekt des Eingriffs waren. Das immer kann ich beurteilen. Ich weiß nicht in der Vergangenheit, ob nicht schon mal sowas war. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es immer nur Gesundheit und Steuern waren oder ob es nicht auch schon mal Regularien gab, die von der Regierung kamen, die irgendwie in einen anderen Bereich angegriffen haben, das weiß ich nicht. Sag, sag, für den Moment, gehen wir davon, Klar, gehen wir davon ich aus, ich habe jetzt, ich bin nicht komplett Banane. Okay, gehen wir davon aus. Was ich sage, ist, wenn man quasi, wie soll ich sagen, wenn man wenn man das möchte, das quasi auf Dauer. Ähm, nichts Schlimmes passiert, wie es in der Historie der Fall war, dann reicht es nicht, sich nur mit der einen Seite zu beschäftigen, sondern muss beide Extreme im Blick haben. Und das ist mein Stab. Weil wenn ich sage, ich habe Sorge, weil ich beobachte Dinge, die mir neu sind, würde ich sage, hey, das ist irgendwie interessant, das ist ein Konzept, was ich so nicht kenne, aber es existiert jetzt, es taucht auf. Ordnen es welchem Spektrum auch immer, also welchem Extrem auch immer zu, sobald es an einen Punkt kommt, wo der Weg zur, hey, es gibt jemand, der dir sagt, was du tun hast oder der über dein Leben entscheidet, egal ob es dein Leben betrifft im Sinne der, wo darfst du wohnen oder egal ob es das betrifft, was darfst du essen oder was wie darfst du heizen, dass immer so Entscheidungen, die top down kommen, wo ich für mich sage, wenn es eben diese Prinzipien nicht widersteht, also wenn es diese Prinzipien nicht aushält, dann ist es erstmal etwas, wo ich sage, warum gibt es das und irgendwie macht mir das Sorge, dass es das gibt. Und mhm. das ist letztendlich das, was ich sage. Ich sage nicht, es gibt jetzt eine, eine Gleichverteilung nach links und rechts und man sollte sich mit der einen oder anderen beschäftigen. Ich sage, man muss auf beide Seiten achten. Weil wenn es nicht die Linke ist, die extrem radikal wird, auf einmal übernimmt, dann war es historisch dann eine Rechte. Aber das hast du, immer hast du ein Extrem, was in, in manchen Ländern es geschafft hat, auf einmal die, die Macht zu erlangen. Und dann, wie gesagt, ging es allen schlecht. Und yeah, but Mein but Punkt but ist, einfach du schaut halt, also es reicht halt nicht zu sagen, ja, wir können alles. Alles gut heißen, was moralisch irgendwie gerade gut klingt. Wir müssen darüber nachdenken, was sind die Konsequenzen und was sind die Konsequenzen in Gesamtheit. Und das ist das, was, was ich halt, was wo ich die Sorge vorhabe, dass halt man schnell Sachen einfach abwinkt, weil sie auf dem Papier halt gut klingen, wie an diesem Beispiel Veggie-Schnitzel, weil du sagst, ja, das klingt doch erstmal gut, aber hat es denn ja. tatsächlich was Positives Ja, genau. Das, ich glaube, das ist der große Unterschied, dass in dir diese große Sorge quasi ist. Und die in mir einfach gar nicht vorhanden ist. Und deswegen fällt es mir so schwer, das nachzuvollziehen. Weil ich das einfach nicht sehe, dass wir dann so schnell den Schritt machen zu der, ne, also zu dem Extrem, vor dem du sozusagen Sorge hast. Weil du hast ja nicht Sorge vor dem Veggie-Schnitzel konkret, sondern du hast ja Sorge von dem, was da dran hängt sozusagen. Ich kann, du das, kann auch ganz kurzes einfach nur versuchen aufzufinden. Meine Sorge ist das halt, dass du eine Kettenreaktion von Dingen hast. Klar. Das, das verstehe nee, ich. Also, diese Kettenreaktion, die geht halt ja. schnell. Das kann halt relativ ja. schnell gehen. So. Du verlierst irgendwie ähm, an der einen Seite. Ich weiß nicht, ich nee, Politik ist sein. nicht schnell, aber Realität ist <laughs> schnell. Weißt du, was ich meine? Also, nicht so ganz, weil wir müssten ja jetzt unterstellen: so das Motto, erst kommt das Veggie-Schnitzel, dann kommt im nächsten Jahr das, dann kommt im nächsten Jahr das. Wenn wir jetzt sagen, wir haben was, Angst zu diesem Politischen sozusagen, oder nicht? Das findet außerhalb des Apparates statt. Es kann entweder, also entweder hattest du. Situationen, wo äh, eine ganz große Not auf einmal kam, ausgelöst durch äh, Inflation oder, oder ja als Beispiel dort ist inflationäre Situation, wo auf einmal ne, dann die Währung so kaputt gegangen ist, dass also auf einmal dann auf einmal zu sagen, wo Leute einfach gesagt haben, ich brauche einfach eine Lösung, ich brauche eine Lösung, die schnell funktioniert, die vielversprechend ist und dann wird halt dann werden Prinzipien plötzlich vergessen, so weil gesagt ja der sagt ich das in den Griff. Also, nehmen wir jetzt diesen Dude da mit dem komischen Bärtchen. So, das kam ja nicht daraus, dass Leute sich dann fundamental mit der Politik auseinandersetzen. Die hatten einfach Not. Die haben gesagt, scheiße. Ich sage das nicht als Ausrede, sondern das ist einfach nur, die, 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 die Vorgeschichte zeigt ja, da war irgendwas nicht ganz, da hat irgendwas nicht funktioniert. Leute hatten quasi Klar. genug Gründe, um irgendwie dumme Entscheidungen zu treffen. Ja. Und ähnliches hast du auf der anderen Seite. Das, hast du auf einmal ein, eine das kann auch eine Bewegung sein, die auf einmal sagt, hey, aber. Wir finden ein bestimmtes Problem so schlimm, wir müssen das jetzt lösen, komme was wolle. Wir sehen was, was andere nicht sehen, wir haben es wir verstanden, der Rest hat es nicht verstanden und wir müssen jetzt quasi, damit wir den anderen Gefallen tun, überhand nehmen und die, die Leute quasi zu ihrem Glück zwingen. Das, das kann schnell so, so eine Art, ja, so eine kannst Art das. Inst genau, und, und meine, meine Sorge ist halt nicht, dass auf einmal die Wahlen irgendwie stattfinden, auf einmal haben wir ganz, ganz komische Wahlergebnisse und das passiert sofort, sondern meine Sorge ist eher, Dadurch, dass ich eben Dinge jetzt aktuell sehe, die halt eben es schwieriger machen, äh, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, bestimmte Dinge, und Leute quasi in ihrem Dasein zu sehr gepusht werden, und das ist jetzt so das Beispiel mit diesem Wärmepumpen und so, wenn Leute einfach sagen, hey, fuck, man passt halt nicht in mein Budget, dann, dann, dann tust du dir selber keinen Gefallen, weil du gibst den Leuten genug Gründe, um dumme Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich jetzt in meiner. Sorge heraus kannst sagen, oh, ich habe ein bisschen Sorge, dass es beide Extreme zunimmt, dann hast du auf der einen Seite die eine Seite, die sagt, hey, guck mal, die machen ja nur Verbotspolitik, das ist so typisch so die AFD Argumentation, ja oh, die machen ja nur Verbotspolitik. Die sagen wir würden das Ganz Gegenteil tun. Bei uns kannst, ne, kannst du entscheiden, wie du heißt und bla bla. Das ist ja so typisch, geht ja eher in die Richtung, wenn du das jetzt politisch einordnen willst. Dann hast du die, die sagen, hey, nee, aber wir müssen jetzt aus, aus guten Gründen jetzt beispielsweise die Umwelt retten und ihr habt es nicht verstanden, jetzt müssen wir das, euch das wegnehmen, das wegnehmen, das wegnehmen. In beiden Ergebnissen ist es so, wenn die eine Partei Popularität gewinnt, also die AfD, dann hast du eben dieses Szenario von, okay, okay da weiß ich nicht, was auch immer die tun, das ist komplett unberechenbar, und auf der anderen Seite hast du eben, die, die sagen, hey, aber wir haben es ja verstanden und wir kriegen ja Zuspruch und wir, vielleicht sollten wir das auch noch verbieten, das auch noch verbieten. Und im Ergebnis stacheln die sich gegeneinander auf. Weil die einen nutzen genau die Argumente, wie du es gesagt perfekt beschrieben hast. Die nutzen die Argumente der anderen Partei und sagen, hey, guck mal, die sind doof, weil die verbieten nur. Und die anderen sagen, aber guck mal, die sind doof, die juckt das und das nicht und die haben nicht unseren moralischen Kompass. Und am Ende hast du genau diese zwei Parteien. Und was ich halt sage, ist, beide Parteien haben ihre Tücken und es können super gefährlich werden. Und ich würde mich halt nicht pauschal auf eine Seite schlagen und sagen: Ja, alles, was dem Umweltschutz jetzt als Beispiel dient, müssen wir sofort ab, abnicken und Ja zu so sagen. Weil, wenn du es bis zum Ende denkst, hast du manchmal Strukturen, die halt, so wie damals, wir wollen wir nicht für alle das gleich, den gleichen Wohlstand haben, ja. Hm. Und dann kam halt aber was, was man nicht, was man nicht gesehen hat, weil es halt nicht so offensichtlich ist. Jetzt sage ich nicht, grüne Politik ist pauschal irgendwie links und pauschal irgendwie dem Kommunismus gleich. Nein, das sage ich nicht. Aber ich sage. Bei manchen Dingen muss man sich einfach nur die Frage stellen: Ist es wirklich nötig? Oder führt es eben halt, also hat es einen Benefit tatsächlich, den die Masse irgendwie akzeptiert? Und wenn nicht, dann fütterst du quasi einfach die andere Seite und, das, und deswegen. Und ich sehe halt gerade, wie einfach beide Seiten sich gegenseitig füttern mit, mit Quatsch und beide Seiten werden immer extremer. Ja. ja, ich, also ich würde dir bei dem eigentlich so gut wie allem, was du gerade gesagt hast, so irgendwie zustimmen, ne, dass man sagt, ne, es gibt, also das ja, war viel. Ich, so, ne? Würde ich dir zustimmen. Ich ähm, bin nur immer noch bei, also ich hänge immer bei dem Punkt, dass ich einfach nicht diese Angst habe, dass, also weil du gesagt hast, ne, die dann sich nehmen, 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 nehmen und so. Das sehe ich einfach nicht. Das, das sehe ich noch nicht, dass jetzt jemand sagt, nur weil er sagt, hey, das mit dem Werbung alles gut funktioniert, mit dem äh, Dieselverbot hat es super funktioniert komm, lass mal jetzt immer weitermachen, 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 weil ich glaube, dass das nicht in dieser Wahlzeit funktionieren könnte. Ich merke ja, wie das jetzt gerade auch nicht funktioniert, also wie langsam es alles ist und wie es nicht klappt, weil man merkt, das Volk ist eben nicht so, dass sie einfach mal schnell sagen, ja, ja, wir lassen es jetzt alles nehmen und keine Ahnung was, sondern es sind langsame, träge Prozesse. Deswegen habe ich das Gefühl, wir haben genug Korrekturmechanismen da drin, dass dieses, wir sind schneller an einem Punkt, wo wir nicht mehr zurückkommen, als wir denken, das, das, das sehe ich auf der auf der linken Seite quasi nicht, weil ich, da nicht den, äh, weil ich da nicht den Zuspruch in der Bevölkerung in der Form sehe. Was ich aber mehr sehe, ist eben Fremdenfeindlichkeit und keine Ahnung, was die irgendwie äh, da ist und die irgendwie ähm, sozusagen ähm, wieder mehr en vogue ist oder vertretbarer ist, dass man irgendwelche Sachen sagt, die vorher nicht vertretbar waren in irgendeiner Form. Und da machen äh, und da, da, das ist das, was mir dann immer diese, diese Sorgen macht, dass wir dann auf einmal da hinkommen und sagen, die einen wollen uns das Gendern aufzwingen, was irgendwie im Zweifel nicht mal irgendwer aufzwingen will und nicht mal irgendwer jemand gesagt hat. Aber es gibt natürlich diese extremen Stimmen in Social Media und Co., die sagen, wir wollen das, weil die einfach ne, da sind und manche auch einfach irre sind sozusagen. Und das wird dann von der anderen Seite aufgenommen, die wollen uns das doch verbieten. Und ich glaube, ganz viele dieser Verbote und dieser Sorgen, die da quasi so in die anderen Parteien reinprojiziert werden, die sehen wir da drin, weil die immer wieder so hervorgehoben werden von anderen Parteien, die aber im Zweifel gar nicht so gefordert werden. Also, ich glaube, keiner würde sich hinstellen und würde sagen, aus den anderen Parteien, mein Ideal ist die Planwirtschaft. Mein Ideal ist, dass wir das und das wollen. So, aber auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, haben wir Menschen, die sagen, mein Ideal ist geschlossene Grenzen. Mein Ideal ist keine Ausländer mehr in diesem Land. Und das wollen die, das fordern die. Und auf der anderen Seite, die fordern das nicht. So, die, die, so. Und jetzt das kann man kann natürlich sein. sagen, die sind dumm. Und deswegen driften die vielleicht darin ein, ab, weil die vielleicht Vollidioten sind oder weil das auch einfach passieren kann, weil man, ne, also jetzt ohne zu sagen, die sind einfach dumm, was ja zu so einfach wäre, aber die denken vielleicht nicht, wie schnell man da rein driften kann. Nur ist mir das eine dann, weswegen, ne, ist mir das eine deutlich lieber, zu sagen, dass sind Menschen, die versuchen irgendwas meinetwegen Gutes sozusagen, wo ich dem Ideal aber folgen kann. Wenn ich jetzt sage, das Ideal ist eben nicht Planwirtschaft, weil das sehe ich keinen offiziell verkünden sozusagen, aber wenn ich auf der anderen Seite sehe, das Ideal ist Fremdfreundlichkeit und keine Ahnung was, und das ist ganz klar die Agenda, dann ist es für mich so völlig klar, wo ich mich positioniere. So. Und dann fällt es mir schwer, dann immer zu sagen, ja, wir müssen irgendwie, also Natürlich müssen wir, trotzdem folge ich dir bei dem Gedanken, wir müssen alle abholen und wir müssen irgendwie gucken, dass wir Konsens schaffen und so weiter, weil wir merken ja gerade, sonst blockieren wir uns nur, das funktioniert einfach nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass wir diese manchen von diesen extrem linken Stimmen, vor denen du ja auch gesagt hast, ne, die, da, die da, da sind, dass wir die viel größer machen, als sie eben sind, weil die genutzt werden vom rechten Spektrum, um sie eben so groß aufzuziehen. Weil wenn ich, selbst wenn ich die linkesten Schülerinnen und Schüler von mir frage, keiner sagt, ich will irgendwie zum Gendern zwingen. Wenn ich aber die rechtesten Menschen frage, dann würden die sagen, ja, ich will, dass die Menschen hier raus wollen. So, ich will, dass, dass keiner mit ausländischen Namen mehr in meiner Klasse sitzt. So. Und das ist das. weswegen mir es dann eben so, so schwerfällt, zu sagen, wir müssen irgendwie gerade auf diese extrem linke aufpassen, weil ich habe das Gefühl, die hat gar keine so große Macht und die können gar nicht irgendwo rein abdriften, wo wir große Sorge vorhaben müssen. Ich, also mein, mein, also wenn man so Szenarien spinnt, so im Wahrscheinlichkeitsraum, so, dann was, was ich als wahrscheinliches Worst-Case-Szenario sehe, also, mein, also ich bin grundsätzlich immer noch optimistisch und ich glaube auch, das wird in Relation alles gut, aber wenn ich jetzt so Worst-Case-Szenarien aufmalen würde, dann sehe ich ein realistisches Szenario, ist, dass folgendes passiert. Wir haben, ähm, wir haben Entscheidungen, die gut gemeint sind, die aber in Konsequenz dazu führen, zum Beispiel, dass Menschen halt persönlich unter Druck geraten. Damit einher, ja. also da, damit meine ich zum Beispiel, Menschen verlieren ihren Job. Klar, das hatten so. wir aber ja schon mal ne, mit Hartz IV und so weiter, dass da Menschen unter Druck geraten sind, dass sie irgendwie Probleme bekommen haben und so weiter und so fort. Das, yes, gibt ja, das ja. Genau, ja. aber was, was, was ich aktuell sehe, ist weil jetzt rein bezogen, du hast halt jetzt eine in Deutschland hast du halt eben Leider das Problem, dass wir halt eben gerade so eine Situation haben, wo du äh, der ganze Automobilsektor halt relativ unter die Räder gekommen ist. Relativ stark. Aber sowohl das, der, der primäre Automobilbereich als auch die Zulieferer, als auch die, die dritte äh, quasi Kette, die auch viel aus viel aus so Spezialchemie herstellt und zwar, Also die, fast die gesamte deutsche Industrie basiert halt auf diesem, auf diesem In Industriesektor halt. Äh, der ist aber gerade komplett im Umbruch. Einfach nur, ist gar nicht, weil irgendwas Schlimmes passiert ist, aber einfach nur, weil Elektroautos jetzt quasi die neue, die neue Technologie sind. Und das in, so einem um, in so einer Umbruchphase hast du grundsätzlich quasi leider viele Wechsel. Einfach Menschen, deren Job nicht mehr gebraucht wird, weil eben neue Jobs entstehen und so weiter und so fort. Das heißt, du hast tendenziell eher schlechte Wirtschaft, erhöhte Arbeitslosigkeit, höhere Unsicherheit. Und Unsicherheit. Das kommt gerade zu einer beschissenen Zeit, weil wir haben auch gerade einfach nur insgesamt durch Geopolitik, was jetzt niemandem in die Schuhe zu schieben ist, so nach dem Motto, also niemand hat es gewünscht, das ist so, wie es aber dann hast ja. du einfach so eine Situation, wo du auf einmal plötzlich sagst, okay, jetzt haben wir ein ganz anderes Problem, jetzt haben wir eine grundsätzliche Inflation, die dadurch bestimmt ist, dass wir eben ähm, in vielen Teilen, sei es der Suezkanal, sei es eben die Gaslieferungen, die gerade jetzt wegfallen wieder, dass du einfach merkst, scheiße, wir haben inflationären Druck. Das führt einfach dazu, dass Menschen in ihrer individuellen Entscheidungsfreiheit Reduziert werden. Das hat gar nichts mit einer politischen Agenda zu tun, sondern einfach mit der Realität. Die sagt, mit der Kaufkraft zum Beispiel. Deine Kaufkraft ist jetzt gesunken, ja. du hast deinen verloren und so weiter. Ja. Das heißt, viele Menschen stehen einfach dadurch schlechter da. Und wenn das zunimmt, tendenziell vom Trend her, also Industrialisierung nimmt halt gerade leider massiv ab und wir haben halt weiterhin die Inflation, die ist jetzt nicht so hoch, wie sie vor Jahren war, aber das bedeutet einfach nur, dass jetzt die Preise weniger schnell steigen. So. Mhm. Und das squeeze die Leute. Das ist das, was ich als relativ wahrscheinlich sehe für die nächsten Jahre, dass diese zwei Sachen weiterhin aufrechterhalten sind. Und das ist das Szenario, was ich beschreibe. Ich glaube, durch so Sachen wie zum Beispiel jetzt Wärmepumpe oder diese, 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 diese Regulierung, was das was dazu, was, was hat das geführt, du nimmst quasi Menschen, die ein Haus haben, nochmal ein bisschen mehr Budget weg im Zweifel. Oder schlimmstenfalls zwingst du sie in irgendeine Situation, wie du musst dein Haus verkaufen oder sonstiges. Viele Menschen haben ja auch durch dieses Gesetz, jetzt als ein Beispiel weiterhin, Halt auch die, die Häuserpreise nehmen seit, seit Wochen ab. Wir haben, glaube ich, 12% Verlust quasi in der Wertsteigerung. Das mag für die meisten Leute egal sein, wenn sie sagen, ich bleibe da halt Wohnen bis zum Lebensende. Für andere Leute ist das wiederum quasi eine Änderung in ihrer Lebensplanung, wo sie sagen, ja, aber wer ist schuld daran? Nichts, nichts dieser, dieser Dinge in Einzelnen ist jetzt quasi so schlimm, dass ich sage, oh Gott, da, da muss man sich jetzt Sorgen vor machen. Aber das ist so, manchmal hast du Situationen, wo du quasi. Dinge, wenn du weiterhin Dinge tust, sei das heißt es so We We schnitzel schnitzelvorschlag oder was auch immer, dann hast du, tu, tu, dann führst du quasi auf eine Gruppe von Menschen, die sowieso gerade nicht so gut klauen ist, dann gießt so ein bisschen Benzin ins Feuer. Und mein, ist mein, mein, Wor mein worst Case, aber realistisches Szenario ist, dass solche Menschen dann sagen, ach, finkt euch doch, vorbei an ging es mir gut, jetzt geht es mir schlecht. Ich verstehe nicht mal, warum es schlecht geht, aber mir geht es schlecht. Und ich will Statements setzen. Dass du diese Abwanderung gerade siehst. Das ist ja nicht, unbestritten. So. Und das ist, und, und mein Szenario ist nicht, ich glaube nicht, dass jetzt auf einmal irgendeine Partei sagt, weiß, die SPD sagt, wir sind jetzt, hurra, wir nennen uns jetzt die Linke und wir sind Linksextrem, das sehe ich gar nicht. Aber ich glaube halt, wenn du halt äh, in dieses Konstrukt weiter eingreifst und Menschen damit eher, weiß ich, aber selbst nur wahrgenommen schadest, dann drückst du die so weiter in, in dieses andere Extrem. Und der ich, die, die, und das ist das, was mir am Ende des Tages, glaube ich, Sorgen macht. Ist es ist, wie gesagt, im Worst Case, der wahrscheinlichste Fall ist, dass du am Ende dann doch so eine starke AfD hast, weil die Leute sich selber die Legitimation geben und sagen, ich, ich fühle mich gezwungen, weil ich wurde ja enttäuscht. Aber das und, doch, da wurde doch, bin ich ja, hundertprozentig bei dir, im, sorry. Ja, und, 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 und warum ich sage, das sind so, ähm, wie soll ich sagen, warum ich, glaube ich, jetzt gerade einfach eher Sorge davor habe, ist die Tatsache, dass eben, wenn ich, es geht gar nicht um irgendwelche Social Media Debatten, also wenn ich einfach nur gucke, was sind, was sind so aktuelle Gesetze, die so im Umlauf sind, dann ist da eine ganze Reihe von geilen Dingen, aber es ist auch eine ganze Reihe von Dingen dabei, wo man sagt so, ja, die haben eine gute Intention, aber ist gerade der richtige Zeitpunkt, also ist gerade der richtige Zeitpunkt, also du siehst da so Bauernproteste und sowas, wo du sagst, ja, war das jetzt taktisch gerade das richtige Feingefühl, oder hätte damit, also selbst wenn man damit einen positiven äh, Bonus für die Umwelt schafft, was ja relativ straightforward ist, so weniger Diesel, bla bla, mehr Anreiz für Elektro. Ist gerade der richtige Zeitpunkt oder ist es gerade einfach der Zeitpunkt, wo man sagt, ja, haben wir zwar versprochen, ist zwar auf der Agenda, aber den Umständen entsprechend müssen wir jetzt pragmatisch denken, auch mit der Intention, eben nicht die Leute noch mehr in, ins andere Extrem zu treiben. Und wenn ich dann sage, für mich nimmt halt die politische Linke in der Hinsicht zu, dann denke ich mir, ja, du, du hast eine Ideologie, die stärker ist als... Der Pragmatismus der Realität, der vielleicht angemessen wäre. Hm. Jetzt ich kann glaube, man sagen, Willi, auch du kennst die Definition von Links und Rechts nicht und blablabla, bla bla, Aber das ist das, was mir am Ende des Tages Sorgen hm. macht. Das sind diese Dinge, die quasi eher in dieses andere Extrem driften, hm. ohne Hardcore Notwendigkeit in der Hinsicht. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt eine ganz andere Ebene, wo ich dir hundertprozentig zustimmen würde im Sinne von, weil ich jetzt gerade die ganze Zeit eigentlich nicht die aktuelle Politik verteidigen will. Weil ich sehe das ganz genau wie du, dass, die, dass wir so eine starke AfD haben, weil die es einfach gerade nicht auf die Kette kriegen. Da waren viele Hoffnungen in diese, in diese Parteikonstellation, die da gerade ist. Und die kriegen es gerade nicht auf die Straße, das auch einzulösen, was sie in den Menschen für Hoffnungen geweckt haben. Ob jetzt bewusst oder unbewusst sozusagen. Hundertprozentig. Und ich würde auch sagen, dass dieses Politikversagen und die Sachen, wie sie Sachen angehen, dafür sorgen, dass die AfD eben so stark wird. So. Aber ich glaube, ich würde nicht mitgehen, dass das aufgrund linker Ideale passiert, sozusagen, oder linker Politik. Ich glaube, die werden nicht dahin gedrängt, weil jetzt die linken Ideen sie dahin drängen, sondern einfach, weil sie es nicht geschissen kriegen, weil sie einfach gar nichts, also weil sie nicht es hinkriegen, Politik zu machen, wo die Menschen sich irgendwie abgeholt fühlen. Und jetzt kann man natürlich die These vertreten: das liegt daran, weil sie zu linke Politik versuchen zu betreiben oder zu linke Ideen sozusagen einbringen. Das hätte ich jetzt so nicht wahrgenommen. So, das kann aber sein. Aber das, das, meine Meinung war das jetzt nicht so, dass ich diese die Ideen so alle als Links definieren würde, die die Leute ablehnen, sondern ich habe das Gefühl, die kriegen auch einfach nichts umgesetzt, was den, die die Mitte, wer auch immer das sein mag, irgendwie abholen und dann eben zufriedenstellen. Deswegen haben wir gerade gepaart quasi eine Angst vor den Extremen, die du ja auch beschreibst, plus einen plus ein Nichtzuspruch für die aktuelle politische Poli Politik jetzt kann man das natürlich als Kritik an linker Politik äh, sehen sozusagen aber ich sehe halt die Politik nicht so als links gerade die ich konkret umgesetzt sehe ja, sozusagen ja. und deswegen ist da wahrscheinlich der Widerspruch für mich so ein bisschen also nee, der Widerspruch ist wahrscheinlich ein Wort deswegen ist da bei ja. mir nicht die Angst sozusagen dass wir weit nach links driften weil ich nicht mal linke Sachen ja. hier durchgesetzt sehe das klappt ja nicht das, ja also, also wenn du mal, also wenn du das mal auftröselst wenn du sagst was ist Planwirtschaft? Was ist Kommunismus? Dann war es im Kern die Idee, dass es Menschen gibt, die wissen, was andere Menschen wollen, in welcher Quantität, Qualität und in welchem Zeitraum. Das ist so dieser Urgedanke, dieses, hey, alle sind besser dran, wenn wir das einfach mal durchstrukturieren, durchplanen und niemand irgendwie ärmer oder reicher ist und alle sind, alle haben alles, was sie brauchen. Wir wissen, was Leute brauchen. Und das ist für mich der. Der, aber das sagt die, macht die Politik doch gerade nicht. Die sagen doch gerade nicht, wir wissen, was ihr braucht und wir machen das auch konkret, oder? Weil dann würden ja auch ja, äh, Dinge umgesetzt werden. Also konkret, also nicht ja, aber, nur das Energiegesetz sozusagen. Ja, aber, aber das ist so, 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 ein, so ein für mich prominentes Beispiel. Zu sagen, also, ist ein hey, Beispiel dafür ist, wie ich dir total zustimme. Also, ja, ist das ein Beispiel aber, genau dafür ist, klar. Wo, wo man halt so, so diese Arroganz rausnimmt und sagt, naja, wir wissen aber, was, was ihr Menschen braucht. ihr wir wissen, ihr wollt, ihr, ihr braucht keine Ölheizung mehr. Nicht, nicht mit dem Argument der Intention des, des uh, Wissens, sondern nach dem es hat eher so, naja, wir wollen das einfach nicht. Wir, wir wollen jetzt was anderes und unsere Priorität, also die Priorität eben, die die ist über steht ja halt über eurer Priorität, jetzt quasi eben so weiterzumachen, zu machen, weitermachen zu können mit, mit entsprechend welchem Heizungssystem auch immer. Aber wir sagen, wir haben aber jetzt versprochen, wir wollen jetzt aber dieses, dieses Gesetz durchsetzen, weil wir das im Koalitionsvertrag stand und jetzt komme was wolle, setzen wir es durch, weil wir glauben zu wissen, was, was für uns alle das Beste ist. Und ich finde, das hat ziemlich, also da ja, kann, kann man sich endlos lange drüber streiten, aber für mich ist das der mhm. gleich, diese gleiche Arroganz, die da durchschwingt, zu sagen, es gibt jemanden, der glaubt zu wissen, was mhm. für alle Menschen das Beste ist. Und ja, für mich hat auch das Veggie-Schnitzel-ähnlichen das... mhm. Charakter so nach dem Motto, ja, du weißt ja gar nicht, dass du was verpasst. Lass dich doch mal drauf ein. Mhm. Ich meine, ich hab, mach das jetzt extra so ein bisschen, yeah. äh, Ach, so ein bisschen extrem, aber ja. im Kern ist das so die Idee, zu sagen, nach dem aktuellen Wissensstand der der Forschung, glaube ich, jetzt einfach mhm. entscheiden zu müssen, was für uns alles Beste ist. Aber das ich glaub, ist ich gestehe so, das. So, so, ja, na, sorry, aber ich glaube, ich gestehe, dass eine Partei, Koalition, die an der Macht ist, gestehe ich das zu. Ich gestehe der, mal eine linke Sache zu, also mal ein, äh, wir versuchen das jetzt mit diesem Heizungsgesetz und nach unserem besten Gewissen. Setzen wir das jetzt irgendwie durch, weil ich den jetzt nichts Böses darstelle und ich entstelle den jetzt nicht irgendwie gekauft zu sein und keine Ahnung, es ist angenommen, die sagen nach bestem Wissen. Glaub wir glauben das so. Aber genauso gestehe ich der Polizei, der Politik dann eben auch zu, mal ein eher rechtes Gesetz zu verbringen, weil wir haben eben eine politische Mitte sozusagen. Und wenn die jetzt einmal dann sagen, weiß ich nicht, wir verschärfen Einwanderungsgesetze für Menschen, die nachweislich kriminell waren in ihrem Land oder keine Ahnung was, mhm. dann sage ich auch, ja. Finde ich vielleicht, äh, weiß ich nicht, kann ich sagen, finde ich nicht gut, keine Ahnung, angenommen, das ist jetzt was, was ich nicht sofort nachvollziehen könnte, aber sage, ja gut, dann ist das für mich okay. Aber nur weil dieses eine Gesetz da ist oder zwei, drei meinetwegen auf der einen Seite stehen, stehen ja auch immer oft genug zwei, drei auf der anderen Seite. Und dadurch finde ich es irgendwie in Ordnung. Und ich weiß jetzt nicht, ob dann einfach gerade so diese etwas rechteren Gesetze sozusagen fehlen, um die Rechten da abzuholen und die wünschen sich mehr davon, damit sie eben mehr da drin wären. Aber was ich zumindest mitbekomme, ist ja, dass, dass manche Einwanderungsgesetze verschärft werden, AbschiebeRegelungen wurden schon verschärft, äh, wurden schon einfacher gemacht. Und da, dadurch sage ich, nur weil dieses eine Gesetz quasi verabschiedet wurde in dieser Partei, Partei habe ich nicht Angst vor Hitler. Und nur weil die ähm, die die die, die, die Durchgedrückt werden, habe ich nicht Angst vor Stalin sozusagen, sondern ich denke, okay, es hält sich in die Mitte, obwohl ich bei beiden, ja, wie, wie du auch sagst, mitgehen würde, wir müssen trotzdem aufpassen, weil beides kann eben auch schnell zu irgendetwas werden. Deswegen müssen wir darauf aufpassen. Aber dadurch, dass wir eben diese rechte, starke Seite mit der AfD eben noch haben, die gerade noch nicht in der Politik ist, habe ich davor einfach mehr Sorge. Und deswegen sage ich, was wir gerade für Politik haben, die ist für mich nicht besonders links, nicht besonders rechts, die ist einfach nicht so also die hält einfach nicht das was sie verspricht für die menschen anscheinend und deswegen ist sie einfach nicht so gut aber ich habe nicht angst davor dass wir dadurch in so ein in so, ein, in so eine Arroganz, also ich finde, die wirken alles, aber nicht arrogant im Sinne von wir haben den Plan und zeigen euch jetzt, wo es geht, weil die Menschen sind so, nee, wir vertrauen euch eh nicht, ihr seid alle dumm da oben, also wir gehen nicht mit euch diese Wege sozusagen. Deswegen gibt es ja immer auch Rückrudern bei den ganzen Gesetzen. Ich glaube, bei dem Wärmepumpending ist es doch auch so, dass es, oder bei den Häuserrenovierungen, da war doch am Anfang, wie gesagt, es wird so und so krass. Alle hatten Angst und dann wurde doch so peu à peu irgendwie das relativ aufgeweicht, dass es irgendwie harmlos ist. Genauso gab es das, glaube ich, vor ein paar Jahren mit den Kaminen. Oder so habe ich bei meinen Eltern irgendwie mitbekommen, dass da mal irgendwelche Kamingesetze verschärft wurden oder so. Und im Endeffekt geht der Kaminfeger dahin und sagt, jo, passt, keine Ahnung. Ich, man findet irgendwie so seine Wege. Und dadurch, ja, mit diesem, man findet ja. so seine Wege, habe ich immer das Gefühl, es ist irgendwie alles okay, weil wir sind irgendwie so in der Mitte, aber die kriegen es irgendwie nicht geschissen, aber ich habe nicht Angst vor der extremen Linken in der Politik gerade. Ja. Ich hoffe auch, dass ich nicht recht habe, also dass ich, dass das nicht so, so sein wird. Ähm, ich sehe halt quasi so einen so Tanz die ganze Zeit. Du hast ja völlig recht, Es ne? gab erst den ersten Gesetzeswurf, der wird dann aufgeweicht. Aber immer, in die, in, das ist das halt diese typische, un, diese Ungewissheit für Zeitraum X, Für halt Klar. so, ne, aus, aus eigener Erfahrung, wird halt, dann macht halt erstmal sechs Monate niemand was. Und was wir halt, das, das, ist auch so ein bisschen, was kommt aus diesem Bereich. Das ist so meine Erfahrung aus dem Banking jetzt damals noch. Wir haben halt ultra krasse, ähm, sozusagen Subventionsthematik halt in, in, im Banking auch, im, im Bereich Immobilien, aber auch jetzt im Bereich der, der, man spricht ja immer von staatlicher Förderung hier und da und überall. Äh, kauf jetzt ein, weißt du, Elektroauto haben wir ja schon mal gesagt, dann ne? kaufst du Elektroauto, kriegst irgendwie ein paar tausend Euro. So und ich glaube, dass, ähm, dass die wie nennt man das, die, dieser, dieser Automatismus, der folgt, ist, du kannst dir immer äh, durch, durch solche Bombönchen, kannst du dir so Schwelerstimmen kaufen mit der Zeit. Klar, was ja, aber jetzt, schon immer so so war, ne? ja immer ja, schon, schon so war. Wir haben immer schon Subventionen für genau. Milchbauern gehabt, mal Subventionen für die, mal Subventionen für die, wer gerade gebraucht ist, sozusagen. Ne? Genau, nur ähm, mein, ich glaube, meine Sorge rührt daher, dass halt eben diese, die, diese Idee von, naja, wir haben halt hier so Gesetze, die weichen ein bisschen auf und pumpen sie vor allem Subventionen. Dass das halt, wie gesagt, dadurch, dass es halt immer so, einen guten, so gute Intention eigentlich in sich hat, weil es diese Themen, die halt gespielt werden, haben sind eigentlich also von der Richtung her immer, immer positiv, moralisch, wie auch immer. Be du, hab, meine Sorge ist halt, dass, dass dieser Automatismus so einsetzt. Dass, ja, aber das ja das ist doch sinnvoll und ja, das haben wir doch immer so, das war doch gut und wir sollten noch mehr davon machen. Zack, findest du dich in einer Situation wieder und denkst so: Oh shit, jetzt haben, wir, jetzt, haben wir, jetzt haben wir so viel geplant und mhm. überlegt. Und das wird budgetär einfach nicht gut hinhauen. Und das ist so ein schleichender Prozess, der halt mit jeder, mit jeder Start- und Förderung hier und da, aber du musst jetzt auch das machen. Aber du musst ja nicht so richtig, weil du kriegst 80% Förderung. Deswegen zahlst du ja nur ein bisschen. Ist ja gar nicht so schlimm für dich. und Aber das ist dieses typische: du verteilst halt einfach Gelder um, bis es irgendwann aber klappt. Also. nicht schon immer? Also hatten wir nicht, also ne, es war jetzt sind halt vielleicht mal so Incentives für E-Autos, die irgendwie für jeden Bürger so spürbarer sind, dass man sagt, hier du kriegst aber 1000 Euro jetzt, wenn du das kaufst, aber so Subventionen und so. Also würde mich jetzt wundern, wenn wir der, die nicht der, schon immer hätten, vielleicht sogar schon mal mehr und, hatten als jetzt. Ich oder? finde, der, der, der ja, kann, also mag sein, der Unterschied ist halt, also wollte es jetzt gar nicht als Lebsh abtun, aber der Unterschied, ja, für nee, ich nee. finde, ist halt, du kannst dir Situationen länger erlauben, wenn es insgesamt halt gut aussieht. Ja, als wenn du ich eben verstehe. nicht, ne? dass halt, der Druck, der gerade da ist, sozusagen ist es aus. Unter dem zunehmenden mehr Druck. Mhm. Da musst du halt eher so ein bisschen wieder, wie soll ich sagen, so wie man es im persönlichen Leben auch macht. So wenn du auf einmal, wenn du sagst, du wirst gefeuert oder dein Gehalt ist gekürzt worden oder du hast was auch immer, dann kündigst du erstmal Netflix. So, du kündigst erstmal alles, was geht und guckst, dass du länger Gürtel länger schnallst. So. Und, und das gleiche Prinzip gilt, glaube ich, halt auch, wenn du halt merkst, okay, die Wirtschaft schwächelt massiv und du hast der, was viel wichtiger, die Prognose für die Zukunft sieht eher schlecht aus, dann, dann verprasst du ja nicht noch mehr, so sinngemäß. Und ich finde, das ist halt so, so ein Modell, was halt, was mir halt Sorge macht und wie gesagt, das hat immer eine gute mhm. Intention. Also das ist für mich dieser dieser Kerngedanke, diese, wir wissen, was, was gut wäre. Und das hat jetzt gar nichts mit der aktuellen Regierung tatsächlich zu tun. Das geht viel weiter in die Vergangenheit. Ja, aber ja. es ist jetzt, wie gesagt, ey, man, der Kontext hat sich geändert. Und was halt, was, meine Sorge ist halt, dass du sich so ein, so, ein, so ein, wie gesagt, so ein Automatismus einschleicht, dass man das auch gar nicht hinterfragt. Weil man Frage sagt, ja, das ist doch gut. Damit, mhm. also, ne, vor, als Beispiel, damit helfen wir doch Leuten, Kita-Platz zu bekommen. Damit mhm. retten wir doch die Umwelt. Ja, es ist auch gut, dass man das tut, aber man muss trotzdem halt realistisch bleiben und halt gucken, Total. dass man halt nicht auf einmal kippt. Und das ist halt, wie gesagt, mein Szenario, ist, wo es aber ist, das ist halt eher kippt dann... Genau, aber ich habe das Gefühl, das könntest du halt alle 10, 15 Jahre wahrscheinlich sagen, weil es immer mal Finanzkrisen gab, weil es immer mal Situationen gab, Zweiter Weltkrieg, keine Ahnung was, oder, also, Ja. Situationen, wo die Welt und Menschen stark unter Druck standen und. Deswegen wirkt es für mich so wie so eine Sorge, die berechtigt ist, weil es ist gerade eben eine Zeit, wo Menschen unter Druck stehen. Das sehen wir ja auch, dass Menschen verrückte Entscheidungen treffen, sozusagen. Deswegen ist es gut, mahnende Stimmen zu haben, sozusagen. Aber die Vergangenheit zeigt mir dann eben auch, es hätte noch immer Jod, hier wie die Karnevalisten sagen. So, ne? Also, das ist da, da, an diesem Punkt sind wir ja ganz häufig dann am Ende des Podcasts, dass ich mir dann denke, ja, aber es hat irgendwie immer funktioniert jetzt wirst du aber natürlich wahrscheinlich auch Punkte finden, wo du sagst, ja, diesmal sind aber die und die Punkte vielleicht auch ein bisschen anders, obwohl du natürlich ja auch nicht der sein willst, der das Ende beschreit, so, deswegen weiß ich ja, dass in dir auch ganz viel ist, das eben sagt, ja, es wird, es wird ziemlich wahrscheinlich eh nicht so kommen, aber diese Sorge ist halt da, und früher waren es vielleicht zwei Prozent, jetzt ist diese Sorge vielleicht, jetzt sind es vielleicht fünf und das ist halt was, worauf wir aufpassen müssen, damit es nicht in zwei, drei Jahren zehn Prozent sind, und dann 15 und dann so. Und, und, und. Um, ich will, sorry, schon spät, aber um, um das nein, jetzt ich, mal, ich um ganz kurz quasi auch mal das Positivszenario szenario zu skizzieren und dann quasi auch noch Abschluss zu finden. Das Positivszenario, szenario was ich hier sehe, ist, wir befinden uns gerade, also in, in eigentlich in jedem Land der Welt, in so einem, in, in einem, in einem Schuldungszyklus, der so ein bisschen die letzte Phase betritt, wo du von, von Staatsverschuldung von über 100% plus sprichst. Das ist halt noch mal ein Faktor, den man halt berücksichtigen muss. Das heißt, irgendwann mal können Staaten nicht mehr weiter Schulden machen und dann quasi so eine Art Dip mal auch aushalten. Das ist auch noch mal neu im Vergleich zu vor 20, vor 30, vor 40 Jahren. Das ist mhm. da einfach noch mal Wir befinden uns quasi in der letzten Phase so, ist eines so langen, langen zyklischen äh, ja, Verschuldungszyklus. Äh, egal. Das, aber das nur als Randthema. Und was ist noch anders als damals? Mhm. Ähm, mein positivszenario und das ist das, was irgendwie ähm, was ich als aller Realist, also mein Best-Case-Szenario mit höchster Wahrscheinlichkeit ist folgendes tatsächlich, dass ich glaube, wir sind jetzt gerade auch, obwohl manche Industrien jetzt halt auch leiden, ne, Automobilindustrie ist ein Wandel, haben wir jetzt quasi auch ein ne, ne Riesenpotenzial, um neue Sachen hinzukriegen. Und ich glaube, was halt jetzt kommen wird, ist halt die Elektrifizierung von Autos, dann wird AI riesig werden. Ne, so. das, und ich glaube, das hat das Potenzial, das zu schaffen, was wir uns eigentlich alle wünschen, nämlich alle können alles haben für, für kaum Geld. Und das sehe ich gar nicht als unwahrscheinlich. Und jetzt kommt, jetzt kommt die Schnittmenge, warum ich quasi dann so ein bisschen aus beiden Seiten quasi einen Grund habe, zu, 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 was soll ich sagen, zu Mob haben. Ja. Genau. All die, das, wenn du so ein Venn-Diagramm malst, nach dem Motto, was sind die Zutaten für Best-Case-Szenario und was sind die leider die gleichen Zutaten für Worst-Case-Szenario, hast du eine relativ große Überlappung beider, beider, beider Kreise. Mhm. Und was, in der Mitte, was in der Mitte drinsteht, ist das Thema Energie. Was, also, Um jetzt irgendwie hier den Typ von OpenAI zu zitieren: Der Typ sagt, oh oh, wir haben ein massives Problem weltweit. Nach, Mai, nach, Mai, nach seinen Prognosen, nach dem Motto, so wie wir quasi ChatGPT 5, 6, 7 uns vorstellen, wird das einen Energiebedarf haben, der ist enorm. Den können wir uns nicht vorstellen. Und wenn du jetzt einfach nur so den Brotkrumen den, den, den folgst von verschiedenen anderen Akteuren, Microsoft baut ein eigenes Atomkraftwerk neben ihre Serverfarmen, die sagen, wir brauchen so viel Energie. Also die haben ein bisschen Mathe gemacht, die haben sich überlegt, was ne? also und wenn du jetzt sagst, okay, wenn dein also in meinem Szenario, wenn quasi der, der Heilsbringer eben AI ist und co und du brauchst als Zutat viel günstige Energie das ist quasi das tool was dich enabled quasi alle anderen probleme bis hin zu reduzieren weil du eben plötzlich sagen kannst hey wir haben wieder die energie die wir für ja, die industrie brauchen ne? und so, die energie, ja, so dann ist das quasi exakt die gleiche, die gleiche input und deswegen geht, wenn wenn ich jetzt in letzter Zeit immer so politisch irgendwie rumgemobbert habe seit das finde ich als blöd dann, weil ich, weil ich diese zwei Szenarien sehe. Auf der einen Seite, wenn du Energie nicht gelöst bekommst, <laughs> dem Negativszenario, hast du verloren, weil das quasi der Grundbaustein halt für, für all deine Probleme oder viele deine Probleme ist, und im positiven Fall, wenn du das nicht gelöst bekommst, wirst du später dran sein als der Rest. Und wenn, wenn du halt sagst, ich will es aber möglichst äh, erfolgreich sein in, in meiner Transformation als, als Gesellschaft, halt eben zu dieser neuen, neuen Industrie, dann musst du halt eher früher dran sein als später. So. Und deswegen ist, ist das so ein zentrales Thema für mich. und ähm, Ja, und deswegen wegen beiden Szenarien einfach extrem hm. relevant. Deswegen reite ich da so drauf rum. und... Total, ja. aber ich sehe da trotzdem dann immer nicht, noch nicht so hundertprozentig diese Linke, die da so gegensteht, sozusagen, die dann da so Sorge ja. bereitet. Weil, ja. wie gesagt, ich eher da gerade <laughs> dieses, also ich glaube, also in meiner, was ich jetzt gerade so für mich so ein bisschen mitnehme, ist, dass ich dich so verstehe, dass dich gerade eigentlich eher nervt, wie die Politik gerade so läuft und gelaufen ist so ein bisschen in den letzten Jahren, dass diese Sache quasi verbockt wurde sozusagen, unabhängig von links oder rechts in irgendeiner Form. Das natürlich, was ich auch mitnehme, ist ne, deine, deine Sorge vor dem zu großen Eingriff. Das ist ja schon immer so, dass, also, ne, dass wir über Subventionen gesprochen haben und so weiter und so fort. Und da habe ich aber trotzdem weiterhin so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht größer geworden ist, weswegen bei mir auch nicht die Sorge größer geworden ist vor diesen Eingriffen, weil ich das Gefühl habe, wir haben immer schon irgendwie so ein bisschen Eingriffe gehabt. Jetzt könntest, ne, jetzt hast du dann gesagt, die Eingriffe waren aber anders als damals sozusagen. Die sind jetzt so ein bisschen anders und deswegen machen dir die so ein bisschen mehr Sorge, wenn ich das richtig verstanden habe. Wohin ich jetzt für mich aber trotzdem weiterhin denke, ich glaube nicht, dass wir gerade Tür und Tor öffnen für fiese Eingriffe ins Privatleben. Und wir sind kurz davor, dass das quasi passiert. Deswegen, dein Worst-Case-Szenario, das du ja auch nicht für wahrscheinlich hältst, das ist für mich halt so gering, dass mir das einfach keine Sorge macht. So gar nicht, gar nicht, gar nicht. Was für mich aber viel größeres Szenario ist, ist eben diese starke Rechte, die uns eben abfacken wird. Weil wenn die an die Macht kommt, jetzt irgendwie mit irgendeiner AfD-CDU-Politik, sehe ich auch kein Klimaproblem, also kein, kein Energieproblem gelöst und keine Ahnung was und die tolle Fortschrittsparteien, sondern sehe ich viel... Rückschritt, viel stehen bleiben, viel Grenzen zu, keine Ahnung was. Deswegen ist für mich dieses Szenario wahrscheinlicher, deswegen habe ich vor dem quasi mehr Sorge. Und deswegen nervt es mich dann, glaube ich, immer so, was du nicht gemacht hast, was ich dann vielleicht auch dann so reingehört habe, dass man dann immer sagt, ja, aber die Linken so. Also wir müssen auch auf die Linken quasi aufpassen, weil ich vor denen gerade nicht aufpassen muss in meiner Welt, sondern ich muss gerade nur aufpassen vor dieser starken Rechten, die mich abfackt. Und deswegen möchte ich mich nicht gerne mit so Deswegen möchte ich nicht gerne ein 3% Worst-Case-Szenario gegen ein in meiner Welt 20% Worst-Case-Szenario gegenrechnen und sagen, wir müssen auf die aufpassen, weil natürlich wir ich hier zustimmen, dass, ne, diese, natürlich ist das, müssen wir darauf auch aufpassen, aber gerade müssen wir eigentlich eher gucken, dass wir uns da nicht so spalten lassen und ich habe das Gefühl, die Spaltung geschieht mehr von der rechten Seite als von der linken Seite. Ich glaube, Deswegen, ich, ich, glaube wir, ich glaube, wir, ich glaube, wir, ich glaube eher, dass es, also aus meiner Sicht ist unabhängig davon, wer sich über was streitet. Ich glaube, es ist eher wie, als würdest du so Schlafwandeln in, 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 so, in so einen Abgrundschlaf reinschlafwandeln. Mhm. Ein allerletztes Beispiel, nur um da nochmal ein Beispiel mhm. zu zeigen, was super harmlos klingt, ja, was aber fatal ist aus meiner Sicht ist. Jetzt hat jetzt hat die EU-Kommission gesagt, wir zwingen Apple dazu, jetzt USB-C einzuführen. Mhm. Geil, oder? Können wir diese Lightning-Dinger loswerden? Mhm. Welche, also niemand weiß heute, was das für Konsequenzen hat. Äh, die direkt positiven Konsequenzen ist, jeder kann jetzt, jedes EU, jedes Gerät, was in der EU verkauft oder hergestellt wird, muss ein PC da haben. Weniger Elektromüll und so ein Kram, ne? Genau, aber, und das ist, das ist der, 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 der positive Aspekt, so nach dem Motto, ja, weniger Elektromüll und so weiter. Wer sagt, wer garantiert dir, dass diese, dieses, diese Einschränkung nicht fatale Folgen hat? Das garantiert hat? dir nie jemand. Also diese Garantie du nie bekommen. Exakt. Und trotzdem, so, glaube ich, müssen wir und, Dinge probieren. Und ich, und ich sage an der Stelle, wir, wir sagen, ja, wir müssen das probieren und da, müssen das probieren und jenes probieren. Und ich glaube, in Summe führt dieses Probiererei dazu, dass halt eben das Negativszenario wahrscheinlicher wird für mich. Also mit jedem mhm. dieser, oder die Tatsache, dass, dass in Europa gesagt wird, ja, wir verbieten jetzt hier das Amazon äh, iRobot kaufen können, diesen Staubsaugerhersteller. Mhm. Ja, der geht jetzt pleite und so. Also. Warum? Also, es gibt so viele Entscheidungen, die halt irgendwie immer so, die mit Morale argumentiert werden, so nach dem Motto, wir wollen die Großen nicht noch größer werden lassen. Ja, aber wer sagt, dass das nicht was Positives sein kann? Und, ja, gut, und aber es ist, das ist ja dann, also das ist ja dann immer so, aber, dass wir dann so tun, als wäre, also als würden wir dadurch immer alles verändern, aber wir wissen ja eben auch genauso nicht, was die andere Gefahr sozusagen gewesen wäre. Also ja, aber was, was wir, was wir machen uns das in der Hinsicht halt oft das Leben halt schwerer, als andere es in anderen Ländern haben, zu, zum Nachteil der Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt komme ich wieder aus der Schiene, aber das ist halt, das ist die Konsequenz und am Ende des Tages bringt es dir gar nichts, wenn du der moralisch überlegenste bist, der halt einfach alles gut geregelt hat und viele Experimente gemacht hat wenn du nicht in der Lage bist, Produkte oder Dienstleistungen herzustellen, die andere, andere Ländern haben wollen von dir. Ja, genauso könntest du auch sagen, du hast so eine Art Vorbildfunktion und, du, und, und wenn du dich für irgendwas etwas einsetzt, sozusagen, wo du unterstellst, das ist eine gute Sache, ne, mit dem USB C-Ding sozusagen. Mm, mm. Wenn es niemand irgendwie mal jemand was sagt, dann sagst du ja auch einfach, okay, wir geben die Macht einfach den, den, den Konzernen und die können machen, was sie wollen. So. Jetzt, jetzt, das, damit meine ich gar nicht, dass sie uns alle verzaven und die bösen Konzerne, wollen, ja. aber dann. Sagst du einfach, ja, okay, dann vertrauen wir einfach denen und die werden schon wissen, weil wir sagen, deren Gier wird dafür sorgen. Also, wir haben oft gesagt, ne, die Gier treibt es im Zweifel an und der Markt wird das dann regeln, weil wir dann sagen, okay, wir unterstellen, dass sie so gierig sind, dass sie das beste Produkt entwickeln wollen. Aber wer sagt denn, dass das beste Produkt dann auch immer das ist, was für den Bürger das Beste ist und so weiter und so fort im Zweifel? Also, und, ich finde, und, und da die Sorge, ich werde sie nicht ganz rausnehmen. Ja. Und ich sage halt an der Stelle nur, Vorsicht mit unserem. Glauben, darüber zu wissen, was das Beste für die Menschen ist. Hundertprozentig. Vorsicht ich digital ich zu. Genau. genau Aber ich und, würde sagen, Vorsicht, mit dem wir sagen, die Gier wird es schon regeln, dass wir am Ende alle geile Medizin haben oder alle geile Produkte haben für jeden. So, da das würde ich genauso Vorsicht sagen, weil das ich, weil es da genauso viele Gefahren ja. für mich gibt. Und ich, ich argumentiere aus der Historie ist, das das beste Modell, was wir bisher hatten, und es ist der Beweis zu erbringen, dass es ein besseres Modell gibt und das aktuelle Modell, mit dem wir experimentieren, hat eher Züge von einem Modell, was es in der Vergangenheit schon gab, was oft nicht funktioniert hat. Das ist deswegen komme ich zurück zu der linken, der Hinsicht. Mm. was ich meine? Also dieses, ja. die Idee zu sagen, USB-C finden wir geil, pushen wir jetzt, ist manchmal cool. Aber manchmal auch total fatal, so also wie da gesagt, ja, Autos braucht keiner, wir machen jetzt dieses Produkt die nächsten fünf Jahre. Das hat für mich denselben Charakter und dieselbe Arroganz und deswegen bin ich halt eher defensiv und sage, ja, naja, das Experiment kann ich nicht so gut heißen, weil es halt eben so ein bisschen den, den, den Erfolgsstrahl aus der Historie, also nach mit welchem Modell habt mir die meisten Menschen irgendwie zu Wohlstand gebracht, weil es dagegen konträr gegensteht und tendenziell eher. Äh, ja, es fehlt der Beweis, dass das ein Erfolgsmodell ist tatsächlich. Mhm. Ja, das kann sein, dass es das da die Gegend, aber es gibt ja, gab ja schon immer Einschränkungen sozusagen, auch in irgendeiner gewissen ja, Form. Und wir wissen halt nie, wo es hingegangen wäre, wenn es sie nicht gegeben hätte sozusagen. Also die Frage, also das ist halt so, ein, so eine blöde Diskussion so ein bisschen in der Form, weil beide können hypothetische Szenarien aufziehen, wo es quasi nicht funktioniert. Ne? Also das Erste, was mir einfällt, ist, wenn wir jetzt sagen, okay, die G regelt das sozusagen, der Markt regelt das. Ich hätte zum Beispiel keinen Bock, als erstes, was mir einfällt, ist, wenn wir jetzt sagen, komm, lass doch Microsoft irgendwie alles regeln, ich hätte irgendwie keinen Bock in solche, was, was wir früher nicht hatten, waren, dass Konzerne Abo-Modelle hatten, dass wir quasi auf einmal so, dass wir sagen können, okay, pass auf, wir, wir haben alle nur noch Microsoft-Geräte, weil es ist doch geil so, ähm, ist so das einfachste und beste und dann sagt Microsoft, ja gut, da wir alle bei euch sind, dann zeigt ihr jetzt 200 Euro im Monat, damit ihr unseren Dienst nutzen könnt, ihr müsst es nicht kaufen. Weil, wenn ihr es nicht habt, dann habt ihr nur diese, diese Funktion quasi nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das fuckt mir einfach ab. Und ich habe das Gefühl, das sind Sachen, die hatten wir früher quasi nicht. Weswegen wir jetzt vielleicht manche Sachen, also weswegen die Vergangenheit uns nicht alles sagen kann, sozusagen. Weswegen wir trotzdem nochmal gucken müssen, müssen wir, also nicht im Sinne von, deswegen müssen wir jetzt alles regulieren, sondern deswegen sollten wir nicht prophylaktisch sagen, wir dürfen auf gar keinen Fall regulieren, weil die Vergangenheit gezeigt hat, das ist nicht das erfolgreiche Modell, sondern wir müssen das einfach uns immer wieder fragen, macht das jetzt gerade Sinn vielleicht? Das stimmt, aber was halt auch äh, muss ich sagen so ein Trend ist, den du halt siehst, gerade in Europa ist, man sagt halt, na ja, das sind die bösen großen Tech Konzerne, wir müssen jetzt irgendwas dagegen tun und da wäre mein einziger Einwurf zu sagen, na ja, überlegt euch das, überlegt es gut. Aber trefft nicht Entscheidungen aus der Emotion heraus oder aus diesem, aus dieser... Also trefft nicht die, die falsche Entscheidung aus den vermeintlich richtigen Gründen. Mhm. Also versucht nicht jetzt zu sagen, Apple böse, weil die machen kein USB-C, deswegen müssen wir das jetzt mandatieren. Und habt vielleicht nicht auf dem Schirm, dass ihr irgendein Startup in Estland damit platt macht, mhm. weil ihr nicht absehen könnt, was das für, für Wechselwirkung hat. Und seid, ja. nicht, seid nicht vorschnell in der, in, der, in, der Zeit, in der Zeitbetrachtung. Wer sagt, dass es Facebook und Snapchat und Co. in fünf Jahren überhaupt noch geben wird? Google kann morgen tot sein als Unternehmen und zack, sind diese ganzen Themen plötzlich gar nicht mehr relevant. Und mein, was, was ich eher glaube, ist, dass gerade im Bereich Technik es sich so schnell und so rasant weiterentwickelt, dass diese, wir müssen jetzt Amazon Einhalt bieten, indem mhm. wir diesen... Kauf von diesem Roboter verbieten, weil die ja zu groß sind. Warte mal fünf Jahre ab. Ja, aber wer sagt denn, wenn wir jetzt so, so denken, wer sagt denn dann, dass nicht WeChat kommt? Also jetzt sage ich mal mit diesem dystopischen Gedanken, dass wir auf einmal dann Social Score oder sowas haben, wo ich jetzt sage, habe ich gar keinen Bock drauf. Aber wenn das jetzt, sage ich mal, die, also ne, wenn wir jetzt sagen, das ist aber super Superfunk, mhm. das ist doch ne, das ist doch toll, jeder kann irgendwie Zugang zu Health und keine Ahnung was. und auf einmal haben wir dann so ein Social Score Shit, der in meinen Augen Halt moralisch wert, also einfach schwierig ist, wo, wo ich dann sage, ja. dafür, dafür möchte ich aber auch sagen, also nicht nur, passt auf, dass, dass, ihr, kein, dass ihr die Folgen des USB-C-Verbots nicht seht, sondern ich würde genau sagen, passt auf, dass ihr nicht auf einmal vor lauter, okay, wir müssen irgendwie jetzt, wir müssen aufholen, wir müssen jetzt wieder den Fortschritt finden, auf einmal euch zu Ideen hinreißen lasst die wir im Nachhinein bereuen, weil wir, wenn wir mhm. das einmal eingeführt haben, kommen wir da sehr schnell wieder weg. Das haben wir schon festgestellt. Also wenn, wenn wir jetzt feststellen, Menschen werden alle depressiv von, von Social Media, also nicht, dass es jetzt wäre, aber angenommen, wir hätten diese Erkenntnis, wir könnten sie mehr verhindern. Wir, wir, wir ja, klar. würden nicht einfach Social Media verhindern können sozusagen, aber im Vorhinein, präventiv können wir sagen, ja, hey, exakt andersrum. Soll das jetzt Wortfall aber exakt Nein. andersrum. Du, du kannst du kannst im vorher vorhinein nichts sehen, was was gewesen wäre, wenn Stimmt. aber du kannst im Nachhinein, wenn etwas da ist, was du auf keinen Fall tolerieren kannst, kannst du es abschalten. Die macht hast ja. Du. Aber machst du es? Also nimm Rauchen haben wir immer noch in irgendeiner Form, eine, also können wir irgendwie rechtfertigen als Gesellschaft, dass wir Rauchen cool finden? Es gibt Menschen, die finden das geil, die machen das mit Liebe und so, die rauchen auch weiterhin, egal wie teuer die Zigaretten werden. Also das meine ja, ich gut. Mit. Aber da können du, wir du, auch was, sagen, was. ist denn? Du musst mal Vorsicht. Es klingt jetzt so belehrend, dass war das ganze, aber man muss sich da vorsichtig. Ich gerade gewöhnt, ist schon okay. Ja, aber in der Hinsicht musst du dir die Frage stellen, will ich das wirklich? Weil was ist der Preis, den es kostet, zu sagen, wir haben 0% Raucher in der Gesellschaft? Was ich musst werde du das bestimmt machen? jetzt erfahren. Ja. du, du, etwas, du verbietest das. Was passiert im hm. Schwarzmarkt? Was passiert? Du, du musst das, wenn du den Schwarzmarkt tolerieren willst, also nicht tolerieren willst, sondern sagst, ich bin auf 0% Quote, musst du die Leute entsprechend bestrafen, wenn sie gegen das Gesetz, das heißt, du musst ständig Leute überwachen. Wenn du ständig Leute überwachst, aber könntest du nicht auch genauso argumentieren, also das ist jetzt ja sehr einseitig argumentiert, könntest du nicht auch genauso gut sagen, du musst Anti-Suchstationen schaffen und du musst die Leute dazu bringen, dass sie einfach gar nicht mehr rauchen wollen und dann sagst du aber, irgendwann, sie sind nicht mehr da. Also ja, aber das meine ich, du wirst nie zu also du kannst immer so argumentiert sagen, ja, man möchte Präventivmaßnahmen betreiben, aber das ist ein Unterschied, ob du sagst, du willst den, den Prozentsatz der Raucher auf ein Minimum runterbringen ohne sie zu zwingen. Oder ob du sagst, du willst es auf 0% runterfahren. Ergo Zwang. Das ist, das ist das, was ich sage. Da muss man aufpassen, was man sich wünscht. Weil, wenn du sagst, du willst auf 0%, 0 Toleranz, hätte ich persönlich Angst davor, wie man dorthin kommt. Während, während du sagst, ich will das möglichst auf 0%, gegen 0% bringen, indem ich aufkläre und Preise gestalte und so weiter. Do it. Am Ende entscheidet ja. der, das Individuum, ist mir der Preis, der für die Kippen ist, immer noch wert. Ist alles, was ich weiß über Rauchen. Ist das genug, um aufzuhören? Oder sage ich, es ist mir egal, ich sterbe in zwei Jahren? Ey. Ja. Ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs, Bauch, es ist mir egal. Aber das ist die Entscheidung des, der Person und nicht die Entscheidung der, der, der Gruppe, die gesagt hat, wir wollen null 0%, 0% Toleranz. Das ist ein meilenweiter Unterschied. Und das ist für mich das, aber wo ich sage, an den Stellen versuche ich halt vorsichtig zu sein und mir nicht etwas zu wünschen, was ich eigentlich gar nicht will, weil die Konsequenzen mhm. mit dem Wunsch viel zu. Aber ich finde es zum Beispiel leicht, zu sagen, sind. wir wollen quasi Cannabis gar nicht erst sozusagen erlauben. Also das ist mhm. vielleicht, ne, sehen ja viele auch anders so, und es wird ja auch anders kommen jetzt wahrscheinlich. Ähm, Finde ich besser, dass wir es gar nicht erst erlauben und dem quasi eine Rechtfertigung geben, um dann im Nachhinein, und um dann aber zu regulieren und zu sagen, ja, ja, wir erlauben es, aber nur unter den, den Bedingungen da und da und da und da, sondern wenn wir uns einig sind, wir finden es eigentlich nicht so geil und es ist eigentlich irgendwie eher nicht so positiv für den Menschen in irgendeiner Form, außer in medizinischen Fällen vielleicht, nach verschreibungspflichtig und so weiter und so fort. Dann finde ich es leichter zu sagen, wir öffnen uns der Idee erst gar nicht in der Form, anstatt im Nachhinein zurückzurudern. Und deswegen finde ich das bei dem Tech-Ding genauso. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen nicht eine allumfassende Plattform, die uns im Zweifel irgendwie social-scoring irgendwie, irgendwie Preise zuteilt, sozusagen, wenn, jetzt diese, ne, wenn ich jetzt dieses WeChat-Beispiel da irgendwie so mitgebe, so ein bisschen, dann finde ich es doch leichter zu sagen, wir verhindern überhaupt erst, dass es, oder wir versuchen da irgendwie das so schwer zu machen, dass es aus reiner Gier so allumfassend werden kann, die wir sagen: Nee, das wird immer Messenger und keine Ahnung, irgendwas getrennt sein. So. Das, das ist das doch hat leichter jetzt als im Nachhinein. Wenn du auch die Leute einmal dazu gebracht hast, wenn die doch einmal ja, in deinem System sind, dann zu sagen, ah nee, ihr Böse, jetzt du, 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 jetzt klären wir ganz viel auf und sagen euch, ähm, macht es besser nicht, aber ihr habt einmal an der Droge genascht und ihr seid eigentlich ganz angefüttert, das ist doch, also du hast doch auch eine Verantwortung irgendwie deinem, deiner Gesellschaft gegenüber im Zweifel. Ja, nicht. auch da rückt halt, da auch, äh, da spricht wieder die Arroganz, zu sagen, du hast, du hast, du weißt doch besser, was für die Leute besser ist. Ja, yeah, das ist gut bei Rauchen doch. Nehmen wir doch das Beispiel Rauchen. Wir wissen doch, dass es das gesundheitlich einfach Gott, scheiße ist. Der, ja, ist es. Aber es ist auch gesundheitlich scheiße, den ganzen Tag vor dem PC zu sitzen für den Rücken. Es ist auch gesundheitlich scheiße, bestimmte Sportarten zu machen, weil du dich verletzen könntest. Es sind viele Dinge, die wir tun als Menschen, sind offensichtlich nicht das, was uns eigentlich gut tut. Das ist ja manchmal gesagt. Und ja, die eigentlich nicht ganz wir. vergleichbar, ehrlicherweise. Weil wir sitzen ja in Alkoholtrick also, ist, sch ist schlecht. Ich wäre der Erste, der es verbieten würde. Es tut mir leid. Du! Aber wie viele ja. Menschen finden, da wollen das nicht? Wer ja. bist du zu sagen, ich weiß, was ja. für euch besser ist und deswegen nehme ich es euch weg? container willi würde jetzt sagen: Du hast in deinem Land immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht mehr hier sein und wir haben verschiedene Länder und wir haben Sachen, wo wir sagen, ja, ja. okay, das, du fein, hast. fein, Stimme, aber. So. Fein, genau. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Wenn du jetzt in Deutschland sagst, ja, okay, wir verbieten jetzt Zigaretten, 100%, 100 Verbot, Null-Toleranz, null so. Auch die. Auch die Exekutive wird befähigt, also nicht nur Legislativ, sondern die Exekutive kann auch durchgreifen, wird auch durchgreifen, wird das ahnden und so weiter und so fort. Dann werden Menschen sagen, dann verlasse ich das Land. Das ist deren gutes Recht. Absolut. Und ich glaube, dass der Prozentteil sehr gering ist. Aber. Es spielt keine Rolle, ob das jetzt, das ist wieder das Prinzipiendenken. So, warum solltest du jemanden die, äh, einschränken in seiner Fähigkeit, sich selbst zu schaden und ihn dafür bestrafen? Klär ihn auf, ja, tu es ja das du bringt wirklich ja in manchen 100... Fällen nichts du kannst auch ganz viel Aufklärung betreiben wenn es um irgendwelche Themen geht und es bringt doch nichts deswegen leben wir doch in einem, in einem Staat wo wir sagen okay manche Dinge lagern wir eben aus also wir drehen uns und... jetzt ewig im Kreis wenn die Debatte schon mal gemacht aber ich könnte jetzt ja auch sagen was ist mit 17-Jährigen warum dürfen die nicht rauchen 18-Jährige schon weil wir irgendwann mal festgelegt haben 18-Jährige können das entscheiden 17-Jährige aber nicht ist doch aber eigentlich eine random Zahl warum sollen wir 17-Jährigen rauchen nicht auch erlauben warum sollen nicht alle alles dürfen dann warum Näher kann auch frei entscheiden warum sollte keine Ahnung, warum haben wir nicht Open Weapon Carriage? Warum sollten nicht alle Waffen tragen, um sich zu verteidigen? Ja, also, aber, das ist doch, also aber, da, da sagen aber wir doch das auch, warum wir nicht. Ja, aber du argumentierst jetzt wieder außerhalb der zwei Punkte. Der erste Punkt, da willst du wirklich 100%, das war das, war, was ich gesagt habe, so, da muss man vorsichtig sein, ob man das wirklich will, ob man 100% mit Durchgriff wirklich möchte. Das ja, ist ja ich eine will wirklich 100% gewinnt. keine Waffen auf den Straßen. Zum Beispiel. Okay. Ja. Und da sage ich, da ich, bin ich jemand, der sagt, wenn wenn es auch 100 Prozent quasi geahndet wird in der Härte, die es braucht, damit es auch 100 Prozent wird. Dann wäre ich vorsichtig, ob ich das gesamte Konstrukt noch geil finde. Nein, aber das, das ist, widerspricht sich doch. Also wir wollen doch oh. auch nicht, dass Menschen über 130 fahren und wir bestrafen das und wir wollen, dass es das eigentlich ja. 0% sind. Aber deswegen erschießen wir doch nicht die Leute, die über 130 fahren. Aber trotzdem haben wir doch ein Gesetz, das sagt, du, sollst, du darfst nicht über 130 fahren und kriegst eine Strafe. So, ja, und wir aber... Menschen, aber wir sagen, wir wollen 0% Waffen auf den Straßen haben, wir sagen, die Strafe ist eine Geldstrafe und damit kommen wir null 0%, so nah es geht, können wir doch trotzdem eine Strafe einführen trotzdem ein Gesetz haben, das etwas verbietet. Und haben doch dann ja, nicht gleichzeitig immer, wir verbieten auf einmal alles und Menschen verlassen das Land, weil sie das nicht dürfen. Nein, aber wenn du was zu Ende denkst, wenn du sagst, du willst zu 100% etwas durchsetzen, dass es nicht mehr passiert, du willst vermeiden. Ja, aber ich bin doch nicht naiv und sage, dass es nicht 100%, dass es auf 0% runtergehen wird, aber trotzdem kann das Ziel doch sein, es auf Null zu bringen mit Maßnahmen, mit Strafen. Deswegen haben wir doch Gesetze und wir haben doch ja, Regularen, wir haben doch Gefängnisse. Und ich sage, es ist ja fein zu sagen, dass. Kostet dich viel Geld, ob es jetzt eine Strafe ist oder der Preis von Tabak beteuer. Oder wir, oder äh, weiß ich nicht, du, du verbietest überhaupt die Herstellung von zu schnellen Autos und so weiter. Das, das kannst du alles machen. Aber es ist ein Unterschied, ob du das machst oder ob du sagst, jeder Mensch, der ein Auto fährt, wird 24-7 getrackt und geguckt, wie viel bist du gefahren und so weiter. hat doch keiner gesagt. Und das sage ich aber die ganze Zeit, das versuche ich zu sagen, wenn, wenn du 100% etwas vermeiden willst und 100% durchgreifst und du zu 100%. Das sag ich doch Bitte? gar nicht. Das legst du mir doch in den Mund. Ich ja, aber nie das sage sag ich, ich die ganze, ganze Zeit tracken. und du argumentierst die ganze Zeit, ja, aber das ist, doch, das ist doch nicht so schlimm, weil ich sag ab, das ist das, was ich versuche nee, zu sagen. Ist, dass wir Menschen 100% tracken da. jeden Tag, um zu gucken, ob sie irgendwelche Fehltritte begehen, das ist schlimm. Aber dass wir ja, Gesetze das, haben, das, die das, verhindern, dass Menschen in der Regel irgendwie etwas dürfen, das finde ich sehr gut. Ja, das ist aber, da reden wir aneinander vorbei, weil was ich sage ist, wenn du dir zum Ziel setzt, du willst es zu 100% verbieten und du meinst es so, dann bist du früher oder später in einer 100% Überwachung des Verhaltens ja, von Menschen, aber weil nee, nur so kannst so du per, per Logik das zu 100% vermeiden. Ansonsten ja, werden das Leute ja heimlich das meine ich nicht rauchen. Ja, aber das, ja, aber das kein ist Mensch. das, was ich also sage. Ist, aber ja, ja, aber doch, ein Mensch meint es. Ich meine es so und ich sage, das ist das, wo ich sage, würde man müsste manchmal vorsichtig sein, was man sich wünscht. Und ich würde mir nie sagen, ich will zu 100% garantiert, dass ein solches Verhalten durchgesetzt wird, weil dann nee, landest du da, was. Nicht. Ja, hast du recht. 100%. Okay. Aber, aber trotzdem das möchte ich verhindern, dass WeChat-artige Zustände in Deutschland geschehen und möchte das gerne auch mit Gesetzen verhindern können. So, aber das ja, heißt das nicht, ja okay. dass, ich ja. zu, dass ich das auf 0% runtersetzen möchte, dass es hier irgendeine App gibt oder keine Ahnung was, sonst irgendwas. Ich möchte, dass flächendeckend Menschen, die sich ans Gesetz halten und sagen, ich vertraue dem Staat in irgendeiner Form, Möchte, dass diese Menschen nicht die Möglichkeit haben, da in irgendeine Falle zu tappen in irgendeiner Form. Menschen, die sich bewusst dazu entscheiden, in irgendeinem Darkenet irgendeine Scheiße zu machen, klar, sollen sie machen. Strafen sollen sie begehen können. Ich bin nicht für die Todesstrafe. Aber ich bin dafür, dass Menschen Gesetzen folgen und dass Menschen eben sich dann bewusst dafür entscheiden, ich breche dieses Gesetz jetzt. Ja, okay, tu, was du willst. Aber du musst mit der Strafe rechnen, wenn du in diesem Land sozusagen lebst. Aber, Aber das heißt dass doch dann noch kann, lange ist, ja. für racial profiling bin und dann auf einmal sage okay ich muss schon früh erkennen wer irgendeine Straftat begehen möchte weil ich will auf jeden Fall 0% erreichen deswegen kriegt jeder einen Rauchmelder in sein Smartphone eingebaut damit hundertprozentig dass dass diese Gefahr da ist das bin ich wieder bei dir dass du sagst da ist eine kleine Gefahr dass das genau was passieren wird aber die sehe ich halt als gering weil wir haben ja schon gesetze sehr lange und ich fühle mich nicht total überwacht gerade das, ich habe in keinster Weise irgendwas in diese Richtung gesagt. Das Doch, Einzige, du hast ja mit dem Checker gesagt, gesprochen. Du hast ja gesagt, da musst du hundertprozentig jeden Tag immer nein. checken und sagen. Nein, was ich gesagt das habe. Ich verstehe ich. nicht. Ne? Er, dann erkläre ich es dir. Was ich gesagt habe, ist, wenn du so eine Aussage triffst, wie ich will, dass niemand mehr in Deutschland raucht, weil offensichtlich Rauchen schlecht ist und es sollte niemand mehr rauchen, habe ich gesagt, ja, das kann man verbieten, wenn man es so sehr verbietet, dass man sagt, Leute können zum Beispiel keine Zigaretten mehr legal erwerben, weil es wirklich verboten ist, dann zeigt die Historie, dass es dann Wege und Mittel gefunden werden, wie man doch wieder rauchen kann. Und dann hast du zwei Optionen. Entweder entscheidest du, dass du sagst, ja okay, ich akzeptiere, dass es so eine, so, so eine Art Schwarzmarkt gibt, dass ja, Menschen das illegal absolut. tun. Und ja, dann gibt es die absolut. Option, dass du sagst, ich akzeptiere das, das ist fein. Und dann habe ich gesagt, ja. du, ob du wirklich auf 0% rauchen willst, auf 0% dann müsstest du aber auch das Verbrechen, was, was begangen wird, auch ahnden. Auch mit, mit, mit entsprechender Strafverfolgung und mit eben Strafen und so weiter. Also den Rechtsstaat, den du gerade beschreibst. Oder dann sage ich, wenn was du, du so das, das zu auch. Eine Option ist, wenn der Schwarzmarkt gibt, müssen wir doch auch ahnden, wenn es gemacht wird. Sonst dann. Dann wird es ja kein Schwarzmarkt geben, wenn wir es nicht ahnden würden. Ja, aber wenn du, wenn du an den Punkt bist dass du sagst, ich möchte aber zum Ziel kommen, dass niemand mehr raucht. Never ever. Als der ja, wir sind jetzt, glaube ich, in der philosophischen Logikdiskussion. Also, dass, ja, ich ja, aber, aber, verstehe das, dass wir alle Menschen umbringen müssten, die rauchen, wenn wir 0% Raucherquote haben wollen. Ich sage nicht, dass sie Ja, kannst. das wäre ja konsequent. Das wäre doch logisch auch richtig. Du musst nur die Strafe dann entsprechend erhöhen. Du kannst sie in den Knast packen und sagen, du darfst hier halt nicht rauchen, du kommst nicht mehr an Zigaretten. Deswegen, mein einziger Punkt ist, wenn man sich zu diesen binären Aussagen hintreibt, also ich will zu 100% oder zu null etwas, dann ist oft die Konsequenz, die man nicht offensichtlich auf dem Schirm hat, dass du eine Welt schaffst, die du gar nicht willst. Das ist das, was ich versucht habe zu sagen. Und aber das, das, ist ja nicht und das diese Welt, die ich nicht. Ja, ich weiß, dass du das nicht meinst, aber deswegen sage ich das. Ich, ja, ich, ich nicht mehr. Also, aber dann. Das meine ich. Wir reden über meine vorbei. Frage. Ganz genau. Aber das. Aber ich habe doch die Frage. Aber was war denn deine Frage? Mein Punkt war doch, ich möchte gerne verhindern. Präventiv, dass zum Beispiel solche WeChat-artigen Social Score-Situationen hier in Deutschland passieren. So. Und ich finde es okay, wenn es dagegen Gesetze gibt. Und dann hast du gesagt, ja, wenn du auf 0% willst, dann musst du das und das und so weiter und so fort. Aber das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe ja nur gesagt, ich finde es gut, wenn wir Regularien haben, die das Unternehmen schwieriger machen. Und meinetwegen sollen die an Strafen zahlen, mehr Geld bezahlen, wenn sie das versuchen, sozusagen. Dass Menschen natürlich die Möglichkeit haben, sich im Zweifel irgendwelche Apps runterzuladen, also über einen chinesischen fucking Account, ist doch okay. Deswegen soll ich die doch nicht ins Gefängnis stecken, damit ich sage, ich will hier 0%, damit es nicht funktioniert. Sondern es geht ja nur darum, dass ich sage, ich verstehe Regularien die eine Bevölkerung vor eventuellen Problemen, Sorgen, Gefahren, keine Ahnung, was schützen. Ja, und dann haben wir weitergeredet und du hast gesagt, es ist doch offensichtlich, dass Rauchen schlecht ist. Genau. Also wäre es und doch deswegen logisch? sind doch Gesetze gut. Das ja, und dann ist, hast du gesagt, es wäre doch eigentlich erstrebenswert, wenn wir 0% nein, Raucher haben. Nein, hätten. nein, 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 nein. 0% habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir rauchen verbieten. Rauchen verbieten, habe ich gesagt. Okay. So, dann hast und du verbieten das heißt für mich, es gibt Gesetze, die das verbieten und es gibt Strafen dafür. Das heißt nicht, dass, du, dass ich auf null Prozent, okay. dass du Heim-Ausarrest kriegst ohne Zigaretten oder sonst irgendwas. Ja, okay, okay. Und dann habe ich nur gesagt, ja, du kannst, du kannst das verbieten, aber du wirst dann nicht dafür sorgen, dass Menschen dennoch sich eine Kippe an... Hundertprozentig. Es wird so, aber weniger, gesagt, als wenn du es erlaubst. Ja, wird es. Höchstwahrscheinlich. Ja. Vielleicht auch nicht. Das ist die spannende Frage. Ah, aber ich finde, diese Frage können wir uns bei jeder Entscheidung stellen. Ich würde sagen, da sind wir ziemlich sicher, dass okay. es weniger wird. Nein, das würde ich nicht unterschreiben, weil okay. in Prohibitionszeiten haben die Leute trotzdem Alkohol äh, gebraut, ja. heimlich und haben genauso okay. viel gesoffen. So. Aber, ich, aber mein Punkt war, als du das gesagt hast, du gesagt hast, ja, man sollte es verbieten und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, ja, ich wäre bei solchen Verboten immer vorsichtig, insbesondere dann, und dann habe ich mich quasi selbst in diese Richtung gelenkt, habe gesagt, ja, Absolut. insbesondere dann, wenn ja. man eben sagt, ich will es wirklich auf null Prozent. Man muss, man, muss, man muss gewisse Realitäten akzeptieren du kannst manchen Menschen einfach gewisse Dinge nicht verbieten so die werden es heimlich tun Und ich finde, du kannst ihn schon verbieten das, aber du kannst nicht sagen es du kannst äh, ihn nicht verhindern so, aber nicht mit der naiven präzise. Gedanke dass du auf 0% kommst hundertprozentig genau das wäre präzise. Kannst du, kannst du, es, du kannst es du kannst, es, du kannst es ihnen verbieten aber du wirst es nicht verhindern können so außer oh, du meinst das WLAN Shit. Noch da? es geht gleich wieder. Ja, ich höre dich noch. Jetzt höre ich dich wieder. Ja. sorry. Okay, präziser gesagt, du kannst es verbieten, aber du kannst es im Zweifel nicht verhindern. Hundertprozentig. Und wenn du es verhindern möchtest, zu 100% Abdeckung, und präziser, du willst auf jeden Fall 0% Raucher haben, tatsächliche Raucher, dann habe ich nur gesagt, dass es ein Pfad, der immer gefährlich ist, im Hinblick auf die Konsequenzen, die es hat, wenn du es wirklich durchziehen möchtest. Ende. Ja. Aber damit habe ich nicht gesagt, es soll keine, keine Gesetz geben und so weiter. Die andere, damit andere der andere Teil, Teil der, D der Ja. Ja, es ist, ist gerade ein bisschen Krise. Aber ähm, du hast total, also da hast du ja hundertprozentig recht, dass man dann eben aufpassen muss, weil ich bin doch der Erste, der auch sagen würde, nein, wir dürfen eben nicht jedes Verhalten jetzt tracken, damit wir hundertprozentig alles verhindern. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich finde, das ist eine ganz andere Diskussion, ob man, also also ich verstehe nicht, wie man dann darauf ja. kommen kann. Also klar, dass es eine Sorge bei Gesetzen gibt, okay. dass wenn du jetzt einen totalitären Staat hast, dass der sagt, wir bestrafen jetzt, wenn wir 0%, also das, dass wir das zu 100% bestrafen, also wie gesagt, ich finde das dann nicht so absurd zu sagen, ja, haben wir die Todesstrafe, dann gibt es die Leute halt nicht mehr, die dieses Verbrechen, gehen haben wir Prozent. So, das ist ja kein, das ist ja nichts, was ich in der Ansatzweise fordern würde, genauso wie dass wir das irgendwie verfolgen müssen, tracken müssen. Aber wir können doch trotzdem durch Gesetze festlegen, was wir in unserem Land gerne haben und was nicht und was eben illegal machbar ist. Und wenn Leute illegal irgendwas machen wollen, ist doch gut. Aber wenn wir als EU sagen wollen, wir wollen in Europa, keine Ahnung, das und das, diesen Standard, ist es doch auch okay. Und Es ist es okay. Ist so Und natürlich hängt da was wieder dran. Es kann was Tolles, Fortschrittliches verhindern. Es kann aber auch eben, werden wir nie wissen, ob es nicht irgendwas anderes verhindert, was vielleicht nicht so geil gewesen ist. Und was ich zu diesem Argument gesagt habe, war oder versucht habe zu sagen, ist, Du kannst es auf zwei Arten spielen. Du kannst dir im Vorfeld quasi den Dämon vorstellen und versuchen, die Frage zu beantworten, wie kann ich diesen Dämon verhindern, ohne andere quasi positive Dinge quasi nicht zu schaden. Oder du kannst sagen, naja, wenn ich die, wenn ich den Dämon vor mir sehe, dann schalte ich ihn ab. Oder dann mache ich was dagegen. Muss ja nicht abschalten. Mhm. Dann kann ja sein, dass du einfach, wenn jetzt auf einmal übermorgen WeChat auftaucht und sagt, wir haben 90% Marktmacht und wir haben alle User und wir haben alle mit Socials Dann kannst du sagen, ja, sorry, dann ist WeChat jetzt entweder verboten oder passt eure Systeme an. Das und löscht Keim, diese wir dann. machen in der Realität. Das wird doch dann nicht, so funktioniert doch das die ganze Zeit nicht. Das ist doch genau das, was die ganzen AI-Superköpfe doch es, gesagt haben, dass wenn wir jetzt den AI-Weg begehen, wir müssen da bremsen, weil wir müssen aufpassen, damit es nicht auf einmal nicht mehr wiederbekämpft wird, weil alle merken, oh, das ist einfach viel günstiger, viel toller. Es, es geht allen Menschen besser, wenn das so irgendwie, also eine Zeit lang, wenn es so ist, und auf einmal geht es vielleicht allen nicht mehr besser, weil wir es nicht mehr unter Kontrolle haben. Und dann kommen wir nicht mehr weg, weil alle sich daran gewöhnt haben, weil alle das irgendwie wollen, weil sie bequem sind oder keine Ahnung was. nein dann haben wir gesagt, jetzt, dann wir, ja. Jetzt reden wir gerade über speziell AI. Was passiert? Wie handelst du AI, was jetzt nicht das gleiche ist, wie handelst du den, den, den Social Risk Score von WeChat, was plötzlich auftaucht? Das sind zwei, zwei, verschiedene, zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Absolut richtig. Aber genauso kannst du ja auch sagen, dass, wenn sich alle an irgendwie WhatsApp oder was gewöhnt haben, dann kriegst du wieder da auch nicht mehr weg, egal wie schadhaft es im Teufel ist. Oder nicht? Ich verstehe halt die Logik dahinter nicht, weil, wenn du, wenn du sagst, es ist offensichtlich schadhaft, es macht die Menschen kaputt, depressiv, was auch immer, und du kannst es nachweisen, kannst sagen, hey, guck mal hier, es ist offensichtlich der Fall, euch geht allen schlecht, d'accord, ja, d'accord. Und dann sagst du, okay, wir schalten es ab. Warum sollte sich dann jemand, also warum sollte das nicht funktionieren? Versteht das Argument nicht? Warum, warum kannst du es dann nicht machen? Warum kannst du den Demo nicht abschalten, wenn er denn da ist? Du kannst ja auch USB-C verbieten. Also warum, also, oder einführen, erzwingen, also warum kannst du dann nicht etwas auch abschalten? Ich meine, das ist ja das Schöne. Wir haben jetzt genug Präzedenzfälle, die zeigen, wenn etwas vermeintlich zu groß wird oder gefährlich wird, kannst du es abschalten. Wie, du kannst einfach sagen, nee, ihr dürft hier nicht mehr, ihr dürft dieses andere Unternehmen nicht kaufen, ihr dürft diesen euren eigenen proprietären Standard nicht haben, ihr müsst jetzt auf USB-C umsteigen. Google, du musst jetzt die Strafe von X-Zahlen. Ja, aber du warum sollten wir das findest. jetzt eben, aber warum sollten wir das dann eben verhindern, dass genau das funktioniert? Also das ist ja eben, das sind ja die Ich, ich sage ja nicht, ich ja ja sag ja ja nicht dass, du, dass du grundsätzlich den, keine Gesetze mehr machen darfst. Ich sage nur, hör auf, dir irgendwelche Gespenster einzubilden, die dann zu reglementieren, dich selber quasi einzuschränken. Und dann festzustellen, oh, das war ja gar kein Gespenst. Ich hab die Angst, ich hatte Angst und habe es jetzt einfach mal. Ich ja, ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Ich finde, man muss das in jedem einzelnen Sozialhandel eben prüfen, mit äh, den Köpfen, die daran beteiligt sind, mit denen, die da eben auch ich, Ahnung von haben. Und dann muss man eben eine Entscheidung treffen. Und dann kann man auch präventiv stimmt was jetzt. Verbieten. Ich stimme dir zu, aber ich würde der, der Default oder der Standard sollte es sein, zu sagen, <laughs> macht erstmal. Ja, aber das ist ja auch der Default. Das passiert doch in der Regel. Ist ja, ja genau, nicht so, als würden jetzt alle immer schon präventiv gucken und tausend Gesetze machen in alle Richtungen, sondern die ja, Folge ist ja eigentlich das. Aber, ja, aber es, warum, also am Beispiel USB-C, warum, was war jetzt daran so schlimm? Warum hätte man, warum musste man das, warum hat man nicht zwei Jahre gewartet, bis Apple selbst eingeführt hat? Was war jetzt so dringlich daran? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir ja auch, auch ich nicht ein Beispiel auch sagen, sagen im es Beispiel, halt dass es dann eben da kam, kann ich dir nicht sagen, was es dann dadurch vielleicht verhindert hat. Also was. Weißt du? Ja, ja. Und für mich ist das Beispiel so offensichtlich, dass es was, was hätte Schlimmes passiert, könnte es die Leute drei Kabel zu viele der Schublade haben? Wer ja, das jetzt, ist das, ist das? Also nee. Also ich sage doch auch nicht, dass ich dieses eine, diese eine Regularium äh, sinnvoll finde. Aber ich sage, dass ich generell Regularien sinnvoll finde, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Ich argumentiere jetzt gar nicht für diese komische USB-C-Verbot, weil ich gar keine Ahnung habe, was das Argument dahinter war, außer vielleicht Elektroschrott. Keine Ahnung. Aber ich. Aber du argumentierst gegen etwas, was ich nie. Also, du, ja, Moment, Regularie, Also du sagst, aber, wir können nicht präventiv regulieren, also wir sollen nicht präventiv regulieren, weil wir nicht Angst vor den Dämonen ja, haben, sollen, exakt. sagst du doch. Ja, ja, Moment, das ist aber eine komplett andere Aussage zu sagen, man sollte nicht präventiv irgendeinen Geister sehen und deswegen regulieren. Oder man soll gar nicht regulieren, das sind zwei Paar Schuhe. Was ich die ganze Zeit sage, ist, du sollst dann regulieren, wenn du eine Gefahr hast und nicht auf Verdacht. Dass eine Gefahr auftauchen könnte. Das, das ist das, was ich sage. Ich sage Ja, gut, aber du wirst präventiv halt nie die Gefahr erkennen. Das ist ja immer ein Verdacht auf eine Gefahr. Also, das ist ja total, wann ist es dann nur ein Verdacht und wann ist die Gefahr da? Also, wenn du präventiv handelst, machst du es ja immer mit einem Verdacht. Das ist exakt die richtige Frage. Wann ist die Gefahr tatsächlich? Ja, da? und darüber muss man sich Gedanken machen. Und das ist nur der genau. Punkt, den ich sage, dass man deswegen nicht kategorisch sagen nee, sollte, wir sollten nicht präventiv Regularien verbieten vor irgendwas. Sondern ja, muss es halt prüfen es... im Einzelfall und gucken, ob es sinnvoll ist, präventiv ja, dein, da ist zu verbieten oder nicht. Dein Beispiel und so wichtig ich dich verstehe, sagst du, man sollte, wenn man etwas überhaupt nicht haben möchte, sowas wie das böse WeChat, was Social Scorings berechnet für jedermann, dann sollte man das präventiv verbieten. Ich sage, wenn man, man zu sollte es, kommt, ja. es passieren lassen und es dann verbieten. Oder man sollte es wenigstens an den Punkt kommen lassen, wo es tatsächlich eine Option ist und nicht. Dinge verbieten aus, der, aus dem Verdacht, es könnte eines Tages eine Option werden. Ja. Vielleicht sind wir uns näher als wir denken, aber ich glaube, für mich jedenfalls ja. ist das ein feiner Unterschied, der entscheidend ist. Aber würdest du jetzt bei dem Social Score Beispiel zum Beispiel sagen, dass wir da jetzt nicht genug sehen, dass das ein Problem ist, dass man das präventiv verbieten kann? Würdest du sagen, wir müssen es erst an deutschen Bürgern sozusagen testen und erstmal hier gucken und dann verbieten im Nachhinein? Oder würdest du sagen, ja. das wäre jetzt was, was ja. wir woanders quasi sehen? Ja, okay. Ja, und ich, ich sage auch, sag auch, warum. Ja, der wenn, du jetzt, wenn du jetzt sagst, willst du willst es verbieten, dann musst du es definieren. Was ist ein Social Score? Dann schreibst du es irgendwo hinter und sagst, das ist ein Social Scoring. Okay, das ist verboten. Das heißt, jedes Unternehmen, was in irgendeiner Weise Kundendaten hält, muss sich jetzt die Frage stellen: Mache ich Social Scoring oder nicht? Versehentlich oder absichtlich. Das wiederum führt dazu, dass du dir diese Frage stellst im Alltag. Das wiederum führt dazu, dass du im Zweifel dich absichern möchtest mit einem Anwalt. Das führt dazu, dass du als Unternehmen zusätzliche Anwaltskosten hast. Das führt in der Fläche dazu, dass du einen Preis von Gut, Gütern und Services einfach hochtreibst, um ein, ein Mühe, aber in, in Summe um ein ganzes Stück, nur um diese Frage zu beantworten, mache ich Social Scoring. Ja, ich finde es manchmal das? wichtig, dass die Leute sich diese Fragen stellen im Zweifel. Das ist ja bei Datenschutz nichts anderes. Klar haben wir auch nervige Sachen, die bei Datenschutz eben dran nehmen, wie das Abfacken, ich habe keinen Bock, einen Cookie-Banner wegzuklicken und so weiter. Aber wir wissen ja, also trotzdem sind wir uns ja einig, dass Datenschutz eine wichtige Nummer ist und dass Unternehmen gezwungen werden, sich darüber Gedanken zu machen oder nicht. Ja, aber ich würde sagen, nicht in der aktuellen Form. Ja, da gut, das Dinge, kann da sein, sind, ja, klar. In der Form sind. wie, aber dass wir nicht sagen, ja. kategorisch sollten wir nicht Unternehmen zwingen, sich Gedanken über Daten zu machen, weil die armen Unternehmen dadurch invest Geld in Anwalt investieren müssen und so weiter und so fort. das ist, also, das, Da würde ich sagen, doch. Das will ich, dass es, die Unternehmen selber Gedanken machen. Aber natürlich, ja, es muss, voll. Äh, natürlich sind Wenn es denn auch tatsächlich akut ist, es, es ist es halt das, das, das wo, der, die, der Unterschied, den ich meine, ist, wenn du kein Unternehmen hast, was in Ansatzweise dieses Ziel verfolgt, zu sagen, ich bin so groß wie WeChat und es ranke jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt, was überhaupt die Fähigkeit hat, das zu tun, wenn niemand, du niemanden hast, der das könnte. Warum solltest du alle anderen zu zwingen, sich diese Frage zu stellen damit Nein zu beantworten, wenn es gar keiner kann? Dann ist es erlaubst. einfach nur eine Checkbox. Ja, dann lass doch dieses Unternehmen erstmal erscheinen. Lass es erstmal ja, überhaupt an den Punkt kommen. Und dann sagst du, wenn der scheiße, darfst du nicht mehr enden. So, aber dann haben die im Zweifel alle möglichen Daten gecrawlt, weil die Leute das im Zweifel auch freiwillig gegeben haben. So, dann hast du irgendeine Zustimmung gegeben in irgendeinem kleingedruckten AGB-Gedöns, weil das eh kein Mensch liest. Und dann kannst du sagen, ja, Menschen sind selber schuld, wenn sie das nicht lesen sozusagen. Aber ne, haben sie nicht gelesen, haben Zustimmung für irgendwas gegeben. Und dann haben sie den Salat, wenn das Unternehmen auf einmal größer wird, es wird größer, größer, größer. Und auf einmal ist mhm. es dann das große Unternehmen, hat aber schon die Zustimmung für alles Mögliche. So. Ja, und dann kannst da, du denen sagen, dass sie diese Daten löschen sollen. Nee, aber im Zweifel sind ja auf dem Weg dahin schon genug Sachen passiert. Ja, wenn es passiert, wenn Schaden entsteht, dann kannst du sagen, scheiße, wie verhindern wir das? Okay, wenn das so schnell geht, cool. Ich kann, weiß nicht, ob das so schnell geht. So, ich weiß nicht, ob das einfach so, dann sagst du, denen, das... löscht die Daten, dann sind die Daten gelöscht und das ist alles cool. Sondern ich kann mir vorstellen, dass dann mit den Daten Dinge passieren, die du eigentlich hättest gerne präventiv verhindert und die die Menschen auch gerne verhindert hätten und auf diesem Weg Dinge damit passiert sind, denen die nicht freiwillig zugestimmt haben. Das ist, das ist mal eine ganz andere Geschichte. Denn wenn alle sagen, das ist der richtige Weg, dann soll es gemacht werden. Trotzdem kann ich hier sitzen und sagen, ich finde, das war keine gute Entscheidung in ABC, Fall ABC, je nachdem. Aber das ist doch das Prinzip von Demokratie. Wenn alle sagen, ja, wir wollen das gerne auf jeden Fall verhindert haben, wir finden dieses Gesetz gut und das wird gemacht und alle sind happy drum. Fein. Ja, ich deswegen sage Kann es präventiv Regularien geben? Genau, und, da, und ich sage halt nur, ich sehe das anders. Ich wäre vorsichtig mit präventiven Regularien weil man nie abschätzen kann, was man sich ebenfalls quasi für Effekte reinholt, die man vielleicht gar nicht will. Ja, und ich, also ich weiß nicht, ob ich den Gedanken mitgehe, dass es so schnell ist, dann einfach Dinge abzuschaffen, abzuschalten, wenn wir feststellen, dass Dinge nicht so geil sind, wie wir sie uns vorgestellt haben. Und deswegen, finde ich, müssen wir manchmal uns die Gedanken vorher machen und Dinge vielleicht vorher schon regulieren mit sinnvollem Gedanken weil genauso wir nicht wissen, was wir dadurch vielleicht Tolles verhindern und ne, ner Unternehmen nervige Sachen aufzwingen, wissen wir nicht, ob wir immer so einfach wieder da rauskommen und sagen können, ja, wir können einfach abschalten. Würde ich jetzt sagen. Aber das vielleicht, weil du in der Tech-Branche mehr drin bist, kannst du sicher sagen, wir können immer das abschalten und können immer wieder zurück und es ist kein Problem und es wird ganz einfach funktionieren und das. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, aber vielleicht ist es auch so. Ich habe immer gedacht, dass äh, die ganzen großen Tech-Konzerne eines Tages äh, sämtliche Politiker pressen können und deswegen sind die unantastbar. Das ist exakt das Gegenteil passiert. Okay. Also es gibt unzählige Regularien, die immer wieder aufgesetzt werden, nachdem Dinge passiert sind, die man nicht wollte. Für Amazon, Facebook, Apple. Google Ja. Okay, also das, das schlimmste Beispiel, was uns einfällt, scheint man in den Griff zu bekommen, im Griff zu haben. Teilweise mit sinnvollen Sachen, teilweise mit Quatsch. Okay, wenn das immer so machbar ist, dann also, ist weiß ich okay. nicht, ob es immer so machbar ja. sein wird. Aber was du mit Garantie, was du dir garantierst, ist, dass wenn du Dinge versuchst zu regulieren, die halt gar keine Gefahr darstellen, dass du einfach Unnötig Friktion und, und extra Arbeit für alle reinbringst, die einfach inflationär wirkt. Das ist, das wünscht sich eigentlich niemand. Also ich, ich kenne niemanden, der sagt, ja, ich bin zu gut. Und das ist der Effekt, den du halt einführst. In kleinen, kleinen Schritten. Mini-Mini-Schritten. Ja. Ich kann mir immer noch Szenarien vorstellen, wo es sinnvoll ist, präventiv manchmal Dinge abzuwägen. Und, aber ich kann, mir die, ich kann mir die auch vorstellen. Aber das sollte nicht der Standard sein. Nee, und das bin ich ja bei das dir. Standard es sollte ja funktionieren, aber alles muss geprüft werden und es muss sinnvolle Entscheidungen getroffen werden, ob es präventive Maßnahmen geben sollte oder eben nicht. Und wenn wir zu dem Entschluss kommen, wenn Experten zu dem Entschluss kommen, nee, sollte keine geben, alles cool, dann eben nicht. Und wenn es welche gibt und wenn es Experten gibt, die sagen, ja, da sollten wir eben gucken, dass das und das nicht passieren kann, also schreiben wir jetzt ein Gesetz, dass das und das verhindert, weil das ist unsere Sorge, aber das andere ist cool dann ist das okay für mich, weil ich dann diesen Experten durch meine Wahl, durch keine Ahnung was, eben das Vertrauen schenke und sage, okay, ich gehe den Gedanken mit. Ja, ich, ich würde mich jetzt wiederholen, deswegen. Ich gut. weiß, ich ja genauso. Deswegen, äh, ich glaube, das Internet macht auch langsam Schlapp. Ja. Tageslimit erreicht. Tageslimit erreicht. Ich weiß gar nicht, ob wir das hochladen können. Das, 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 Wahrscheinlich auch, nicht. Nicht für heute. Ja. Gibt es ein bisschen was vorzu. Äh, ein bisschen ähm, Datenspeicher, der noch äh, aufgefüllt werden muss. Genau. Alrighty. Guten Nacht. Cool. Haben wir es geschafft. Peace out. Etan.